Liebe nicht zum gemeint? Bürgergeld. Liebe zum Bürgergeld hat sogar ein Wer Video ist Liebe gemacht. zum Bürgergeld? Wer ist das? Bitte sag mir das. Wer ist das? Wer ist das? Ist das mein Das ist Gelehrter? Nein, ist er nicht. doch dein Gelehrter. Da gehst du doch immer hin. Du warst sogar bei dem oben. Witz des Jahres. Sei leise jetzt. Ich frage dich jetzt, wieso hat dein Gott sein Schama rasiert? Bitte antworte mir. Geh auf meine Frage ein. Ich bin doch Mann, darauf jetzt kommt eingegangen. dieser Quatsch mit dem Schamhaar. Ja, Das Katastrophe. macht So mich stumm. lächerlich. Warum hast du Angst? Ey, das ist so lächerlich. Wenn Max, du stumm, nimm ihn Schama ist schon raus, genug nimm ihn widerlegt. raus. Ich will kurz mit Flexer Flexer, reden. nimm ihn raus. Egal, unnötig. Das Zeit ist verschwendet. warum hat, warte, warum hat Lächerlich. sein, dein Gott sein Schama rasiert? Guck mal. Antworte Oh, mir. du bist du. Ah, das kommt davon, wenn man verzweifelt ist und widerlegt worden ist. Leute, ich hoffe, ihr habt's auf Kamera. So jetzt, Matt. Mein Lieber. Ja, nochmal einfach, dass ihr das seht. Koran 5. Wartet mal ganz kurz. Dö, Genau, Koran 5, 64. Die Juden sagen, die Hand Gottes ist gefesselt. Das heißt, Gott knausert mit seinen Gaben. Ihre eigenen Hände sollen gefesselt sein und Matt, verflucht Matt. sollen sie sein, ja? Da hat einer geschrieben, deine Bettlaken haben Löcher. Ja, ich hab Katzen. Genau, hier. Deine. Hey Matt, der war zu gut. Jetzt. Ja, ich habe aber hier einen Laken drunter. Das ist also nicht so schlimm. Nur meine Ja. Katzen, die zerbeißen das immer. Okay, auf jeden Fall. Der Ja, war zu das gut, ist ey, der war zu gut. geil. Okay. Alter, zu geil. So. Nein, er hat seine beiden Hände ausgebreitet und spendet, wie er will. Ne? Also hier nochmal 5,64 steht im Koran, dass Allah zwei Hände hat. Und dann haben wir eine Sahih Hadith, die sagt, dass diese beiden Hände beide rechte Hände sind. Ja, Also, damals im Koran. richtig. Also, mein Lieber, das ist schon mal dein dritter Knockout heute. Ne? Und ich denke, wenn du dich mit der Bibel nicht auskennst, ja, ich sag's dir nochmal, am liebsten komm gar nicht hoch. Ja, Okay. egal was, die Bibel hat für alles eine klare Deutung und Antwort. Ne? Deswegen, wenn ich dich wäre jetzt, mein Lieber, nimm's mir nicht böse. Ja, ich weiß, es ist Ramadan-Zeit. Bei allem Respekt, alles gut, ja. Aber ich bin ganz ehrlich zu dir. Am liebsten nimm die Verse nicht raus, weil du wirst sonst auseinandergenommen. Wenn du mit jemandem sprichst, der sich damit einigermaßen auskennt, wirst du von A bis Z auseinandergenommen, so wie heute. Ne, dass du so gewisse Verse bringst und du wirst immer wieder auseinandergenommen. Ich würde dir raten, nimm den Herrn Jesus Christus an, verlasse den Islam. Erkenne den wahrhaftigen Gott, denn du bist in der falschen Lehre. Du bist ein Pagan, du betest einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. Und das ist ein Fakt und steht hier in den Hadithen drin. Ja? Einmal Amen, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Alle ein Amen in den Chat. Ne? Don't be a Pagan. Accept Jesus Christ as your Lord and your Savior. Ganz einfach. Because du bist einfach in der falschen Lehre, mein Freund. Es ist einfach so. Es ist ein Fakt. Wenn du weiterhin bis an dein Lebensende einen Gott anbeten möchtest, der zwei rechte Hände hat, bitteschön. Ja, aber ich sag dir nur, bei allem Respekt, ich werde nicht deinen Mohammed beleidigen, ich werde auch nicht deinen Allah beleidigen, aber laut der Schrift, dein Allah hat zwei rechte Hände. So, officially, you're a pagan. You're a worshipper of a pagan. Pagan. Simple. Mehr muss man nicht hinzufügen. Wollen wir noch einmal kurz? Ach, ich bin draußen, kein Problem. Sonst hätte ich gesagt, wir Alles machen gut, einmal alles gut. Jesaja 27. Oh, der ist rausgegangen. Oh, that was hard. That was hard, I know. Ja. Ah, that hurt. Das hat wehgetan. Sometimes truth. Ich habe ihn nicht rausgekriegt. Es war zu viel. So. Er wurde wirklich zerrupft, ja. Matt, du willst uns was sagen? Aber ganz kurz, Matt, lassen wir kurz den Bruder Shimon reden, weil der war die ganze Zeit ruhig. Ich denke, der will noch ein Statement von sich geben. Shimon. Shalom Aleichem, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ich habe eigentlich kein Statement zu geben, aber ich verstehe das nicht, dass die Menschen bewusst etwas in ihre Augen werfen, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie lügen. Das war's.
Ja, das ist der Wahnsinn. Ist immer so. Ja, Gottes Segen miteinander. Hallo Flex, wie geht's dir? Gottes Segen. Hey, mir geht's hervorragend. Ich kann mich gar nicht beklagen. Darf ich noch schnell was sagen? Da kam doch Rainer wegen den Schamhaaren der Muslimen oder wegen den Schamhaaren. Das hat Matschen widerlegt. Das hat Matschen schnell widerlegt. Ja. Ich wollte was sagen, TikTok sportlich, nicht, dass ich gesperrt werde. Aber schaut mal, liebe Muslime, warum ihr eure Schamhaare nach 30 Tagen abrasieren müsst, hat damit zu tun, ihr möchtet es nicht gerne hören, aber das hat mit Pädophilie zu tun. Ne? Weil TikTok sportlich euer Prophet das gerne hatte, kleine Kinder, wo keine Schamhaare hat. Denn die Schamhaare hat Gott gegeben als Schutz gegen Bakterien, gegen alle Viren. Ja, und liebe Muslime, darum müsst ihr alles abrasieren. Und darum seid ihr auf TikTok sportlich so irgendwie, wie sagt man, spitz auf Frauen, die haben keine Haare. Habt ihr das nicht verstanden? Denn die Schamhaare hat Gott gegeben als Schutz für Mann und Frau gegen Bakterien. Aber euer Allah hat das nicht ganz verstanden. Versteht ihr? Und darum habt ihr Muslime gerne alles rasiert, weil TikTok sportlich kleine Kinder keine Schamhaare habt. Alles gemäß euren Propheten. Schmeckt euch nicht? Ist so. Ja? Danke, tut mir leid, Flex. Das muss ich mal sagen. Tut mir leid. Patrick, du bist immer willkommen und das, was du sagst, hat halt auch Gewicht drin. Ne? Das heißt also, wenn du was sagst, schäm dich nicht dafür. Sag es einfach. So wie ich, weil ich bin auch knallhart in meiner Wortwahl. Also wenn mir etwas einfällt, was ich sagen will, sage ich es einfach. Ne? Ja, danke, Flex. Weil Gott hat uns die Schamhaare gegeben, hat uns auch die Achselhaare gegeben. Ich meine, die Achselhaare haben wir, damit wir mal schmecken, jetzt sollten wir langsam duschen, ne? Und auch die Schamhaare sind ja, haben viele Funktionen, was Allah oder der Prophet ja nicht gerne hat. Der hat ja gerne TikTok sportlich kleine, du weißt ja, Flex, da hat er gerne, ne? Das hat ihn richtig, TikTok sportlich, hat ihn richtig, richtig, wie sagt man so, richtig so aufgegeilt, TikTok sportlich, ne? Und darum müssen Muslime, ja, ist ja so, darum müssen Muslime, auch Frauen und Männer, nach 30 Tagen das Ding unten wegrasieren. Dabei sticht und juckt das und gibt Pickel und all was für Infektionen, aber die Muslime machen das wegen Mohammed, ja? Und wenn die Muslime kommen mit ihren Ramadan und Reinigungsgeboten, dann können wir es so gut widerlegen. Gott hat einen Grund gehabt, warum er Schamhaare gibt, ne? Das wollte ich nochmal sagen, das war mir so wichtig. Tut mir leid, Flex, das muss ich unbedingt sagen, ne? Alles gut. Ja, ist halt leider ein Fakt, ne? Und ja, ist halt so, ne? Matt wollte noch was sagen, solange nehme ich zwei Muslime dann hoch. Also, oder ja, einen, keine Ahnung. Oh, endlich habe ich es auch mal geschafft. Mach mich nochmal schnell groß. Einfach nur mal, dass wir diese Idee mit den Schamhaaren wirklich mal beerdigen. Wir sind hier bei Jesaja 27. Wir sind bei der Wort-für-Wort-Übersetzung. Hier ist das Wort Bart, Beard and also the legs. Hier ist übrigens der Grund für die Löcher in meinem Ding. Das ist meine Katze. Genau, die schmust gerade hier mit mir. Und dann steht hier of the legs. Und das ist das hebräische Wort, das ich jetzt nicht ausspreche, weil das kann ich nicht. Und dann gehe ich hier drauf. Ja, und dann sind wir hier bei dem Wort und dann sind wir hier bei der Konkordanz. Und dann gehen wir hier drauf und was steht dort? Fuß. Ja, so, jetzt haben wir das mal beerdigt. Das ist eine alte, fehlerhafte Übersetzung mit Schamhaaren. Hier geht es um die Füße und um die Beine und beerdigt. Ja, das ist ein ganz klarer Knockout, ganz einfach, ja. Ja. Wie so immer. Da muss man nicht mal viel dazu sagen. Und einen wunderschönen zusammen. Einen wunderschönen guten Tag, Taufi. Wie geht's dir? Ich hoffe, ja, bei mir alles im grünen Bereich. Ich hoffe euch auch. Ihr bekriegt euch die ganze Zeit. Ich hoffe, dass ich auch mal ein paar Worte dazu sagen darf. Naja, zumindest wenn es... du bist ja mit Sicherheit ein Moslem, gehe ich davon aus, ja? Alhamdulillah, ich bin ein gläubiger Muslim, das heißt, ich respektiere auch andere Glaubensrichtungen und werde auch keine anderen Glaubensrichtungen beleidigen oder sonst irgendetwas in dieser Art, das gehört uns nicht. Ja. Jesus und Isa a.s. ist ja bei uns ein Prophet. Ich sag euch auch was dazu. Bevor du redest, möchte ich dir nur kurz was sagen. Natürlich, sehr, sehr gerne. Bevor wir hier sprechen und...
Merkt ihr bitte eine Sache, ja, hier geht es nicht um irgendwelchen Hass zu predigen, sondern hier geht es einfach nur um die Wahrheit zu zeigen. Du bist ein sehr überzeugter Moslem, aber wenn ich dir jetzt zwei Sachen zeige, dann wirst du verstehen oder du wirst dann auch raffen oder wenn du auch ehrlich zu dir selber bist, wirst du auch verstehen, dass da auf jeden Fall ein Riesenproblem gibt, ja. Und zwar nicht nur ein Problem, ein Riesenproblem. Nichtsdestotrotz will ich dich nur vorwarnen und dir sagen, es geht nicht um dich als Person. Du als Ja. Person, mit dir habe ich kein Problem. Ich will das schon mal im Voraus nochmal erwähnen, dass du es verstehst. Du als Person, mit dir habe ich kein Problem. Aber diese falsche Lehre und diese Ideologie, die dahinter steckt und dieses diese Zeitehe und das ist widerlich, das ist ekelhaft. Also wenn ein Gott sowas erlaubt, sollte man sich eigentlich wirklich Gedanken drüber machen, ob man wirklich in der richtigen Religion ist, ja? Oder beispielsweise auch den richtigen Gott dient, ja? Weil wir bringen nur Quellen, wir reden nicht nur das, was aus unserem Mund kommt, sondern wir bringen die Quellen. Das ist schon mal ein Fakt. Weil ich rede ohne Quellen, rede ich gar nicht. Ja, ich rede nur, wenn ich die Quellen habe. Und ich Alex, möchte nur, ganz kurz. Darf bitte ich? Malik, eine Sekunde. Ja. Und Taufik, ich möchte bitte, dass du verstehst, ja, um dich als Mensch, mit dir habe ich kein Problem. Sogar wenn ich dich draußen sehen würde, ich habe gar kein Problem mit dir. Null. Ich auch nicht mit dir, auf gar keinen Genau, Fall. es geht nur um die Ideologie, was da gelehrt wird. Und das ist eine Katastrophe. Okay, jetzt darf ich dir ein paar Worte sagen. Ich bitte dich zumindest darum. Wir sagen ja, oder besser gesagt, ihr sagt ja, dass Jesus Gott ist, richtig? Aber bitte beantworte mir auch diese Fragen. Es ist kein Problem. Ich beantworte dir die Frage bezüglich Warte, warte, Jesus. warte. Es gibt ja nur Ja oder Nein. Du sagst, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott, absolut. Okay. 100% Mensch, 100% Gott, ja. Er war 100% Mensch und er war 100% Gott. Aber ich sage dir jetzt schon, du musst mit den Versen, die du um dich herumschmeißt, musst du Ich lasse keinen vorsichtig Vers sein. raushauen, nur Ganz logisches kurz, Denken ohne ganz Vers. kurz bitte, Ja, ganz aber kurz. bedenke, ich bin dann auch drin und meine Brüder auch. Bedenke, was du jetzt sagst. Da wollte ich Genau, einfach mal sagen, ja. lieber Ich bedenke, Moslem. ich werde dich mit einbeziehen und jeden anderen auch, weil ich werde nur Alles gut, kümmern. Ja, ich bin Taufik, ganz alles gut. gespannt, meine Ohren zittern. Ja, Taufik, Ja. du musst aufpassen, wenn du jetzt etwas um dich herumschmeißen tust, ja, merk dir bitte eine Sache, nicht, dass du dich selber widerlegst, lies lieber genau, was da drin steht, nicht, dass ich dir jetzt einen Vers gebe und dann sagst du, oh, okay, weißt du, was Kein ich meine? Problem. Kein Problem. Aber okay, wenn du trotzdem darauf eingehen möchtest, ich merke, du bist respektvoll. Ich muss gar nicht mal wirklich so dich angreifen oder so, sondern ich merke, du bist angenehm, das ist okay. Dann Ganz stell uns klar. mal die Frage. Okay. Wenn Jesus Gott ist oder Isa a.s., wir priesen zum Beispiel auch diesen Propheten an, weil wir ihn lieben, Okay. frage ich euch eins. Musste Frage Jesus mich, mal. frage mich. Die Brüder hören zu. Ich Ja, gebe die klar. Antworten. Okay. Ansonsten würde ich dann an Patrick Altendorfer oder Matt Kein übergeben. Aber Problem. solange gebe ich dir die Antwort. Alles Kein gut. Problem. Okay. Musste Jesus mal gestillt werden? Warum musste Jesus gestillt werden? Was meinst du? Es steht ja nicht in der Bibel, Also dass er Gott gestillt werden brauchte, musste. war Gott mal angewiesen auf einen anderen Menschen, sodass er großgezogen werden musste? Flex, Flex, der versteht die Inkarnation nicht von vorne bis hinten. Er hat keine Idee, worüber er redet. Ja, ich Deshalb glaubt weiß. er, Ich habe dass eine Idee. Gott Ich ein habe mich Mensch. doch Nein, was nein, gefragt. Entschuldigung, Also, Entschuldigung. Nein, ich hast gebe du, ihm mein den Vers. Freund. Alles gut, alles Mein gut. Ich gebe Freund. ihm den Vers. Das Ja, ist ja so, weil. als ob ich dich nach dem Wetter frage und du sagst, das Auto ist schnell. Okay, Das heißt okay, nein. okay. Du Okay. hast Sogar. keine Ganz Idee, kurz, ganz worum. kurz. Ich mache das sogar ganz kurz für ihn. Alles Ja, gut, Matt. klar. Ich Mach kenne das. die Antwort. Also, Okay. Taufik, Ja? deine Frage war, wie kann Jesus Christus Mensch sein? Wie kann er gestillt sein? Und, richtig? Genau. Okay, dann geh auf stumm kurz, dann kriegst du die volle Antwort. Na klar. Alles klar. Selbst in deinen Koran wurde Jesus Christus durch den Heiligen Geist gezeugt. Laut deinen Koran sogar. Eigentlich hast du deinen eigenen Koran gerade selber zerstört, ja? Denn in deinen Koran war Jesus Christus auch ein Baby. So, du hast dich gerade selber begraben, ja? Das ist jetzt nicht böse gemeint, bitte versteh das nicht falsch. Du hast dich gerade selber richtig begraben, weil in deiner Schrift wurde Jesus Christus durch den Heiligen Geist was gezeugt, ja? Du hast dich gerade selber begraben, weil in deinem Buch war Jesus Christus ebenfalls ein Baby, ja? Deswegen, bitteschön, wenn du noch dazu noch was sagen möchtest, gerne.
Bei uns war Jesus Christus ein Baby, weil Isa a.s. ein Prophet war. Natürlich war er ein Baby, er wurde von Maria gezeugt. Du hast dich gerade begraben. Warte, nein, ich habe mich nicht begraben. Er wurde gezeugt und wurde dann großgezogen und er wurde ein Prophet. Durch wen wurde er gezeugt? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah der Erhabene, hat sich dabei was gedacht und hat ihn als Propheten sozusagen rausgeschickt, damit er eine Botschaft mitgibt. Und die Botschaft lautet, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Okay. Das heißt, falsch. Durch wen wurde er gezeugt? Gott, der nicht gezeugt wurde, der keine Kinder hat, keine Geschwister hat oder sonst irgendetwas. Okay, und ganz ihr kurz. Glaubt an einen Gott. Warte nur ganz kurz, ich lasse dich hier auch respektvoll ausreden. Okay. Und ihr glaubt an einen Gott, der angewiesen war auf jemanden, der ihn stillen musste, der seine Windeln wechseln musste, der ihn großziehen musste. An diesen Gott glaubt ihr. Das heißt, an welchen Gott glauben wir jetzt? Glauben wir jetzt an Maria, die Mutter von ihm war? Die Mutter aller Göttin? Oder war es der Vater? Okay, dann musst du auf stumm gehen, dann rede ich, ist kein Problem. Das Ding ist, du schießt dich unbewusst ab, aber du musst, was, wenn du reden tust, überleg doch mal, bevor du redest. Was ist denn eine Inkarnation? Du schießt dich gerade die ganze Zeit selber weg. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Wo steht im Koran, so, jetzt Taufik, entstumm dich mal bitte. Und hör mir zu, weil jetzt kommt der komplette Knockout und da bin ich gespannt, ob du eine Antwort drauf hast. Taufik, hallo, Taufik, bist du da oder bist du nicht da? Taufik, du machst Kaffeepause. Ganz klipp und klar. Guck mal, ich rede mit dir aus meinem Kopf, weil ich die Quellen im Kopf habe. So. Sehr gerne. Ja, genau. Taufik, Jesus Christus wurde durch den Heiligen Geist laut Sure 2, Vers 87 gezeugt, ja, durch den Heiligen Geist. Meine Frage diesbezüglich war, was ist eine Inkarnation? Wenn du mir das erklären kannst, dann schießt du dich nochmal zum dritten Mal ab. So, vierte Mal, ja, du machst schon wieder Kaffeepause. Du musst wieder zurückkommen. Taufik, hallo. Ja, ich bin die ganze Zeit da. Okay, ja. So, ich möchte nicht mehr, dass du rausgehst, weil du googelst gerade und das ist nicht gut. Google nicht. Ja, rede mit mir jetzt so. Jetzt bin ich gespannt, ob dein Wissensstand so hoch ist wie meiner. Wo steht im Koran, dass Jibril, Heiliger Geist ist, Heiliger Geist Jibril ist? Gib mir mal bitte den Vers. Jibril ist ein Engel und du vergleichst jetzt gerade einen Engel mit einem Heiligen Geist. Ein Heiligen Geist, der steht in der Bibel. Siehst du, jetzt musst du auf stumm gehen. Geh mal kurz auf stumm, bitte ganz kurz, eine Sekunde. Jetzt hast du dich zum vierten Mal wieder begraben, denn laut deinen Gelehrten ist Jibril der Heilige Geist. Boom, das war's. Jetzt muss ich nicht mehr weiter mit dir sprechen. Du hast dich jetzt zum vierten Mal hast du dich komplett vernichtet. Jetzt hast du dich wirklich endgültig vernichtet. Du hast dich vernichtet. Deine Gelehrten selber sagen, der Heilige Geist, ganz kurz. Steht, dass Jibril der Heilige ganz kurz. Geist. Sogar bitte. deine Gelehrten sagen selber, Heiliger Geist ist Jibril. Zeig du mir bitte einen einzigen Vers, wo drin steht, dass Jibril ein Heiliger Geist ist. Bitte, nur einen einzigen Vers. Okay, kleinen Moment. Dann hast du mich mundtot gemacht. Erzähl. Ist kein Problem, ich muss das erstmal raussuchen. Ich guck mir mal kurz. Du wirst keinen Vers finden, mein Bruder, weil ich möchte ja nicht mit irgendwelchen. Guck mal, ich schieße ja nicht gegen dich. Ich schieße nur gegen die Tatsachen, die gerade erwähnt wurden. Bei uns, wir glauben an einen Ilah, an einen Gott, der nicht gezeugt wurde, wie ich es dir vorhin gesagt habe. Ihr glaubt an jemanden, wo ein Prophet, bei uns ist er ein Prophet, wo gezeugt wurde, der erstmal groß gemacht werden musste, der gefüttert werden musste. Und zu dem Thema Hände, was ihr vorhin erwähnt habt. Alles klar. Wir sagen im Islam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Hände über dich legt, das heißt, so nutzt er deine Augen als seine Augen. Das heißt, wenn du jetzt Beispiel Haram begehen möchtest, schützt er dich mit dem Augen, dass du kein Haram siehst. Den Mund nutzt du sozusagen als, er nutzt deinen Mund, dass du kein Haram sprichst. Er nutzt deine Füße, dass du kein Haram begehst, indem du in Haram-Gebiete gehst. Und mit Händen heißt, er nimmt metaphorisch seine Hände über dich, dass er den Schutz über dich nimmt, damit du keinen Haram begehen kannst. Und ihr redet von zwei rechten Händen. Dann geh auf stumm, alles gut. Ja, Taufik, du gehst jetzt gar nicht Knockout. Wirklich furchtbar. Ja, der kriegt jetzt komplett ab. Furchtbar, Taufik. Du gehst jetzt gleich noch auf. Furchtbar, du musst nichts sagen. Furchtbar, Taufik. Guck mal, aber ich find's gut, er greift nicht an, sondern er sagt es. So. Taufik, erstens, du bist nicht Ibn Kathir, du bist nicht Jalalain, du bist nicht Ibn Abbas, du bist nicht die anderen Gelehrten, die das auslegen. Das ist deine Interpretation. Deine Gelehrten sagen aber laut Ibn Kathir, Ibn Abbas, Tafsir al-Jalilain, die sagen was ganz anderes. Die sagen, Allah hat
Zwei rechte Hände. Ich kann dir jetzt einen Wahhabiten geben. Ich kann dir jetzt andere Gelehrten geben, die klipp und klar sagen, dass Allah zwei rechte Hände hat. Und das ist nicht metaphorisch gemeint. Ich habe das Video sogar hier bei mir. Das ist nicht metaphorisch gemeint. Also dein Wort hat nicht mehr Gewicht wie ein Gelehrter, weil ein Gelehrter hat mehr Gewicht, was er sagt, hat mehr Gewicht wie du. Weil ich glaube nicht, Taufik, dass wenn du mit einem Gelehrten sprichst, dass deine Worte Gewicht haben. Weil du, wenn du etwas nicht weißt, gehst du zum Gelehrten und holst dir die Information. Gebe ich dir recht. Genau. Genau, und das musst du verstehen. So. Aber du hast Wahhabite gesagt. Das ist ja so, als ob ich dir sagen würde, ich nehme jetzt irgendeinen Christen aus einer Kneipe und sage, jetzt frage ich ihn, wer ist Gott? Kann er alles mir die Fragen gut beantworten? Nein. Ich verstehe nicht. Ein Wahhabite ist eine Sekte, das heißt eine komische Gruppierung, die irgendwann mal sich gebildet hat und gesagt hat, wir glauben zwar auch an Allah, aber wir glauben so und so. Wir handeln nach Koran und Sunna. Bei uns gibt es nicht mehrere Wege. Es gibt nur einen Weg. Also, nochmal, ganz kurz. Der musste nur kurz aufs Zoom gehen. Ja. Ja, wer hat gerade geredet? Also irgendjemand hat gerade geredet. Wer war das? War das jetzt Patrick oder war das jetzt... Nee, ich war ruhig. Ich höre dem Moslem gerne zu. Okay. Also, um das noch ganz klar zu sagen, das war jetzt eine Falle, Taufik. Ja, ich habe dir eigentlich eine Falle gestellt, das mit den Wahhabiten, das sagen sogar Sunniten. Das war eine Falle. Jetzt hast du klipp und klar gesagt, du bist Sunnite, das ist gut, du bist in der Falle getappt. Das sagen sogar Sunniten, dass Allah zwei rechte Hände hat und dass es nicht metaphorisch gemeint ist. Du bist genau in die Falle getappt. Ich habe gesagt sogar Wahhabite, aber das sind nicht nur Wahhabiten, sogar ein Sunni sagt das. Das war eine Falle von mir. Nur um zu gucken, was du sagst. Und du bist in der Falle getappt. Guck mal, Taufik, ich greife dich nicht an, um Himmels Willen. Ja? Aber Bruder, das ist der fünfte Schlag schon. Ja? Es ist nicht böse gemeint. Es ist nicht böse gemeint. Ja, ich bin jetzt nicht hier, um dich zu debattieren oder so, aber ich will dir einfach nur sagen, einfach. Guck mal, Bruderherz, bitte. Und ich sag dir, Bruderherz. Guck mal, ja. Bruderherz, ich sag dir das. Warum steht bei uns im Koran zum Beispiel, bei uns im Koran ist die Bibel und auch die Taurat, sozusagen auch die Tora erwähnt. Und Allah sagt in der Surat al-Baqarah ganz am Anfang, das heißt, das ist das Buch der Rechtleitung für diejenigen, die gottesfürchtig ist. Ja. Allah hebt damit alle Bücher, die vorher kamen, auf. Das heißt, wenn wir doch den Koran verfälscht hätten und der wäre falsch, warum sollen wir dann die Tora und warum sollen wir auch die Bibel erwähnen? Dann hätten wir die doch einfach weggelassen und hätten einfach nur gesagt, okay, der Koran ist da. Und noch eine ganz kurze Sache. Okay. Allah hat euch oder jedem Menschen über 1400 noch was Jahre gegeben, fast 1500 Jahre und hat gesagt, bringt nur einen Vers, der so ähnlich ist und Sinn macht, so glaube ich euch. Und bis jetzt hat man es in fast 1500 Jahren nicht geschafft, nicht ein einziger Mensch hat es geschafft, einen Vers rauszubringen. Wir reden nicht vom Koran. Jetzt frage ich dich mal, bitte beantworte mir diese Frage. Warum hat es ein Mensch nicht geschafft, einen Vers rauszubringen, der nur annähernd so klipp und klar ist, wie der Koran, seine Verse? Max, darf ich das mal? Ich lasse jetzt auch gleich Matt reden und dann Patrick. Taufik, wenn du das sagst, dann zeig mir mal bitte, wo im Koran steht, das ist das Wort Allah, Kalam Allah. Zeig mir mal bitte im Koran Kalam Allah. Wo steht im Koran Kalam Allah? Das Wort Koran, zeig mir das mal. Kalam, wenn du mir ein paar Sekunden Zeit gibst, werde ich dir das sofort raussuchen. Wirst du nicht finden. Gibst du mir ein paar Sekunden Zeit? Kein Problem, bitteschön. Solange, Matt, kannst du übernehmen, weil er wird das nicht finden, Kalam Allah. Weil er hat gerade was in den Raum gestellt und das ist eigentlich, er schießt sich damit selber ab, weil es steht nicht bei ihm drin, Kalam Allah. Okay, gehen wir mal zu dem ersten Argument. Er sagt, seit 1400 Jahren gibt es diese Aufforderung des Korans, einen Vers wie in dem Koran zu bringen. Und es hat keiner geschafft. Einfach mal, hier sind 420 Leute drin. Wenn ich dir hingehe und ich male jetzt ein Bild und dann sage ich, keiner von euch, von allen 420 Leuten, kann so ein schönes Bild malen wie ich. Und übrigens, ich bin der Richter. Dann wird auch keiner so ein schönes Bild malen wie ich, weil ich bin der Richter. Ich werde einfach sagen, nö, meins ist schöner. Und das ist das Problem mit dem Argument. In dem Argument würde das Argument zählen,
wenn andere darüber richten könnten, dass es das gibt. Und es gibt es. Es gibt verschiedene, die haben Suren geschrieben. Es gibt sogar Suren zum Thema Covid. Die sind gesungen, die sind geschrieben, die gibt's mehrfach. Es gibt ein christliches Projekt, wo ein ganzes Buch geschrieben wurde, dass man sogar kaufen kann. All das gibt es. Die Frage ist, wer ist der Richter? Und das funktioniert eben nicht. Richtig. Aber das hat er schön erklärt, dein Bruder. Taufik hat mich nicht verstanden. Ich meine, dass der Koran das Wort Allahs ist. Wo steht das? Der Koran das Wort Allahs ist, dass Allah in seiner Form spricht. Wo steht das? Also steht weil bring mir nicht Sure 2, Vers 75. Das ist nicht genau. Warum habe ich dir doch sofort geliefert? Du wolltest doch eine Sure haben, ich habe sie dir geliefert. Das ist Allah aber subhanahu wa ta'ala, guck mal. Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Engel herabgesandt, der unseren Propheten alayhi salatu wassalam damals die Offenbarungen mitgegeben hat. Mehrere Verse in mehreren Arten. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Segen und Frieden auf ihn, wollte gar nicht dieses Ganze. Das war für ihn auch eine Last. Das heißt, er ist mehrere Male ohnmächtig geworden, so dass er sogar weinend zu seiner Frau nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ich glaube, ich bin verrückt, ich glaube, das stimmt hier alles gar nicht. Und seine Frau hat zu ihm gesagt, das, was du dort gerade siehst und hörst und das, was du uns gerade erzählt hast, kann gar nicht so falsch sein. Und so kamen mehrere Verse und immer wieder kamen mehrere Verse, Stückchen für Stückchen herabgesandt, so dass die Menschen immer und immer mehr den Islam angenommen haben. Okay, gut. Und wer hat das dann aufgeschrieben, weil Mohammed war Analphabet? Wer hat es aufgeschrieben dann? Allah hat ihn das beigebracht. Er hat die Offenbarung von Allah bekommen. Wer hat es aufgeschrieben? Seine Frau oder Mohammed? Als der Engel zu ihm gesagt hat, Iqra, hat Muhammad, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, zu ihm gesagt, ich kann gar nicht lesen. Und da hat er gesagt, Iqra. Und er hat, also lies. Und er hat gesagt, ich kann nicht. Und da hat er gesagt, lies im Namen deines Herrn, der euch aus einem Klümpchen Samen sozusagen erschaffen hat. Vergessen, ne? Dreimal, dann hat er gewürgt. Also wie? Patrick, du bist zu leise, man hört dich nicht. Okay. Ich lasse Patrick auch gerne mal reden. Du musst dich lauter machen, Patrick. Ich glaube, du musst Mikrofon oder so rausnehmen, Patrick, weil man hört dich nicht. Ja, ich wechsle mal das Mikrofon. Okay, weil ich glaube, du hast wieder den anderen Mikrofon von damals wieder reingemacht, weil man hört dich ganz schlecht. Dann springe ich mal rein, Flex. Das ist nämlich hier The True Quran. Ja, hier sieht man das in Arabisch. Das hier ist das Copyright. Alles in Arabisch. Hier kann man das bestellen mit der ISBN-Nummer. Und hier ist es ein komplettes Buch wie der Koran mit Kapiteln. Ja, sogar, was sind das hier? 77 Kapitel. Und hier ist es in Arabisch, immer hier schön in Arabisch und in Englisch. Absolut etwas wie der Koran, gleichwertig, poetisch, ganz toll geschrieben. Und damit ist dieser Anspruch, diese Challenge des Koran absolut widerlegt. Absolut widerlegt. Und dieses Buch, das darfst du zum Beispiel nicht in arabische Länder einführen. Da steht eine harte Strafe drauf. Ich habe das auch online nachgeguckt. Zum Beispiel in Indien darf man das nicht einführen. Und es gibt ja immer gute Gründe, warum Bücher verboten werden. Ne? Hm. Und damit ist wirklich mein muslimischer Freund, der Anspruch des Koran ist hier gebrochen. Ich frage mal eine andere Frage. Stellt euch mal vor, ich würde euch jetzt einmal ganz kurz eine Frage stellen. Und zwar, gestern Abend bin ich schlafen gegangen. Da habe ich nachts die Augen zugemacht, bin morgens um 6 Uhr aufgewacht und auf einmal hat sich von alleine ein iPhone 14 neben mir von alleine gemacht. Würdet ihr mir das abkaufen oder würdet ihr sagen, ich wäre verrückt? Ja, vielleicht waren das die Djinns, wer weiß. Meins? Okay, das heißt, du glaubst an Djinns, ne? Dass Djinns ein iPhone 14 ganz normal erschaffen können. Zu viel getrunken aus. So wie du die ganze Zeit von Knockout sprichst, hast du dir jetzt selbst einen Knockout gegeben. Wenn sich noch nicht mal ein Handy von alleine erschaffen kann, wie soll sich ein Mensch, der komplex, du atmest genauso viel Luft ein, dass du gerade nicht erstickst, aber auch nicht, also dass du überleben kannst. Deine Augen, Allah hat sie dir so perfekt gegeben, dass du einen Menschen erkennen kannst und dass du alles perfekt sehen kannst. Besser als... Hey, aber du weißt, du redest hier zu Christen, ne? Wir sind keine Atheisten. Was ist dein Argument? Wir glauben nicht, dass Gott uns das sagt. Lass uns mal reden, Martin. Wir sagen nicht, dass die Bibel falsch ist.
Wir sagen, die Bibel ist Hak. Oh doch, ihr Wahrheit. Sagt, die Bibel und die Tora ist verfälscht. Weißt du, warum die nein, das sagt? Nein. Die erste wenn, Bibel ist richtig das und die Tora ist auch richtig. Ich sehe dir, dass Jesus falsch. Gott ist. Nicht die Wörter umdrehen. Doch, ihr sagt, die Tora hast ist verfälscht. Hast du das von mir bis jetzt einmal gehört, dass du sagst, ihr? Okay, dann sag ja, ich. Ja, er hat gesagt, mal, die erste. Schau mal, wenn doch Allah von Anfang an gewesen ist und dann später der Islam gekommen ist, der Koran, ja. Was ist denn mit diesen Muslimen geworden, die vor dem Koran gewesen sind? Sind die alle verloren gegangen, oder was? Nein, das waren auch Menschen, die an die Bibel oder auch an die Tora geglaubt haben. Aber ja, klar. Sie hatten nur eine Botschaft und die Botschaft hieß, Lehr über Allah. Ich will nur, ganz, nur, kurz, ganz kurz eine Sache klarstellen. Ja, klar. Ja, es ist eine ganz wichtige Sache. Das ist etwas, also ich würde sehr, sehr stark darüber nachdenken und mir sehr viele Gedanken machen, wenn mir jemand das sagen würde. Und darüber werde ich jetzt mit dir sprechen, okay? Du suchst dir jetzt einen Vers raus, wo du mir sagen möchtest, nein, nein, ich bin kein Tafsir Gelehrter. Nein. Okay, Bruder, Hans, Radar. Brauche ich. Dann verzeih mir. Taufik, du bist sehr, sehr respektvoll und das finde ich gut, mit dir kann man reden. Ich danke dir, kann ich nur zurückgeben. Guck mal, der Patrick meint das nicht böse, Matt meint das auch nicht böse. Wir sind nicht hier, um dich anzugreifen, ja, um Himmels Willen, das will keiner. Ja. Du machst gerade Ramadan, alles gut, mach das, ich respektiere das, alles gut. Ich werde jetzt diesbezüglich mal eine Sache hier kurz aufschlagen und werde dir sagen, um was es auch wirklich geht und werde dir erklären, dass hier ein Riesenproblem gibt und bezüglich auch dem Vergleich. Ganz kurz, gib mir eine Sekunde. Ich glaube. Okay, also sind wir uns beide einig, laut Islam ist Isa ein Prophet, richtig? Isa alaihi salam, also Segen und Frieden auf ihm, ist ein Prophet für uns, genau richtig. Okay, alles klar. Mohammed ist ein Prophet, richtig? Das ist der letzte Prophet, der herabgesandt wurde und nach ihm kam keiner mehr. Ja. Nach ihm kam keiner mehr, laut Islam. Isa und Mohammed. Wir sind uns beide einig, bitte vor 400 Leuten. Nicht, dass es heißt, ja, er war auch so und so und so. Beide sind Propheten, richtig? Richtig, ja. Okay, dankeschön. Du hast es bestätigt, das finde ich gut. So, Nummer zwei. Ich möchte bitte, dass du ehrlich bist. Okay, ich möchte, dass du ehrlich bist. Versuch nicht, wenn wir eine Richtung gehen, dass du dann versuchst abzuweichen. Das nein, auf gar keinen Fall. Okay, alles klar. Und bezüglich den Versen und alles, bleibst du ehrlich, richtig? Richtig. Wenn ich diesen Vers auswendig kenne, oder besser gesagt, wenn ich den Tafsir zu diesem Vers zusammen, kenne, werde ich dir antworten. Wenn ich ihn nicht kenne, werde ich dir sagen, Bruder, Herz, verzeih mir, ich bin nicht so gelehrt in dieser Sache, dass ich es weiß. Alles gut. Du bist ehrlich zu dir selber, du heuchelst nicht rum. Ich merke, du bist ehrlich, das finde ich schon mal gut. Alles gut, das passt. Ja, deswegen führe ich mit dir auch ein sauberes Gespräch. Du bist ehrlich, das ist super. Ne? Das ist das Einzige, was ich möchte, dass wenn die Leute reinkommen, dass sie ehrlich sind. So. Wurde Isa hochgenommen zu Gott, ja, oder? Ja, richtig. Okay, also Isa wurde emporgehoben, richtig? Du machst gerade Kaffeepause, ich warte, bis du wieder zurückkommst. Ah, ich bin da, du kannst ruhig weiterreden, alles gut. Ja, ja, aber wenn du aus der App rausgehst, kann ich mit dir nicht reden. Ah, okay, verzeih mir, weiter. Genau, alles gut. Also, Isa wurde was emporgehoben? Sind wir uns da einig? Richtig, ja. Alles klar, okay. Also, wir haben einmal Isa und wir haben einmal Mohammed, ja. Oder Mohammed. Verwechselst du gerade unseren Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der hochgegangen ist in die Himmelsstufen, um sozusagen mit Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet zu besprechen, wo dann verhandelt wurde, erst 50 Gebete, dann nein, dann 12, dann 10 Gebete, dann nein, dann 5 Gebete, wo Allah dann am Ende gesagt hat, und das ja, müssen wir. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Das ist wieder die ganz ein, das ist eine andere Geschichte wieder. Da reden wir über eine andere Eier, alles gut. Ja. Wir haben einen Isa, der wird laut Sure 4, Vers 171 als ein Al-Messi bezeichnet. Al-Messia. Isa wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Okay, Isa, wir sprechen von Isa. Vorhin, wo du selber über Jesus gesprochen hast, sprechen wir jetzt mal über Isa und Mohammed. Also, Isa wurde was? Durch den Heiligen Geist gezeugt. Aber er ist nur ein Prophet, sagt ihr. Okay. Mohammed wurde wie gezeugt, Taufik?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde auch ganz genau von Allah subhanahu wa ta'ala von seiner Mutter gezeugt, ganz normal. Ist auch ein Prophet. Also, was? Er wurde ganz normal von seiner Mutter gezeugt. Okay, danke schön. So, wir haben jetzt einen Mohammed, der gezeugt worden ist durch SEX. Also die hatten Geschlechtsverkehr, ja? Er und sein Mann. Richtig? Richtig. Alles klar. Moses, wie wurde Moses gezeugt? Musa alaihi salam, genau das gleiche. Okay, Abraham. Alle wurden gezeugt durch sozusagen, wenn du es genau haben möchtest, durch Geschlechtsverkehr. Okay. Außer Isa alaihi salam, er ist der Einzige, wo Maryam schwanger gewesen ist. Nein, warte. Wo Maryam schwanger gewesen ist. Und man hat zu ihr gesagt, ich will nur, dass du meine Frage Maryam. Und sie hat gesagt, warum denn? Ich hatte doch gar keinen Geschlechtsverkehr. Und sie hat dann gesagt, aber warum? Wie kann ich denn schwanger gewesen sein, ohne dass ein Mann mich berührt hat? Und das weißt du selber auch. Taufik, ja. Bitte. Ja. Geh nur auf meine Frage ein. Alles gut. Ich aber das ist dich. Ja falsch, Bruderherz. Dann möchtest du ja genau, dass du in eine Richtung drängst, damit ich genau die Antwort liefere, die du haben möchtest. Du musst mir zuhören. Ich höre dir zu. Du wirst am Ende verstehen, worauf ich hinaus möchte. Und ich glaube und ich hoffe im Namen Gottes, im Namen Jesu Christus, dass du es dann verstehst, um was es geht. Okay? Weil ich bin klar und deutlich in meiner Wortwahl. Also, wurde nur durch den Heiligen Geist gezeugt, ja oder nein? Wer? Nuh a.s. wurde nicht durch den Heiligen Geist. Nuh a.s. wurde gezeugt durch ganz normalen Verkehr, wie du es gesagt hast. Alles klar. All die Propheten wurden was? Durch SEX gezeugt, aber nur Isa komischerweise nicht. Komischerweise wurde Isa emporgehoben. So, jetzt kommt die ausschlaggebende Frage. Also, wenn die beide nur ein Prophet waren, warum hatte Isa den Status El-Messi? Und jetzt, ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt's in Sure 46, Vers 9. Und ich möchte bitte, dass du ehrlich bist. Ich möchte nicht, dass du heuchelst, weil du bist echt wirklich, ich kann mit dir reden, ich merke, ich kann mit dir reden und das ist okay. Sure 46, Vers 9 sagt Mohammed, oder anders gesagt, wo ist denn Isa jetzt gerade? Warte mal, Bruderherz, auf deine Frage einzugehen, ne? Warte, nein. Du hast mir ja gerade gesagt, der Isa alaihi salam ist der Einzige, der gezeugt wurde, der nicht durch Sex kam, ne? Ich komme vom Thema ab, Taufik, bitte. Du brauchst nicht vom Thema abzukommen, wir kommen genau auf dein Thema, was du haben möchtest. Hatten die anderen Propheten auch irgendwelche Eigenschaften, sozusagen, wo man gesagt haben könnte, deswegen Gott? Konnte ein Prophet ein Meer spalten? Taufik, das ist nicht das Thema. Es geht nicht um Meer spalten, es geht nicht um Meer spalten. Aber das wären doch dann in deinem Sinne auch Götter, weil die hatten doch auch Eigenschaften, die ein Mensch hat. Wir sind nicht bei Adam, wir sind nicht bei Noah. Bitte bleiben wir beim Thema. Bitte, bitte, Taufik. Also, Taufik, nochmal. Wo ist Isa a.s.? Isa a.s. ist bei Allah subhanahu wa ta'ala im Himmel und wird irgendwann mal wieder auf die Erde herabgesandt, um gegen Dajjal zu kämpfen. Taufik. Ja. Du hast mich gefragt, ich antworte dir. Ich habe dich nur gefragt, wo er ist und nicht, was er macht. Ach so, die wichtigen Sachen werden nicht erwähnt. Das heißt nur das, was du haben möchtest. Taufik, warte doch bitte. Ich lasse dich frei reden, weil du ganz genau weißt, dass ich dich frei reden lasse. Aber bei mir sagst du, sag bitte nur das, was ich dir hören möchte. Das ist falsch. Taufik. Du darfst. Taufik, darf ich zu Ende machen? Du darfst. Okay, also. Die Frage war jetzt, wo ist Isa jetzt gerade? Er ist bei Allah oder wo ist er? Er ist bei Allah subhanahu wa ta'ala im Himmel, richtig. Wo die anderen Propheten auch sind. Dankeschön. In Koran, Sure 46, Vers 9, sagt Mohammed selber, ich weiß nicht, was mit mir passiert, ich weiß nicht, was mit euch passiert. Meine Frage an dich jetzt, die spezielle Frage der ganzen muslimischen Welt. Mhm. Wo ist Mohammed jetzt, wenn alle beide nur Propheten waren? Du hast das Wort. Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist im Himmel genauso wie alle anderen Propheten. Und okay, jetzt kommt die Gegenfrage. Isa alaihi salam ist doch Gott bei euch in den Augen. Warum wird zu ihm gefragt, Jesus, wir haben eine Frage. Und zwar, wann ist der jüngste Tag? Und er antwortet darauf, das weiß nur Allah, der Herr im Himmel. Warum beantwortet er sie nicht selbst, wenn er doch Gott ist? Und das steht bei euch in der Bibel. Das ist nicht das Thema.
Das ist nicht das Thema. Warum, Bruder? Das ist doch bei euch in der Bibel. Ich möchte von dir auch die Antwort haben. Du stellst nicht nur Fragen, sondern auch Fragen beantworten. Das ist nicht das Thema. Also, warum sagt Jesus, ich weiß nicht, wann der jüngste Tag ist, das weiß nur Gott. Wir sind gerade bei Isa und Mohammed. Beantworte doch die Frage, Moslem. Beantworte die Frage, Moslem. Bitte nur diese eine Frage beantworten. Danach beantworte ich dir alles, was du willst. Moslem, beantworte bitte die Frage. Es wird langweilig. Es wird lang, ja. Du hast bis jetzt nicht eine einzige Frage von mir beantwortet. Moslem, beantworte die Frage. Langweilig ist, wenn man im Hintergrund wie so einen Anwalt einschaltet, der noch nicht mal gut bezahlt ist. Nein, Moslem, beantworte die Frage, weil ich höre ja mit, ich investiere meine Zeit, um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Und es kommt Flex und stellt dir eine Ja-Nein-Frage. Und weil du weißt, dass du sowieso verlieren wirst jetzt, hör zu, mein Freund. Zu philosophieren, ich bete sogar für Jesus, dich, dass die Bibel hineinzubringen. Nein, bitte, ich schau mal, gute Brüder von mir, wie zum Beispiel Matt, Flex, sind alle hier und geben sich Mühe, ne? Ich bete sogar, dass du irgendwann mal den Islam annimmst, mein Freund. Das kannst du vergessen, nie in meinem Leben. Okay, gut, wieso hast du den Islam angenommen? Beantworte mir die Frage, warum hast du den Islam angenommen? Sag weil es einen der Grund. Einzig wahre Glaube ist. Und beweis es mir doch, beweis, dass es der einzige Grund ist, beweis es mir, komm. Womit soll ich dir das beweisen? Wieso der Islam der einzig wahre Weg ist. Allah hat sogar dich erschaffen, mein Freund. Allah hat sogar dich erschaffen. Nein, beweise mir, beantworte, du kannst keine Frage beantworten. Ich gehe raus. Wieso ist der Islam die wahre Religion? Sag mir, wieso ist der Islam die einzig wahre Religion? Allah hat, ja, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Islam ist der einzig wahre Religion. Genau richtig. Okay, ich habe jetzt mit Zeit gemacht, ganz kurz, dass ich kurz meinen Satz zu Ende bringen kann. Taufik. Guck mal, das ist das, was ich von Anfang an erwähnt habe. Ja, dass ich nicht möchte, dass jemand heuchelt. Ich mag keine Heuchelei. Du hast mir zugestimmt, ich habe dir zugestimmt. Wir haben gesagt, wir sind ehrlich miteinander. Okay, so. Es ging darum, wenn Isa nur ein Prophet ist, warum ist Isa gerade mit Gott zusammen? Und die Frage ist, wo ist Mohammed? Du sollst mir anhand deiner Schrift zeigen oder in den Hadithen, dass Mohammed jetzt im Paradies ist. Weil das wirst du nirgendwo finden. Weil Mohammed hat selber in diesem Sure 46, Vers 9 gesagt, ich weiß nicht, was mit mir passiert und ich weiß nicht, was mit dir passiert. Also deswegen hast du etwas gesagt und in den Raum gestellt und gesagt, er ist gerade im Paradies. Wo? Er ist nicht im Paradies, weil er hat selber in dieser Sure gesagt, er weiß nicht, was mit ihm passiert. Er weiß nicht, was mit dir passiert. Somit hast du dir zum sechsten Mal dir selber ans Bein geschossen, mein Freund. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist nur etwas, was ich dir sagen wollte. Ja, ich tue jetzt einfach mal kurz mal die Show beenden, dass jeder sprechen kann. Ich bin fertig. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala, oder besser gesagt, warum hat unser Prophet alaihi salatu wassalam vielleicht so geantwortet, dass er gesagt hat, er weiß es nicht? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Allah der Erhabene ist der Einzige, der allwissend ist. Er ist es nicht? Da spricht nicht Allah, da spricht Mohammed. Er hat gesagt, er weiß nicht, wo er hingeht und er weiß nicht, wo du hingehst. Da spricht Mohammed und nicht Allah. Allah genau wusste richtig. Nicht mal, was also mit ihm passiert. Also das heißt, er weiß nicht, wo er hingeht. Warum? Weil wenn er doch Gott wäre, wüsste er das zu beantworten. Aber ja, aber wenn du weiterliest, siehst du selber, dass Allah es selber nicht wusste. Allah weiß alles. Allah ist allwissend. In welcher Sure? Zeig mir nur eine einzige Sure, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich weiß es nicht. Lies mal, du wirst sehen, Allah wusste gar nichts. Lies selber, bitte. Zeig mir nur eine Sure, wo Allah sagt, er weiß es nicht. Bitte, nur eine Sure. Schon haben wir doch das Thema erledigt. Es gibt keine. Aber Allah subhanahu wa ta'ala redet auch nicht über Isa alaihi salam, einen Propheten, der bei uns hochgetragen wird und edel ist, redet Allah auch nicht schlecht über ihn. Das heißt, bei uns wird er geehrt. Bei uns wird lieben. Eine letzte Frage. Kannst du mir mal bitte die Shahada kurz sagen? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Das heißt, es gibt keinen. Ich weiß. Und jetzt, wie betest du? Erwähnst du Mohammed in deinem Gebet? Nein. Das Einzige, was wir machen, sind Segenswünsche am Ende des Gebetes auf ihn vielleicht. Genau, also auf ihm, richtig? Auf ihn, genau richtig. Das heißt, wir behandeln ihn als Propheten und sprechen Segenswünsche auf ihn. Segenswünsche auf ihm, okay. Meine Frage ist, Isa, der emporgehoben worden ist, ja, der jetzt bei Allah ist, der wirklich zur Rechten bei Allah ist, ja,
warum nicht Segen und Frieden auf ihn in deinem Gebet? Warum Mohammed, der selber sagt, ich weiß nicht, was mit mir passiert, ich weiß nicht, was mit dir passiert. Warum Segen auf ihn? Obwohl ihr nicht mal wisst, was mit ihm passiert ist. Warum nicht Segen, Frieden auf Isa? Warum Segen, Frieden auf Mohammed, der schon tot ist? Wir sprechen Segen und Frieden auf alle Propheten, aber in unseren Gebeten wird Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, weil er der letzte Prophet ist, erst recht, guck mal, man nennt ihn auch Habibullah. Aber der beste Prophet ist Isa. Was? Er hat keine Sünden begangen. Das ist falsch, was du... Er ist für deine Sünden gestorben, oder wie? Das ist das, was du glaubst. Das heißt, am Ende werdet ihr alle ins Paradies gehen, weil einer von euch... Ich rede gerade von deinem Isa, aus deinem Buch. Darum geht es mir gerade. Wie hat er denn nicht... wie war das denn die Geschichte mit dem Iss nicht von diesem Baum und er hat davon gegessen? Oder es geht nicht um Baumessen, es geht... War das keine Sünde? Allah hat ihm das verboten und Allah hat gesagt nein und er hat es trotzdem gemacht. Und wer hat ihm vergeben? Hat er sich selbst vergeben oder hat Allah ihn vergeben? Es geht doch gerade um Isa und Mohammed. Du wechselst... Wir reden über Isa, genau richtig, über Isa, über den Propheten, genau, über den du gerade gesprochen hast. Er hat, du hast doch gesagt, er ist sündenfrei. In der Bibel steht drin, er hat von einer Frucht gegessen, von der, die verboten war. Jesus hat nie von einer Sünde... Jesus hat nie von einer Frucht gegessen. Das ist kein Ablenken, das ist genau auf deine Frage eingehen. Nein. Du weißt, guck mal, ich sage dir was, das ist wie in einer Fahrschule, wo der Fahrschullehrer sagt, fahr geradeaus und du fährst rechts und links und rechts und links und sagst, ja, aber was ist denn mit dieser Ampel und was ist denn, und der Fahrschullehrer sagt, was ist mit diesem Stoppschild und du fragst nach einer Ampel. Das machst du die ganze Zeit. Ich beantworte dir, okay, was genau mit, okay, dem Stoppschild. Taufik, okay. Wenn du jetzt gerade von Adam und Eva redest, ja, dann gebe ich dir jetzt den allerletzten, wirklich Knockout, es ist keine Beleidigung, den Knockout. Dann such mir mal im Koran bitte von Adam die Frau bitte raus. Wie heißt sie? Eva oder Hawa? Such mir das mal bitte im Koran. Hawa, genau richtig. Im Arabischen wird es Hawa. Such mir das mal im Koran raus. Der Koran ist ja die letzte Vollendung. Such mir mal im Koran der Name von Adam, also die Frau Hawa. Such es mir mal bitte im Koran raus. Ich warte so lange. Wer von Adam und Eva spricht, dann, ja, schauen wir mal. Also Leute, der Koran ist die Vollendung, also muss auch der Name von meiner Mutter auch da drinne stehen. Hawa, ja, also Eva. Jetzt schauen wir mal. We're gonna wait. Wir erschufen euch aus einer Seele und dann machten wir aus ihr ein Paar. Wer ist denn damit gemeint, wenn ich fragen darf? Ich will den Namen Eva da drin haben, so wie in der Bibel, weil sonst wissen wir nicht, wer das ist. Du hast dir genau was ganz Genaues rausgesucht. Allah subhanahu wa ta'ala, du kannst ja auch den Tafsir-Vers, du hast ja vorhin Tafsir-Werke genannt. Lies dir doch mal bitte den Tafsir über diese Sura, die ich dir gerade genannt habe, raus. Okay, geh mal auf stumm, ganz kurz. Na klar. Ganz kurz. Also, erstens, der Koran, du musst auf stumm gehen. Der Koran kam zuerst. Die Tafsire kamen 200 bis 300 Jahre später. Wusste Allah nicht den Namen von Adam, seine Frau? Warum hat Allah später gedacht? Allah ist allwissend, natürlich wusste er den Namen. Allah ist allwissend und deswegen kamen die Tafsire 200-300 Jahre. Bruder, du hast dich selber begraben. Nein, alles ich gut. Ich werde dir eine Gegenfrage stellen, die dich genau das beantwortet. Max, du kannst wieder übernehmen. Für mich war es das heute. Ich bin fertig. Das ist genug so. Wenn Allah doch, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala ist doch allwissend.
Bei uns nein, sagt man, nein, wenn es zum Beispiel... Ta'ala ist nicht allwissend, weil wenn er allwissend wäre, wäre der Name von Adam, seine Frau, im Koran drin. Guck mal, möge Allah, wenn ich jetzt Rechtleitung geben, allein schon, weil du gerade gesagt hast, Subhanahu wa ta'ala. Ich mag dich jetzt schon, Bruder. Du bist der Beste. Flex, Undercover-Muslim, sage ich dazu nur. Ich würd gern das aufgreifen, was Patrick gemacht hat, weil Patrick war da auf der richtigen Fährte. Oder Patrick, mein lieber Freund, erklär mir doch nochmal oder gib mir mal dein bestes Argument, warum ich als Christ Moslem werden sollte. Guck mal, ich erkläre dir was. Du gehst, ich werde es dir anhand von Logik erklären. Mhm. Warte, guck mal, es gibt ja die Bibel vorher, dann gibt es die Tora und dann gibt es den Koran. Jetzt kommt irgendwann mal Rewe und bringt ein Geschäft raus. Rewe wechselt irgendwann mal den Namen zu Lidl und sagt dann, ja, okay, jetzt heute Lidl. Und irgendwann mal kommt der Chef und sagt, wir ändern den Namen jetzt einmal ganz kurz zu Aldi. Aber du hast immer noch einen Arbeitsvertrag von Lidl. Kannst du dann später zu Aldi hingehen und sagen, bezahlt mich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Du brauchst nur das Gehirn einzuschalten. Nein. Wir reden. Irgendwann mal heißt der Aldi. Hör mal zu. Ey, stopp. Bitte. Lass mich nur kurz ausreden, bitte. Okay, aber dann mach weiter, weil dein Beispiel macht null Sinn in irgendeiner Form. Das macht Sinn. Wenn du das Gehirn einschaltest, macht das Sinn. Nein, das Geschäft ist immer das Gleiche. Wir haben immer das Gleiche. Du lässt mich noch nicht mal ausreden. Merkst du, dass ich dich mutmache? Muslime kaufen gerne in Aldi ein, ja? Ich möchte als allererstes, dass du mich nicht beleidigst. Habe ich doch gar nicht. Mit Erika und Aldi habe ich dich beleidigt? Doch, hast du mich beleidigt. Du hast behauptet, dass ich nicht Logik kann und dass ich mein Gehirn nicht einschalte. Bitte, ich habe gesagt, wenn du dein Gehirn einschaltest, ja, komm, keine Spielerei. So, jetzt erklär mir, warum ich als Christ Moslem werden sollte, in einer Art und Weise, die man versteht. Weil es der einzig wahre Glaube ist, weil Allah im Koran sagt, wo sind deine Beweise? Er sagt, mit dem Buch ist alles aufgehoben. Das heißt, die Tora ist aufgehoben, die Bibel ist aufgehoben. Ich nehme jetzt einen Stift und einen Zettel, schreibe drauf, das ist die einzig wahre Religion. Ihr müsst nur mir glauben, ich habe die Wahrheit bei mir. Dann ist das meine Wahrheit und dementsprechend musst du jetzt meiner Religion folgen, weil ich komme nach dem Koran und ich habe jetzt die Wahrheit hier aufgeschrieben. Und weil meine Wahrheit, meine eigene Wahrheit bestätigt, ist sie wahr. Das ist dein Argument gerade. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel in einer Surat al-Baqarah, damit du einmal ganz kurz hörst, lass mich jetzt auch ausreden, wie ich verstanden habe. Du lässt mich auch nicht ausreden. Siehst du, das meine ich. Weil du Angst hast, dass ich dich mundtot mache. Nein, rede. Allah sagt auch, ich mache ihren Verstand blind, ihre Sicht blind, ihre Ohren blind und alles was, und ihre Herzen tot. Und sie empfinden nichts, auch wenn du ihnen 100-mal etwas über diesen Vers erzählst. Und damit sind diese Menschen gemeint wie du. Wenn Allah möchte, gibt er dir die Rechtleitung und wenn Allah möchte, gibt er dir nicht die Rechtleitung. Hast du schon mal gehört, was ein zirkulares Flex Reasoning ist? Guck mal, verstehst du, was eine zirkulare Argumentation ist? Nein, wenn du versuchst, die Richtigkeit, hör mal zu, du musst mich jetzt aussprechen lassen. Na klar, gerne. Zugehört. Gerne. Was du gerade probierst, sind zwei Dinge. Das eine, du probierst, deine Wahrheit über deine Schrift zu argumentieren, die selber sagt, sie wahr ist. Das ist ein zirkulares Reasoning. Ja? Das bedeutet, du versuchst über dein eigenes Argument, dein Argument für wahr zu erklären. So, das funktioniert nicht. Das ist in sich ein logischer Trugschluss. Deine Warnung, dass dann Allah, weißt du, ungefähr, also ich habe den Koran zweimal gelesen, gefühlt ist jeder zweite Ayah im Koran eine Drohung gegen die Ungläubigen. Das höre ich schon gar nicht mehr. Genau, wollte ich auch. Also das ist so lächerlich. Das ist überall, das ist überpräsent im Koran. Anscheinend hat hier Mohammed so viel Angst vor den Ungläubigen gehabt, dass er es überall reinpacken musste. So nochmal, wo ist dein Beweis, dass der Islam wahr ist? Und bitte benutze keinen zirkularen Beweis, wo dein eigener Text sich selber belegen will. Das funktioniert nicht. Das machst du doch gerade auch, mein Freund. Jetzt habe ich dich ausreden lassen. Okay. Du machst jetzt gerade eine Sache. Du sitzt im Auto, fährst über eine Straße und hoffst, dass die Polizei rechts und links dich niemals anhalten wird und niemals eine Strafe kriegen wirst. Und du sagst, es werden da auch keine Ampeln und keine Stoppschilder sein. Und ich sage dir, diese Stoppschilder und diese Ampeln werden auf jeden Fall kommen und du wirst irgendwann mal von der Polizei angehalten. Und wenn du dann Glück hast,
hast du noch gerade eine Strafe kassiert in diesseits. Und wenn du Pech hast, gehst du dafür in die Kiste und das ist dann die ewige Hölle. Und jetzt sage ich dir dein Beispiel, so wie du es gerade gesagt hast. Entweder du nimmst den Islam an und du wirst irgendwann mal in Jannah inshallah landen, wenn du natürlich deine Taten nur für Gott gemacht bezüglich hast. Jannah, ich möchte bezüglich Jannah was sagen. Jetzt hast du schon wieder was in den Raum gestellt. Bitte, gerne. Raphael. Gerne. Gib mir eine Minute, ich bin eh gleich fertig, das geht schnell. Ich lasse den Raphael, Matt lasse ich auch reden. Ich will nur kein Durcheinander, ganz kurz. Matt hat etwas gesagt, jetzt hast du von Inshallah Jannah gesprochen. Taufik, in Sure 56, Vers 17, bekommst du im Paradies junge Knaben. Du bekommst Huris, ja, mit großen Augen. Ja, Sure 78, Vers 33. Huris mit schwarzen Augen bekommst du im Paradies. Ja, in den Hadithen, in der Überlieferungskette, bekommst du laut Islam 72 Jungfrauen. Ja, ich bin ganz ehrlich, das ist ein sorry, bitte versteh das nicht falsch. Bitte nimm das auch nicht so auf, wie ich das sage. Ich versuche das nur knallhart zu sagen. Das ist ein perverser Gott eigentlich, der dir diese Sachen zur Verfügung stellt, dass du im Paradies 72 Jungfrauen bekommst und dass deine Palme eine Kraft von 40 Mann hat und du die Palme von 100 hast oder so. Taufik, bitte, im Namen... Darauf antworte ich dir. Na klar. Taufik, im Namen Gottes. Mhm. Wenn du ernsthaft denkst, dass den Gott oder Gott, unser wahrhaftiger Gott, so sexualisiert ist, Bruder, du gehst auf Ewigkeiten verloren. Allah nimmt dir Lasten weg. Guck mal, ich rede. Na klar. Lass mich zu Ende reden, bitte. Aber bleib bei dem Thema. Lass mich zu Ende reden. Wir reden hier vom Märtyrer, alles gut. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Das ist schrecklich. Die Huris leben in Zelten zurück, in Jannah. In Jannah gibt es Zelten, wo Huris leben. Wenn du 56 komplett durchliest, wirst du sehen, und ich glaube 78, Vers 33, wenn du weiterlesen tust, Huris leben in Zelten. Huris leben in Zelten, in Jannah. Und wenn eine Frau im Paradies widerspenstig wird, laut den Hadithen, ja, dann wird Allah kommen und sie zerstören. Guck mal, jetzt bin ich dran. Jetzt habe ich dich auch ausreden lassen. Das mit den Huris, was ist denn schöner? In der Dunja, wo wir jetzt gerade leben, da gibt es doch Frauen. Aber du wechselst das Thema gleich, damit du mich... Lass mich doch meinen Satz zu Ende bringen. Natürlich. Der Satz ist aber ganz schön lang. Ja, damit du verstehst, um was es geht. Deswegen, Taufik, wenn du denkst, dass du Frauen im Paradies bekommst. Also, deswegen frage ich dich eine Kleinigkeit und dann kannst du auch reden, aber dann bin ich auch wirklich für heute echt fertig. Darfst du in der Moschee, 72 Jungfrauen, dürfen da Frauen reinkommen in der Moschee? Ja oder nein? Also du, die Männer und Frauen. Geht das? Frauen haben einen getrennten Bereich und Männer haben einen getrennten Bereich. Okay, aber im Paradies darf man 72 Jungfrauen einfach Nein, warum? Warte mal, guck mal, und jetzt erkläre ich dir was. Und jetzt antworte ich dir genau auf die Frage. Bitte lass mich jetzt. Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, weiß ja ganz genau, wie der Mensch ist. Wir Menschen sind schwach. Du gehst ja auch in eine Diskothek rein. Warum gehst du in eine Diskothek rein? Damit du mit deinen Kollegen da tanzen kannst, eine Perle klar machen kannst, wie man so schön sagt, und die nach Hause abschleppen kannst. Uns im Islam ist es verboten, dass wir andere Frauen misshandeln, schlecht behandeln, die irgendwie auch nur ausnutzen. Ja, ich muss lachen. Entschuldigung, Patrick, lass ihn ausreden. Ausreden lässt man auch einen nicht. Daran merkt man respektvoll. Patrick, lass ihn ausreden. Lass mich ausreden. Ja, gerne. Wir dürfen keine Frauen schlecht behandeln, wir dürfen die nicht ausnutzen für unsere Sexgelüste oder sonst irgendetwas. Und Allah sagt, wenn du in dieser Dunya standhaftig warst, du darfst bis zu vier Frauen heiraten, wenn du die natürlich auch versorgen kannst, aber wir reden von einer Frau. Wenn du diese eine Frau gut behandelt hast, ihr nicht fremdgegangen bist, nicht in irgendwelchen anderen Puffs oder was weiß ich was gewesen bist, möge Allah davor bewahren, dann verspricht Allah dir, dass du später im Paradies diese Huris bekommst, wie du sie nennst. Das sind diese Frauen. Nein, lass ihn Warte nur ganz kurz. Und Allah sagt auch gleichzeitig, sage ich nur eine Sache, die schönste von den ganzen Frauen wird deine Frau sein. Das heißt, die Frau, die du hier im Diesseits gehabt hast, wird auch im Jenseits deine Frau sein. Und sie wird die schönste von allen sein. Das heißt, dass sie nicht eifersüchtig auf die anderen Frauen sein kann. Ist das nicht gerechter als gerecht? Okay, ganz kurz. Stopp.
Wenn ich dir jetzt einen Hadith zeige, wo es ganz klipp und klar sagt, weil die haben einen freien Willen in Jannah, dass wenn die Frauen widerspenstig werden, dass sie von Allah zerstört werden. Das ist Nummer eins. Das, den Hadith gibt es, den kann ich dir zeigen. Nummer zwei. Erstens, wenn du wirklich denkst, dass du 72 Jungfrauen bekommst im Paradies, Bruder, du gehst auf Ewigkeiten verloren. Hör auf, an diese sexuellen Gelüste zu glauben, den Gott, den wir anbeten, da wird es so solche Dinge nicht geben. Das heißt, also, wenn Priester kleine Kinder misshandeln, daran soll ich glauben, oder wie? An diese komischen Pastoren, die sich an kleinen Kindern vergreifen. Darf ich reden oder willst du mir wieder rein? Wir haben mit diesen Priestern nichts zu tun, wir sind keine Katholiken, keine und Orthodoxen. Wir haben mit wir den glauben, Geschichten, die euch auf dem Jesu Christus zu tun. Also hast du es doch jetzt selbst beantwortet. Nein, du hast uns gerade beschuldigt wegen den Kindermissbrauch. Patrick, ich kann nicht reden. Patrick, Männer, lasst mal Flex reden, Flex. Flex, rede mal bitte fertig, dann mache ich das mal kurz. Bitte. Ja, bei Taufik, du unterbrichst mich die ganze Zeit. Wir haben dich alle reden lassen. Auf keinen Fall. Ihr habt immer, wenn ich gesprochen habe, reingesprochen. Ich bin der einzige Muslim, der mit 5 Leuten debattiert. Also heißt das schon, dass ich so gut bin. Sei ehrlich. Hol doch noch 1, 2 Muslime mit und dann gucken wir mal, ob deine Kollegen immer noch überhaupt ein Wort sagen. Nicht ein Ton wird auf einmal mehr gesagt. Lex Maminkasa. Okay? Taufik. Ja, Bruder. Taufik, du scheinst sehr stabil zu sein. Du hast sehr viel Energie, alles schön und gut. Guck mal, ich bin eine sehr offene Person und mit mir kannst du sehr offen reden. Ich werde dich auch ausreden lassen, okay? Ich küsse dein Herz, vielen Dank. Mal sehen, ob du mit mir flowen kannst, okay? Wir debattieren, Bruder. Nein, ich führe eine Unterhaltung, weil du bringst mir was bei, ich bring dir was bei. Mal sehen, okay? Inshallah. Inshallah. Okay, gut. Also. Der sagt Inshallah. Hör mal zu. Also, Taufik. Koran ist das Update, die Vollendung von allem. Ja oder nein? Ja. Gut. Du hast irgendwas von Rewe Lidl gesagt. Du hast gesagt, Geschäft ist gleich, okay, aber gut. Der Name hat sich geändert, oder? Okay, ja. Gut. Dann habe ich eine wichtige Frage. Allah ist derselbe gestern, heute und morgen, oder? Sahih, ja. Also genau gleich, er verändert sich nicht, oder? Auf gar keinen Fall. Gut. Allah ist derjenige gewesen, ne, der mit den Kindern Israels gewandelt ist in der Tora, oder? Wie meinst du das mit Kindern Israels gewandelt? Mit dem Volk Israel gewandelt ist. Er ist nicht mit denen gewandelt. Nein, Allah war schon immer über denen. Nein, sorry. Anders. Die Juden, okay? Allah ist doch der Gott der Juden gewesen, oder? Allah ist der Gott von allen Menschen. Ja, aber Allah war der Gott der Juden wegen der Zeit der Tora. Er ist doch bei den Juden gewesen. Er hat sich doch... hundertprozentig, bis er Propheten herabgesandt hat, die sie ermahnt haben. Genau, okay, richtig. Bis sie ermahnt haben, so. Und die Propheten waren auch alle beim Volk der Juden, oder? Nein, nicht alle. Wer war zum Beispiel nicht bei dem Volk der Juden? Es gab ja erstmal die Bibel, es gab erstmal die Tora, danach gab es die Bibel, die herabgesandt wurde. Das heißt, es kann ja schon mal gar nicht passen. Alle die gleiche Message. Alle das Wort, es gibt nur einen Gott aus Allah. Taufik, du verstehst die Frage nicht. Meine Frage, die ich dir gerade gestellt habe, okay, war es, dass die ganzen Propheten, okay, außer Mohammed, okay, die ganzen Propheten, vor Jesus, ne? Die ganzen Propheten vor Jesus haben ja ihre Offenbarungen, okay? Und die Warnungen, ich gehe gerade mit dir, haben ja die Offenbarungen und die Warnungen alles an das Volk der Juden gegeben, oder? Nein, Bruder Herz, dann liegst du falsch. An welches Volk haben sie denn weitergegeben? Als allererstes wurde es an die Juden herabgesandt. Und dann? Danach kam es, dass es an die Bibel, also die Bibel wurde dann auch an die Menschen herabgesandt, wo auch gesagt wurde, es gibt keinen Gott außer Allah. Okay. Und danach kam der Islam, das heißt und der dann Koran. Kam der Islam. Aber du verstehst die Frage nicht. Meine Frage war, die Juden, der Prophet, die kamen, die Propheten, die kamen. Ja. Okay? Zu wem haben sie gesprochen? Wie, zu wen haben sie gesprochen? Zu welchen Menschen haben sie gesprochen? Die Menschen, zu welchen Menschen haben sie gesprochen? Allah hat immer in diesem Moment einen Propheten herabgesandt, ja, zu dem Glauben, zu wem der jetzt hat, gerade da war. Okay, Allah sendet einen Propheten. Zu wem hat der Prophet gesprochen?
Zu welchem Volk? Zu der Menschheit, die, guck mal, ich erkläre dir, ich antworte dir genau auf diese Frage. Immer wenn ein Volk undankbar war, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Propheten herabgesandt und diesen sozusagen als Ermahnung an die Menschheit geschickt. Genauso wie Nuh a.s., wie Musa a.s. Als zu Nuh a.s. gesagt wurde, spring bitte auf das Boot drauf und bau dieses Schiff. Da haben alle zu ihm gesagt, bist du krank oder was? Wie kannst du ein Schiff? Hier ist doch gar kein Wasser. Okay. Und da hat er sogar seinen eigenen Sohn verloren. Als Ermahnung hat man einen Propheten geschickt, man hat den gesagt und alle haben gesagt, bist du liegst, verrückt? Genau das gleiche wie unser Prophet Muhammad. Du liegst gerade in dem Moment falsch, weißt du wieso? Warum, Bruderherz? Weil das Volk Israel gab es bei Noah noch nicht. Ja, damit hast du dich selber eliminiert gerade. Was redest du gerade? Die Bene Israel gab es zu dieser Zeit. Sie wurden bei uns im Koran als Bene Israel genannt. Forsche den Koran nach und du wirst es warte, sehen. Warte, Taufik. Ich erklär dir, hör zu. Ich bin ganz, alalo, wir reden hier ganz simpel. Bitte, Flex, bitte gib mir diese Zeit, okay? Natürlich. Bitte. Du kannst reden, ich bin ja eh die ganze Zeit. Hör zu. Noah, okay? Noah, weißt du, wie das Volk Israel entstanden ist? Soll ich dir es erklären? Das Volk Israels entstanden, Abraham, Isaac, okay? Isaac hatte zwei Söhne, Esau und Jakob, okay? Jakob hatte 12 Kinder. Diese 12 Kinder sind die 12 Stämme Israels. Danke, durch Jakob. Jakob wurde Israel. Gott hat seinen Namen von Jakob auf Israel gegeben. Noah gab es vor Jakob gar nicht. So. Also damit Noah war Islam, vor Jakob. Damit hat der Islam sich selber Noah war vor Jakob. Erste Sache. Aber das ist nicht schlimm, das ist gar nicht der Punkt. Ich helfe dir gerade, aber das ist gerade nicht der Punkt, worüber wir gerade reden. Jakob war nach Noah. Und Jakob ist Israel und das Volk Israel gibt es seit Jakob. Das ist in der Tora so, das ist in der Bibel so, das ist überall, das ist Fakt. Das kannst du nicht ändern. Das ist Realität. Gut. So, Taufik, ich höre dich nicht. Ich bin immer noch bei dir. So, aber so, das ist jetzt, die Sache ist jetzt geklärt. So, meine Frage war, seitdem ist Jakob, der das Volk Israel, der Beginn des Volkes Israel ist, ne? Die ganzen Propheten sind ja gekommen und dann kam ja Jesus, ne? Jesus hat sich ja auch unter den Juden befunden, ne? Meine Frage war gerade, die ganzen Propheten, die gesandt worden sind vor Mohammed, diese ganzen Propheten haben doch zu dem Volk der Juden gesprochen jedes Mal, oder nicht? Oder sie sind immer unter dem Volk der Juden gewesen, ja oder nein? Oh. Taufik, ich habe dir eine Frage gestellt, bist du da? Die ganze Zeit da. Ich habe die Frage nur nicht richtig verstanden, Bruder Herz. Die Frage ist, die ganzen Propheten vor Jesus, ne? Ja. Die sind doch alle aus dem Volk Israel gekommen und haben zum Volk Israel gesprochen, ja oder nein? Nein. Sicher? Ganz sicher. Welcher Prophet war nicht vom Volk Israel? Wenn ich mir jetzt das Ganze anschaue, dann könnte ich dir die Antwort geben. Da bin ich noch nicht so gelehrt, so wie du. Ich kann dir eine ganz klare Antwort geben. Natürlich. Alle Propheten sind vom Volk Israel gewesen. Alle. Bruderherz, ich glaube nicht daran, sonst hätte Allah subhanahu wa ta'ala zu der Zeit, als die Bibel auch da, warte doch, zu der Zeit, als die Bibel da war, hat Allah subhanahu wa ta'ala ja auch Propheten herabgesandt. Hat er sie da nicht? Das ist doch, was ich dir auch gerade, guck mal, das ist doch meine Frage. Ich bin nicht mal bei meiner richtigen Frage angekommen. Ich baue gerade ein Fundament mit dir auf. Dann bauen wir das Fundament jetzt weiter. Wir bauen das Fundament jetzt auf. Wenn du es nicht weißt, dann sag ich's. Warum hat Allah immer einen Propheten herabgesandt, um die Bene Israel zu ermahnen? Dann sind wir ja richtig. Allah hat einen Propheten gesandt, ne? Und die Israeliten zu mahnen, ja oder nein? Nicht alle Juden, das heißt die Bene Israel. Du tust Israeliten, alle in einen Topf. Okay, dann machen wir das anders. Israel, das Volk Israel, nennen wir sie nicht Juden, okay? Allah hat einen Propheten gesendet, um das Volk Israel zu ermahnen. Nur darum geht's, dass wir ein gleiches Fundament haben. Mhm. Gut, dann haben wir das gleiche Fundament. Jeder hört zu, oder? Gut. Allah hat die Propheten immer gesendet zu dem Volk Israel,
ne? Und die Propheten haben das Volk Israel immer ermahnt, etc. Das ist das Wort von Allah, etc. Oder? Darf ich dir ein bisschen unterbrechen? Es ist nicht alle Propheten, Hud, Salah sind nicht von Jüdischen. Sayyidina Hud, Sayyidina Salah. Also bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Wer? Sayyidina Hud, Sayyidina Salah, Noah, das sind nicht von den Israeliten. Noah ist nicht Noah, haben wir schon geklärt. Jakob beginnt ab Noah. Na, Jakob beginnt Noah, ab Noah ist nicht von den Juden, weil Juden. Ja, okay, aber du hast gesagt, alle Propheten, und du betonst, dass alle kommen von den Juden. Wenn du nicht zugehört hast. Nein, Bruder, er gesagt, hat genau zugehört. Du hast vorhin gesagt, alle Propheten wurden zu den Juden. Wir reden von Jakob. Wir sprechen okay, von Jakob. Ich habe gesagt, ab Salah. Hallo, kann ich okay, bitte. Okay, Salah. Kann ich bitte. Ja, auf? Okay, Salah, Hud sind alle nicht von Propheten, sind nicht Juden. Das ist ein Prophet. Salah, ist der in der Bibel? Nein, ich weiß nicht. Gibt es ein bisschen Anweisung, aber bestimmt nicht. Nein, aber es ist im Koran. Weil sind 100 Fehler. Neba, Hamdi, ja. Wo steht Salah denn in der Koran? Im Koran. Aber steht nicht okay, in der Bibel, oder? Steht kein Salah. Aber du hast gesagt im Koran vorher, nicht lügen jetzt. Ich mag das nicht. Bleib ehrlich. Du hast gesagt, im Koran stehen alle Propheten, die kommen von den Juden. Deswegen aber gesagt, nein, steht Hud ist nicht von den Juden und Salah ist nicht von den Juden. Ich kann die bringen noch mehr. Hamdi. Raphael Weber, ganz kurz. Hamdi, nur zur kurze Info. Keiner, um Himmels Willen, dich greift keiner an. Falls du denkst, dass dich irgendjemand angreift, du hast gerade Ramadan, wir respektieren das, alles gut, keiner greift dich an. Und versteh das bitte nicht falsch. Ne? Also ich lasse den Bruder Raphael sprechen, wenn irgendwas ist, springe ich einfach ein. Alles gut. Lass ihn aber auch ein bisschen aussprechen, okay. Weil Hack ist okay, nicht danke. Vernünftig aussprechen dürfen. Ich bin ganz locker. Ich will nur, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Also, gehen wir nochmal zurück. Noah war vor Israel. Okay? Noah war vor Israel, weil Israel... Vor Abraham auch. Vor Abraham auch, weil Israel beginnt mit Jakob. Mit Jakob, genau. Israel beginnt mit Jakob, okay? So. Wer ist Jakob? Jakob ist der Sohn von Isaac. Ja, ist Israel, ist Jakob der gleiche? Ja, ist derselbe. Dankeschön. Israel, der Jakob ist derselbe. Jakob wurde zu Israel, sein Name hat sich geändert. So, zu Israel. Und Israel hat 12 Stämme. Okay, und genau. Die 12 Stämme sind die 12 Söhne. Dann sind wir uns ja jetzt in dem Bereich, sind wir uns ja jetzt einig, oder? Da sind wir uns alle einig. Gut. Das passt schon. Wir sind ja. So. Und ich habe eine Frage gestellt zu den Propheten, okay? Die zu dem Volk Israel gesprochen haben, ne? Okay? Die zu dem Volk Israel gesprochen haben. Ich habe die Frage gestellt, diese Propheten haben alle zum Volk Israel gesprochen. Dann habt ihr gerade gesagt, nein, außer diese zwei Namen, die ich persönlich nicht kenne. Okay? So. Außer diese zwei Namen, die ich nicht kenne. Der Rest, die haben alle zum Volk Israel gesprochen. Es ging nur um dieses Fundament. Wir sind hier nicht in einer Debatte. Das ist gerade nur ein Fundament. Jetzt müssen wir auch noch etwas in den Raum stellen. Vielleicht können ja Hamdi uns eine Antwort geben. Der Gott, der in der Tora... Darauf wollte ich gerade kommen. Lass mich den nur machen und dann kannst du weiterreden. Der Gott, der ja in der Tora, also wenn Allah schon immer existiert hat, ja, dann kommen wir jetzt mal zum Endschluss, ja, zum Endspurt, ja. Der Gott, der gesprochen hat in der Tora, wie hieß er denn? Weil laut dem Judentum ist es Yahweh, ja. Laut Christentum Yahweh. Dann kam ja 600 Jahre später Allah. Ganz kurz, Hamdi, ganz kurz, bitte. Ja, weil es ist ein bisschen falsch, aber okay, darfst du weiterreden. Das werden wir gleich sehen, ob es falsch ist oder nicht. Werden wir ja gleich sehen. Alles gut. Wir müssen ehrlich sein, ja. In der Tora, im Judentum, ja. Da können wir sogar 6 Rabbiner bringen, die das auslegen, dass der Gott, der da gesprochen hat, Yahweh heißt. Das sagen sogar die Juden selber, ja. Flex. Mit Respekt, das stimmt nicht. Die dürfen nicht einmal Yahweh erwähnen. Die sagen El Shaddai, die sagen Aluka, die sagen Elohim. Yahweh, keine Jude sagt Yahweh.
Und Jesus selber, Neues Testament, sagt auch nicht Jehu. Meine Augen, Alter. Nee, das nervt mich. Also, ja, Jehu ist nicht sein Name, weil es verloren von den Juden 300 Jahre vor Jesus haben. Ja, darf ich bitte erklären? Der Flex hat was gesagt. Ich war noch nicht fertig. Betrifft Jehu jetzt. Okay, passt. Entschuldigung, weiter, ja. Okay, okay, weil ich war noch nicht fertig. Also, wir könnten sogar einen Juden hier reinbringen, der würde sogar das bestätigen, was ich gesagt habe. Bitte, Raphael, stimmt das, was ich sage, oder liege ich falsch? Also, 2. Mose 3, 3 bis 15. Okay, Yahweh. Kannst du das bitte aufschlagen? Nicht, das heißt, wir lügen. Doch, Raphael, und wir müssen sogar auch ehrlich sein, haben die, das ist jetzt nochmal eine ganz, ganz klare Sache auch für dich. Die Juden glauben an die Tora und automatisch glauben die an Yahweh. So, jetzt bringe ich den Vers, damit das nicht heißt, hey, das stimmt nicht, weil das Alte Testament, daran glauben die Juden. Da kommen wir nicht davon weg. Das ist ein Fakt, dass die Juden... Ich verleugne das. Keiner verleugnet das. Ich verleugne das. Zweiter Mose 3. Warte ganz kurz, Bruder Herz. Ich muss das selber aufschlagen gerade. Ganz kurz. Jetzt machen wir einen ganz kurzen. Darf ich was kurz erklären? Nur kurz vielleicht. Ich bin mir sicher, dass jeder, der Wissen hat, der wird das sagen. Ja, stimmt. Hör mal. Achso, die Juden. Welcher Mose, Raphael? Also, es gibt 2 Mose, okay? Welche Mose bitte? Weil er möchte auch reden. Fang erstmal bei 2. Mose 3, 13 bis 15 an. Okay, warte ganz kurz. 2. Mose, Kapitel was? 3. Das war Kapitel 3, 3 Vers? 13 bis 15. 13 bis 15, ja genau. Okay. Kannst du bitte vorlesen? OPD-Übersetzung. Mach Deutsch, Schlachter, wie ist egal, ist dasselbe. Ist egal, mach Deutsch, ich habe Hebräisch vor mir. Du kannst Hebräisch genauso lesen. Bereit? Okay. Ich lese vor, genau. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Das ist ein ganz klarer Vers. Weiter. Und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich denn sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, wie ich bin. So. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen. Genau. Und wenn wir... Weiter. Ich kenne das auswendig sogar. Ich stehe dort, ich bin, wer ich bin. Das Escher, Ehe, Escher. Geh weiter. Okay. Ich werde sein, der mich zu euch gesandt hat. Und Gott sprach weiter zu Mose, du sollst zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter. Und so spricht nicht Allah, weil Allah sagt das niemals. Plus, es geht noch weiter, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams. Das sagt Allah auch nicht. Und jetzt geht's weiter. Ja. Warte, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, ja, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, Geschlecht zu Geschlecht. So, aber haben die... Warte, ich möchte, dass du noch einen Vers liest. Merkt euch, dass so viel geredet habe. Ich möchte, dass du noch einen Vers liest. Okay. Ein Vers. Okay, ich gebe euch jetzt von einer Jude direkt und höre zu, was er sagt. Na bitte, Raphael. Handy, du kannst gleich reden. Raphael, ich kenne diese Verse alle. 2. Mose 6, 2 bis 3. Lies mal bitte 2. Mose 6, 2 bis 3. Bitte nur den Vers und danach kommen wir auf meine Frage und dann können wir ja weiter. 2. Mose was? Kapitel 6? 6, 2 bis 3. Okay. Kannst du bitte deine Zuschauer, haben, vielleicht sag dann bitte so ein leise sein und nicht meine Mutter beleidigen und meine Eltern beleidigen, sind weiter gestorben. Verstorben und keiner beleidigt meine Mutter. Okay. Bitte nicht deine Mutter beleidigen, ey, hört auf damit. Raphael, ganz kurz bitte, ganz kurz. Leute, an die christlichen Brüder und Geschwister, ich flehe euch an von ganzem Herzen, bitte, keiner beleidigt. Ihr merkt, der Hamdi ist auch locker, ne?
Der spricht auch ganz entspannt gerade, der schreit ja nicht hier rum oder so. Deswegen, Leute, bitte lasst uns einfach bitte alle respektvoll sein. Ich flehe euch wirklich an von ganzem Herzen, bitte alle anständig sein. Nein, Kommentare können ruhig anbleiben, alles gut. Nur, ich möchte nur, dass die christlichen Brüder und Geschwister einfach bitte nicht beleidigen. Bei allem Respekt. Keiner soll beleidigen. Bitte. Die haben gerade Ramadan und wirklich, ich flehe euch an, ne, einfach nicht beleidigen, denn ist alles okay. Er ist auch ganz entspannt, ne, alles gut. Ich meine, er hat es ja gerade selber erwähnt gehabt, dass seine Mutter verstorben ist und bitte, jeder, der hier drin ist, bitte nicht an auf die Mütter gehen oder so. Das ist nicht so schön. Ne, Leute, bitte, bei allem, wirklich bei allem Respekt, ne? Ich küsse doch eure Herzen, Leute. Hamdi, bevor ich jetzt diesen Vers weiterlese, möchte ich bitte, dass du mir eine Sache sagst, und das ist wirklich sehr, sehr, das ist nur, du musst mir nur den Namen geben und dann lese ich jetzt, okay? Also Hamdi, die Juden, wie haben sie Gott genannt, bitte? Kannst du mir nur einen Namen geben? Gib mir auch zwei, das reicht mir. Kannst du es mir bitte geben? Ich muss den Vers bitte lesen. Ganz kurz, El Shaddai, Elohim. El Shaddai, und was noch? Ja, und der nächste, El Shaddai, Elohim. Elohim, okay, das reicht. Okay, passt. Da gibt es noch einen Namen, sehr wichtig, die benutzen okay. Das, die Rabbine ist Aluka, wie Allah. Ja. Die sagen sogar, das kommt Elohim, von Allah. Elohim passt. Elohim und El Shaddai. Okay, Flex, kannst du bitte... So, ganz bitte? Kurz, Raphael, bitte, bitte, Mepaucho, eine Sekunde, Mepaucho. Wenn... Im Alten Testament, ja, wenn ihr sagt, dass euer Gott ja schon immer da ist, ja, dann müsste euer Gott in den 99 Namen, also Allah, dann müsste der Name Elohim auftauchen bei euch. Aber das gibt's leider bei euch nicht. Somit fällt der Islam komplett hier schon mal raus, dass der Islam mit diesem Gott nichts zu tun hat. Weil hier sprechen wir von der Tora, wo auch selber was die Juden glauben. Ja, so, aber euer Gott, also von den 99 Namen, er trägt den Namen Elohim nicht. Somit fällt ihr komplett raus. Komplett. Ja. Okay, aber ich lese den darf Vers. Ich, darf ich was sagen? Nein, nein, du hast so viele Argumente, darf ich? Schau, ich antworte mit einem Jude, was er sagt. Hör zu, bitte. Sei offen dein Herz, wie ich geöffnet habe. Mach mir bitte okay. Kurz so groß. Und schau, was der Jude sagt. Es ist nicht meiner Wert, eine Jude. Mach bitte, ja, ja, ich bitte dich, dass du mir groß. Okay, vielen Dank. Wir hören dir zu, wir hören dir zu. Alles Flex, gut. Alle finish gut. Nur. Ah. Okay, okay, Nyonkasa. Nyonkasa. Dieser Jude, ja, dieser Jude, der da redet, wer ist dieser Jude? Moment, ist ein Arabin. Nein, was ist Jude? The name itself is not the devil, is not a pagan idol, is not the moon god, as evangelical Christians have been propagating for decades. This is a very, very sick cult, by the way, and their idiocy is quite redundant. I mean, I can't even imagine if people would actually teach themselves these things and flatter themselves with these things, and at the same time claim to... Okay. Was hat er denn jetzt gesagt? Ja, ich warte, bis Hamdi fertig ist, weil ich möchte... Ja, Moment. Moment, weil das meine Kleine ist aufgestanden, deswegen. Was der Ramadan, bist du so? Kann verzeihen, Stress, bitte. Also, er sagte hier, Kleins, das ist eine Rabbinische, der Sohn von einer Rabbin auch, er sagt hier, okay. Die Evangelistin, Peter, keiner nimmt das böse, er sagt, die Evangelisten sagen immer, Mongo, das ist nicht der Gott, sagt er, erklärt jetzt und sagt, das stimmt nicht, und hör zu jetzt hier. Schau das an. Das ist der Gott, hör zu bitte. This in Hebrew means, well, without the, well, see, that's the thing. Without the vowels, because the dots, the nikud, the dots, are the vowels, right here, these are vowels beneath the letters, indicate how the is God in Hebrew. Now, with this, with these two right here, with these two vowels, this is the Fatah Sagol, Fatah Sagol. This would indicate that this would turn the word God, which without these vowels, it would be God, Ela. Now it would be Olo. Olo. Okay. Okay, und jetzt Flex. Flex, darf ich mal mit einem echten jüdischen Professor kommen? Hey, Arabic but broken up, so that way each letter is given its position. This is Aleph, this is Lam, this is Lam, this is Hen. So, Allah. Okay, now this right here, Allah in the Arabic script, this is how it would become rendered in the Hebrew rendition. That way, Allah in Hebrew would be
Alif, Lamed, Lamed, He. Okay. Now, how do we get this? Which this right here is, this basically okay. means cursed. And habt ihr gesehen? Danke, dass du mir groß gemacht hast. Hast du selber gehört? Er erklärt das mit dem Buchstaben, jüdischer Buchstaben, und sagt, das ist das der gleiche Gott. Und ihr sagt selber, dass die Christen versuchen, die das zu verleugnen, aber das stimmt nicht. Danach sagt er sogar, die Christen beten nicht Jehovah, den gleichen Gott, was wir mit den Muslimen machen. Das ist seine Worte, danke schön. Also sind wir uns beide einig, dass er gerade Aloho gezeigt hat, richtig? Aloho, die ohne Vowel heißt Allah. Okay, gut. Ey, kann ich bitte... Okay. Kann ich ja, bitte ja. zu Ende okay, reden? Dann mach du, Raphael. Bitte, weil eigentlich Raphael, bitte. Flex. Ey, Mark, ja. Was willst du zeigen? Okay, ich werde mal zeigen, dass Jahwe erstmal der Name ist. Okay, den zeig, die Juden warte. Benutzen. Das wollte ja. ich auch machen. Mach mal und kurz. Das zweite, ja, und das zweite ist, dass eben, nur weil sich ein paar Buchstaben in der Schriftform etwas ähneln, ist es nicht gleich dann die gleiche Bedeutung. Also wir haben hier den Daniel Koch Malik, der ist Professor an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Ja, und er sagt hier, in allen angeführten Stellen wird vom Namen Gottes gesprochen, er wird aber nicht ausgesprochen. In der Bibel steht der ausgesprochene Name, das Shem HaMeParash, ich kann kein Hebräisch, das Jahwe, allerdings 6828 Mal, und das ist bei Weitem der häufigste Eigenname. Und als Bestandteil steckt er zu dem in unzähligen das ist Zeugnis Jehovas. Warum bringst du von Zeugnis Jehovas? Das ist von Zeugnis Jehovas. Also. Das ist peinlich. Also. Sie ist von Zeugnis Jehovas. Warum bringst du von Zeugnis Jehovas? Du glaubst an denen nicht. Haben die ganz kurz. Mart, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich brauche keine Professoren. Ich zeig nur Bibel. Ich brauche keine Professoren. Das ist in Ordnung, aber lass mich kurz aussprechen. Ich war jetzt lange wirklich still. Haben die nein, das ist nicht von den Zeugen Jehovas, sondern das ist ein Professor, ein jüdischer Professor an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. In Heidelberg, das ist kein Professor. Heidelberg. Ja? Nur, dass du das richtig und nur weil Jehoshua der Name ist, sind das nicht die Zeugen Jehovas. Da musst du ein bisschen aufpassen und richtig zuhören. Ja, sorry. Einfach nur mal, ja, Jehoshua ist nicht Jehova. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, Jehoshua ist eigentlich der Name von Jesus. So. Und das zweite Argument, wenn du da nicht einfach nebenbei. Ganz kurz, nur mal nebenbei. Wenn du da irgendeinen Typen auf YouTube, der irgendwelche Zettel in die Kamera hältst, als Beweis haben willst, dass Jahwe gleich Allah ist, und wir wissen, dass Jahwe der Eigenname ist, und Allah, wir haben allein in eurem Glaubensbekenntnis, es gibt nur einen Gott, Allah, dort ist Ilah Allah, dort ist der Eigenname Allah drin. Und wir wissen, dass bei uns der im Hebräischen der Name für Gott Jahwe ist, Gott aber Elohim ist, dann ist Allah Elohim und nicht Jahwe. Und das ist sauber erarbeitet. Das ist nicht einfach irgendeiner, der da ein Zettelchen in der Kamera hält und irgendwie versucht, weil die so ähnlich aussehen wie Buchstaben, sollen das die gleichen Buchstaben sein. Nein. Das schon, dasselbe. Hör mal. Meine Cousin sagen Allah. Bitte nicht philosophieren. Okay, ich bitte dich. Nicht ein Professor, vielleicht hat er Hass auf Islam, keine Ahnung. Jeder sogar... Tobi Singer sagt den gleichen Gott. Jetzt habe ich dir gezeigt, sogar ein Jude. Bitte, Moment. Nein, ja. Wissen wir schon. Immer, der euch immer widerlegt, der sagt, hör mal, Tobi Singer sagt das. Ich habe dir gezeigt, dass ein Junge von einer Rabbine, er sagt, ist die gleiche Allah, wie Buchstaben, wie das, wir sagen das, Aluka, der gleiche Gott stammt von dort. Aber er sagt selber, ihr betet nicht Jehova. Ihr betet an drei falsche Gott, das wir nicht kennen. Hamdi. Matt, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Ja. Du bist ja an deinem Computer, ne? Ja. Geh mal bitte auf die Blue Letter Bible. Gib mal ein Blue Letter Bible, weil ich möchte euch im Hebräischen zeigen, was da wirklich drin steht, okay? Weil mich interessiert nicht, was dieser jüdische Professor da gezeigt hat. Ne? Ich zeig euch, was Bibel drin steht, okay? In originale Kontext mit der originalen Sprache. Geh mal drauf. Gib mal ein.
Andi, kannst du discuss? Nein, weil ich lasse das Tischchen nicht so. Hör zu. Moment. Ja, bleib mal Respekt wirklich. Hör zu, was dieser Rabbin sagt. Hallo, mach mal bitte stumm. Ich zeig dir, was in der Bibel steht. Okay, Moment. Dann zeigst du mir so, wie du willst. Bitte, ich bitte. Schau, was er sagt. Dieser Rabbiner sagt. Achso, der interessiert dich nicht. Okay, pass. Dieser Rabbiner sagt. Hallo, Andi. Okay, pass. Mir eine Antwort geben. Alles gut. Gleich kannst du mir eine Antwort geben. Ganz simpel. Gib mal bitte ein. Zweiter Buch Mose 6. Okay, welcher Vers? Also, geh mal auf Exodus, geh mal auf 2 drauf. Wir sind hier. Klick drauf, du kannst draufklicken. Okay. Du kannst da eigentlich draufklicken und dann wird es dir, das Hebräische wird dir gezeigt. Das Hebräische? Ja, das Hebräische müsste dir da eigentlich gezeigt werden. Ja, das muss Hebräisch sein, beim Blue Letter Bible. Genau wie Red Letter Bible auch. Bei Blue Letter Bible geht's auf Hebräisch. Okay. Da muss gehen, weil ich hab's auf meinem Handy, es geht. Drück mal auf Tools. Drück mal drauf. Egal, wenn du es nicht hinbekommst, lese ich es dir vor. Also, dann kann jeder nachgoogeln, ob ich lüge oder nicht. Also, ich bin in der Blue Letter Bible, okay? Lies mal. Da steht, haben die, bist du gut in Englisch? Das ist Hebräisch, geht, oder? Ja. Wo ist Hebräisch? And I have also stabilisiert my covenant. Kannst du gucken, ob du es auf Hebräisch findest? Ja doch, das müsste Hebräisch sogar geben. Da muss Hebräisch drauf sein, mit Englisch zusammen. Wenn ich meine Kamera hier zeigen könnte, könnte ich sie auf meinem Handy zeigen, aber... Geh auf Tools. Siehst du das? App and Tools. Ja, irgendwo muss Hebräisch sein. Warte mal. Egal, für die Leute, damit die nicht zu lang warten müssen. Ich lese es jetzt vor, okay? Hallo. Ich lese es jetzt vor. Matt, lass einfach. Ja, lies mal vor. Ich lese mal vor, okay? Also. Zweiter Buch Mose 6, okay? Ich lese es auf Deutsch vor, damit jeder hier drinnen versteht, weil ich glaube, die meisten Leute sind hier aus Deutschland, okay? Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, okay? Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Okay? Das steht so in der Bibel. Okay? Gut. Das Wort Herr im Hebräischen, okay, steht für Jehova. Im Hebräischen, danke. Ich bin... steht im Hebräischen als Haya, wird als Haya buchstabiert. Das Wort Herr im Hebräischen, Haya, Jehova, genau gleich. Ich bin ist Jehova, okay? Danke. Ich bin ist Jehova. Warte. Ja, das weiß ich. Gut, das weiß ich. Der Name Ich bin ist Jehova. Gut. Das heißt, in der Bibel steht ganz klar, okay, ich lese den Vers nochmal vor. Und Gott redet mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, okay, Jehova. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Der Allmächtige steht für Shaddai. Richtig, Shaddai, danke. El-Shaddai, richtig. Dazu. Der Gott Allmächtige heißt Shaddai, da liegst du richtig. Aber mit meinem Namen Jehova habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Okay? Richtig. Stopp. Aber ich habe mich Mose so offenbart und Mose soll den Israeliten sagen, dass sein Name Jehova ist, weil wenn du Vers 3 von 13 bis 15 guckt, da steht, das ist mein Name ewiglich,
Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Und das für immer. Und ich muss, okay, noch, ich muss noch was hinzufügen. Und dann kannst du weiterreden, Raphael. Ich mache mich noch ganz kurz groß. Was man noch hinzufügen muss, ja, das ist eine klare Sache. Ja, haben die, auch für dich haben die. Der Talmud hat mit der Bibel keine Gemeinsamkeit. Der Talmud hat mit der Bibel nochmal keine Gemeinsamkeit. Weil die Rabbiner, ganz kurz, die Rabbiner, die den Talmud geschrieben haben, haben nie den Heiligen Geist empfangen und somit schon ungültig, weil die was mit der Bibel keine Gemeinsamkeit haben. Na, aber die Juden beharren auf Talmud. Aber warte mal, warum sagst du Talmud hatte? Ja, ich gehe raus, Alex, danke, dass du mir angenommen hast. Nein, nein, lass mich keinen ausreden. Dann lass mich ausreden dann. Ich rede mit Alex, ein Argument gebracht. Gut, ich habe nicht. Flex hat ein schönes Argument gebracht, ich muss ihm nur fragen. Flex. Warum sagt der Talmud, gehört nicht zu den Juden, er lehnt das ab. Ich kann ihm verstehen, weil gibt es viele Sachen drinnen, über Jesus a.s., über Maria, gelogen und auch über dich und mich, sagen, dass wir stammen von Sperma im Pferd. Verstehst du, was ich sage? Dass die Frauen, unsere Frauen, die nicht Juden, sie gehören bla bla bla, Punkt, Punkt. Ich habe den Talmud gelesen und sag, ich weiß, wer, sagt auf der Talmud, meinst du, gell? Talmud, ja, schlimme Sache über Jesus, sagen sie. Sagen, dass genau. Jesus, sein Vater ist mit Bandera. Ja, ich verstehe. Ich lehne das ab auch. Weil genau. Sie sagen, Jesus ist von einem Sucht- und Suchtkind. Verstehst genau. Du, das lehne ich total ab. Und sagen, ja, Maria war sie, Audhu Billah, verstehst du? Mhm. Aber die Frage hier, die Juden aber akzeptieren Talmud. Warum? Weil die sagen, Talmud, das ist eine nicht Buchstabe geschrieben, sondern eine Offenbarung spirituell von Gott zu Jesus. Entschuldigung, zu Moses. Deswegen glauben die daran. Aber ich lehne das ab auch, kein Problem. Andi, kann ich mit dir reden jetzt? Kann ich jetzt mit dir normal reden? Okay. Ja, wir reden hier normal. Ich bin ein lieber Mensch. Also sind wir uns einig, okay? Dass der Name Jehova wurde Moses offenbart. Ja oder nein? Schau her. Ja. Jehova? Moment. Jehova, ich kann dir von meinem Wissen, ich kann sagen, falsch liegen. Die Juden vor 300 Jahren, 200 Jahre vor Jesus, haben die Angst vor dem Namen Jehova. Ja, der Name echt Gott. Dann haben die Jehova, ich stamme von Elohim und Adonai, glaube ich, und haben die dieses Buchstäble. Die sagen nicht sogar Jehova. Okay? Die sagen die Frage war, von wem hat er die Offenbarung bekommen? Von dieser Name Jehova, der Name Jehova Yahweh ist für einige die sagen diesen Namen nicht, aber dieser Name, das ist der Name, okay, das ist, man nennt das auch Ehrfurcht, okay, das ist der Name, okay, den Gott zu Mose gesagt hat, das ist mein Name, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, so heiße ich. Die Juden oder Israeliten, die können davor Angst haben, wie sie wollen, aber in den Büchern steht schwarz auf weiß drinne, dass es der Name Jehova war. Gut. Ich verleugne das nicht, aber was bedeutet Jehova? Jehova bedeutet the existing one. Der Nein, ich muss dir widersprechen. Keiner weiß die Bedeutung von dem. Es ist verloren gegangen. Ist the existing one. Guck nach. Ich weiß, dass der existing one, aber die Juden sagen, das ist der Tafsir, das ist von den Christen, aber die Juden, die sagen, wir dürfen das nicht einmal sagen. Zeig's mir ein Arabin, sagt Jehova. Zeig mir, es gibt keinen Arabin. Die sagen Alukai, Al-Shaddai, Abjad. Wusstest du, dass Jehova Englisch ist? Schau, du hast recht hier. Du hast recht. Weil die Juden, oder nicht die Juden, sag mal. Die Israeliten, sag nicht Juden, sag die Israeliten. Moment, okay, die sagen J,
ha, wehe. Aber leider, die Christen, okay, ihr allein denen ab, die Zeugen Jehovas, haben die den Namen Gottes verfälscht, haben die umlaut gegeben. Jehova. Auf okay. einmal haben die ein A drinnen und dann O drinnen und noch ein A. Um das so ausspricht, aber das ist der Tetragrammaton, die vier Buchstaben, die heilig, die Juden, die dürfen das nicht aussprechen. Okay, aber danke. Warte kurz. Okay, ich muss kurz was hinzufügen. Warte kurz. Also haben die, das, du hast ja gerade selber gesagt, J-H-W-H, ne? J-H-W, ja. Ich habe dir gerade ein Bibelvers gezeigt, wo Gott, wo J-H-W-H zu Moses gesagt hat, sag denen, ich heiße J-H-W-H, oder? Ist auf Griechisch, Entschuldigung, auf Hebräisch, kannst du bitte Kontext auf Hebräisch, genau dieser Text. Shalom zusammen, Gottes Segen. Hört man mich? Ja, da steht, ich bin. Ich bin, wird umgeschrieben als J-H-W-H, the existing one. Aber nein, ich bin ist auf Hebräisch, Asher, Ehiye, Asher, Ehiye. Ehiye, Asher, Ehiye. Steht nicht Jehova. Ehiye, Asher, Ehiye. Guck mal. H-A-Y-A, ne? Hast du, ne? Du hast so, da steht, da musst stehen, H-A-Y-A. Das meinst du, ne? Zugefügte zwei Umlaute oder drei Umlaute. Dieses H, A, ja, das, was du gerade diese He, Je, ne? Guck mal bitte, genau. Wie das im Hebräischen geschrieben ist. Achte mal bitte auf die hebräische Schrift. Achte bitte auf die hebräische Schrift. Ey, Flex, ich schick dir ein Bild, okay? Auf WhatsApp. Guck mal, ob du das groß bekommst, okay? Ich schick dir ein Bild. Guck mal bitte, ob du das groß bekommst. Bruder, mach doch einfach deine Kamera an. Ich hab meine Kamera, geht nicht, ich bin noch nicht dafür qualifiziert mehr. Oh, okay, warte. Ich hab dir gerade ein Bild geschickt. Guck mal, ob du das groß bekommst. Weil so wie ich bin geschrieben wird, ne? So wird Jehova auch geschrieben. Okay, ich mach das jetzt kurz, Moment. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. So, dann gucken wir mal. Wo haben wir denn das Bild? Ah, da haben wir es doch. Ja, bitteschön. So, jetzt. Oh, scheiße, geht auch nicht. Hier. Also, ich habe aufgeschrieben, hier. Hier. 2. Mose 6, 2 bis 3. Das Wort Gott Elohim, das Wort Allmächtig, steht im Hebräischen Sadai. Das Wort Herr in Hebräischen Jehova. Shaddai, Shaddai, ich habe es falsch ausgesprochen. Shaddai, gut. Das Wort Herr in Hebräischen, Jehova, the existing one. Ich bin in Hebräisch, Haya, guck mal, wie es geschrieben wird. Das Wort Herr in Hebräischen, guck mal, wie es geschrieben wird. Guck, das ist dasselbe. Ich verleugne das nicht, Sir. Okay, gut, dann sind wir uns das ist dann, ein richtiger Schlag ins Gesicht. Warte, nein, das ist kein Schlag. Zu meinem Gesicht? Guck mal. Das steht ja da drin ganz klar. Ja, aber ich verleugne das. Ich weiß das. Vielleicht, wenn ich das, den Namen Yahweh studiert habe, vielleicht Flex, warst du noch nicht Christ. Ich weiß das alles, was du mir erzählst. Ich habe nie gesagt, Raphael, er lügt. Ich weiß, deswegen, Raphael, wer bestätigt, was ich gesagt habe. Aber gesagt, der Name Yahweh, haben die das von zwei Namen und da bestätigt sofort. Das stimmt. Also, richtig. Also sind wir uns, Andi, wir sind uns einig, dass. Ja, Gott zu Mose gesagt hat, so heiße ich und das steht so in der Tora. Ne? Wir sind uns einig. Also okay, wir müssen darüber reden. Jetzt muss ich aber meinen Endschluss bringen. So, und jetzt ganz kurz. Die Frage, also willst du das jetzt, soll ich weitermachen? Du kannst gleich wieder übernehmen, ich will nur noch den Endschluss bringen, ja. Also, der Endschluss der ganzen Sache ist, hier spricht kein Allah. Allah war in der Zeit nicht da. Wir sehen hier keinen Allah. Nicht mal in der Tora sehen wir Allah. Alles gut. Schau. Okay. Daher spricht nicht Jesus. Es steht nicht dort Gott 3 in 1. Also wenn du kommst mit dieser Worte, da komme ich auch mit anderen. Wir sprechen gerade vom Vater. Ja, vom Vater. Aber Vater im Alten Testament hat nicht gesagt, ich bin 3 in 1.
Wenn man in die lass mich bitte. Aber ich wollte mein Wort zu Ende bringen. Also sag zu Ende, sag zu Ende. Genau, es geht darum, wenn Allah existieren würde in der alten Torah, dann würde er was in den 99 Namen, diese Namen besitzen. Aber Allah besitzt diese Namen nicht, somit fällt Allah weg. Allah war in der alten Torah nicht existent. Okay, das ist deine Wünsch, okay? Ich verstehe dir. Nee, aber, du glaubst nicht daran, ist alles gut. Aber okay, jetzt zeigst du mir ein Alter, dass denn, damit das Gott diese Namen ja. hat. Fleck, schau, du hast ein Argument gebracht gegen Allah, lass mich in mein Argument schauen. Also, wenn du das sagst, dann sagst du dir, okay, dann bring mir von Alten Testament Moses, Amos, egal welcher Prophet, die Kleine oder die Große, hat gesagt, Gott ist 3 in 1. Du kannst nur philosophieren, am Anfang war, bla 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 und das Ganze, ja, aber steht Andi, nicht so. Also, du verlangst von mir etwas, das nie damals bei dir existiert. Andi. Und der Neue hey, Testament, ihr Lieben, Flex, ihr Lieben. Flex, darf ich mal da einsteigen? Warum alle einsteigen? Ich bin ein Zug. Lass mich ausreden. Fertig, bitte. Flex, okay. Du hast mir versprochen, dass wir reden Friede. Flex, jetzt, alle wollen da einsteigen und darf ich und darf ich. Schau, also, okay. Nochmal, wiederhole mich. Also, du hast das gesagt, ich kann auch von dir was verlangen, dass du nicht einmal findest. Aber, Handy, du warst wie weiß mit mir ich mir? Handy, okay, alles gut. Mir alles gut. Lass ihn ausreden, weil wir bleiben trotzdem beim Thema. Okay, wir bleiben beim Thema. Schauen, wenn du sagst, Elohim und so, deswegen sag ich, ihr glaubt nicht an Yahweh. Warum? Ganz einfach. Ich habe euch gesagt, sogar Arabiner, die sagen ja, Aloka kommt von Allah und die Muslime beten den gleichen Gott. Ihr wolltet das nicht haben? Das ist euer Problem. Noch dazu, okay. Zeig's mir in 22,7 Manuskripte, 22.000,7 Manuskripte, Lateinisch, Griechisch, egal was, Yahweh, du findest das nicht. Und gib mir, dass ich jetzt gesagt habe, der Name Gottes ist hier, aber sogar Jesus und Johannes sagte, du hast mir deinen Namen, so irgendwas ein Geheimnis, Martha kann das sicher, weiß das, ein Geheimnis, ich habe denn dieser Name gepredigt. Ja, welcher Name? Du kannst nur philosophieren, aber okay, es hat nie gesagt, der Name okay. Gottes ist hier, steht im Neuen Testament nicht. Beweise es mir von Neuen Testament, steht hier, bitte. Ganz kurz, okay, alles gut. Wir sprechen aber gerade, deswegen mache ich jetzt ganz kurz Redezeit, damit ich auch mein Wort ausführen kann. Wir bleiben trotzdem weiterhin beim Thema, Hamdi. Wir springen jetzt nicht zum anderen Thema. Wir bleiben dabei. Okay, ganz kurz. So, wir bleiben dabei, Hamdi. Wir werden jetzt nicht wieder zum anderen springen. Ja, warum das, warum dies? Wir bleiben jetzt bei dem, was ich gesagt habe. Wenn Allah existieren würde, ja, wir springen jetzt nicht vom Thema. Wenn Allah existieren würde im Alten Testament, dann würde er diese Namen in seinen 99 Namen, die er hat, würde er tragen. Das heißt also, Allah war nie existent. Warum? Weil Allah von den 99 Namen diese Namen leider nicht hat. Und das ist ein Fakt. Ja. So, ich gebe mal weiter an Raphael und dann passt das. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Allah diese Namen nicht trägt. Ganz kurz, wie kann ich das jetzt beenden? Ich beende das hier. Ganz kurz. Okay. So. Hallo. Okay, er hat ein Argument. Du kannst jetzt 2, 3 reden und ich habe dir mal ein Argument. Bitte, Andi, ich bitte euch. Andi, antworte. Okay. Okay. Ich antworte. Antwort, also, du hast gesagt, okay, danke. Du hast gesagt, schau, ich gebe euch nur Beweise. Du kannst reden, Alex, so viel du willst von deinen Gelüsten. Das ist kein Problem. Jeder verteidigt seine Position. Kannst du mir bitte kurz groß machen, bitte? Nur kurz. Und hör bitte hoffe, die Rabbiner, die selber verantwortlich. Ich bitte, ein Thema, klar, ich werde nie Angst gehen. Du kannst Hamdi, warum soll ich, alle haben mit mir geredet und ich weiß, ich bleibe immer in meiner Themen. Aber nur, sei geduldig bitte mit mir. Mein Chance. Ja, und ich bitte euch, das Moment bitte. Danke für das Geduld. Das mal. Nur hören. Das ist ein Rabbin. Matt, kannst du dich bitte stummen? Du bist so laut, bitte, wirklich. Du atmest so laut. Ich weiß, du hast ein Problem mit deiner Käfer. Möge Allah die heilen und rechtleiten. Would you care to mention anything? Yeah, I did before, I'll do now also. Allah is taken from the name from Alaka. Alaka, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. Bitte, warum redet ihr? Okay, schönen Abend. It's a paradox. Es ist wirklich, ihr bringt, nein, es ist nicht in Ordnung. Schau, du bringst mir Argumente von Bibel, diese Leute sind Jude, er weiß, von was redet. Und jetzt sagst du mir schon, ja klar ist der Rabbiner.
Ja, klar, ist eine Rabbine, ja, ist nicht ein Monster. Bitte lass das bitte fertig, ich bitte dich. Ah, Alakad, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. Stop. We believe in the same God, the one God. The same God as the Arabs. Also, okay. Du hast nicht den gleichen Gott. Wir haben den gleichen Gott. Ganz Andy, einfach. Okay. Andy, mehr Beweise geht Andy, nicht. Andy, Flex, kann ich bitte, kann ich kurz mit ihm falsch reden? Ich will was sagen, dann kannst du weiterreden. Flex, es geht man darum, nicht. Es geht darum, Hamdi, du Flex, kannst du holen, Joker, wann du willst, und mach mal eine schöne Diskussion Andy, miteinander. Ich rede mit dir, weil du bist nee, alles gut, das, nein, ich will. Alles gut, ich weiß. Aber kannst du Joker holen, da können wir miteinander reden. Das wäre super. Ich will, dass wir eine schöne Debatte haben. Ganz kurz, Hamdi. Ich will, dass wir schön reden, bitte. Danke. Ja, bitte ganz kurz, Hamdi, weil ich möchte kurz was sagen, dann will Raphael was sagen. Ich habe vor 15 Minuten erwähnt gehabt, dass der Talmud, diese Rabbiner mit der Bibel nichts gemeinsam haben, denn sie haben den Heiligen Geist nie empfangen. Also können sie auch nicht über die Bibel sprechen. Ja, das was? Ist wieder der Talmud. Ganz kurz, ich bin noch nicht fertig, bitte. Aber es war kein Talmud, Entschuldigung, Flex, dass ich dir unterbreche. Das ist ein Arabin, der kennt sich aus mit seiner Bibel. Jetzt sagst du, der darf nicht über seine Bibel reden? Nein, die glauben an den Talmud, nicht. Die glauben nicht an die Bibel. Okay. Nein, die glauben an die Bibel, er zitiert seine Bibel. Ja, dann Tag, der predigt. Ich kenne ihn. Ja, also, ich rede aber von Altem Testament, wir reden von Altem Testament. Flex. Raphael redet ganz Zeit von Altem Testament. Okay, ganz kurz. Also. Eine letzte Sache. Es ging aber darum, ja, weil da werden wir jetzt vom Thema nicht wegkommen. Es ging darum, dass es immer noch nicht derselbe Gott ist, weil der Gott, den wir dienen, diese Namen haben. Dein Gott aber hat diese Namen nicht. Dass der Rabbiner sagt, Allah, 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 ja, lass es mal so sein, ja. Ist egal, okay, hast du recht, ja. Aber was sagt das Jesus auf Aramäisch? Was sagt Jesus auf Aramäisch? Er sagt Allah. Bitte lass uns bitte beim Thema bleiben. Flex, ja, ich bin Wallahi beim Thema. Jesus sagt okay. Auf Aramäisch Allah. Andi. Aloho. Aloho. Allah. Zeig dir Video. Sagt Allah. Andi. Sag sogar Allah. Andi, Allah. Können wir bitte unser Gespräch weiterführen? Hör mal, Alex, Flex, sehr nett. Lass mich mit Raphael alleine, okay? Ich stumme mich, weil Raphael redet. Gib ihm seine Zeit. Ich bin ganz simpel. Also. Genau. Reden wir ich und Raphael. Wenn alle reden, sind wir durcheinander, okay? Also. Lass mich mit Raphael. Also gut, bitte sehr, Raphael. Ich höre zu. Dann springe ich nochmal ein. Also ganz simpel. Flex, du kannst auch immer. Raphael, wenn was ist, Sonne no Kassa. Raphael, Sonne no Kassa. Baby, I want to Gina Hua. Ja, Mensch. Hamdi. Okay. Hamdi. Also, Hamdi, du kannst dich entstummen. Hamdi, du kannst dich entstummen. Wir können ganz normal reden. Okay, bitte. Also, Hamdi, guck mal, wir sind ja bei dem Punkt gewesen. Wer macht hier die Geräusche? Bei mir ist es so laut. Ja, bei mir ist es ein bisschen laut. Bisschen, ja. Also, Ding, wir sind ja bei dem Punkt gewesen, ne, dass Jehova, ne, wir sind ja bei dem Punkt gewesen, dass ich rede hier von der Tora gerade, ne, wir sind uns einig gewesen, dass in der Tora wir von Jehova, wir von Ich Bin, Yahweh geredet haben. Ja oder nein? Da waren wir uns ja eben gerade einig. Ja. Da waren wir uns einig, gut. Das heißt, wir waren uns einig, dass der Gott, dass Gott zu Mose gesagt hat, mein Name ist Jehova und an den Namen sollt ihr gedenken alle Zeit. Das stand in der Tora, ne? Gut, das heißt, ich habe nicht irgendwie geblufft, das steht einfach so in der Tora. Das heißt, wir können von den Hast du recht, ja. Können wir nicht von ja, den Schritten abweichen. Gut, stimmt ja. Gut. Und ich bin eine neugierige Person und ich will dazu lernen und das ist auch ganz normal. Also eine ganz normale Frage. Also Fakt ist es, okay? Ob ein Rabbiner das sagt, ob ein Gelehrter der Juden das sagt, in denen ihren Büchern, weil zum Beispiel, wenn etwas im Koran steht, sagen wir, im Koran steht, guck mal, ich mach so ein Beispiel, im Koran steht, Jesus ist nicht Gott, ne? Dann kann kein Gelehrter vom Islam kommen und sagen, ey, das steht aber so, es steht aber doch nicht so drin. Weißt du, was ich meine, Hamdi? Ich weiß, was du meinst. Keiner, ja, richtig, keiner, ja. Kein gelehrter Imam kann kommen und sagen, ey, so und so, es stimmt nicht, was im Koran steht. Weißt du? Man würde sagen, das ist ein falscher Imam. Ne? So. Ja.
die Rabbiner, die da drin sind, ne? In der Tora steht drinne, dass denn an dem Namen Jehova gedenkt werden muss alle Zeit, ne? Gut. Ja. Und so, deswegen, Meba, um klar und deutlich das zu sagen, wie nennt ein brasilianischer Moslem Gott? Allah nennt Allah. Und es wird immer Allah bleiben. Moment, was ist das mit meiner Kamera? Allahu a'lam. Achso, das ist hier eine Scofield Bible von euch. Das Scofield Bible, das ist von euch. Erklärung für Ezekiel. Das sind christliche, nicht jüdisch, christlich. Pass auf jetzt. Ernennen die dir Namen Gottes. Elah, Elohim und so weiter und so fort. Und hier steht und Allah. Und Allah. Also, vergrößt ihr das ein bisschen? Ich weiß, es ist überraschend für euch. Scofield Bible. Allah. Hamdi. Allah. Hamdi. Ja, wir schreiben, bitte, was ist denn los? Wann kommt jetzt der richtige? Jetzt fange ich schon an. Bitte, Raphael. Hamdi. Also, Allah steht. Scofield Bible. Das Problem ist, 1972, Scofield Bible haben die geschrieben, dass Allah geschrieben haben die. Ja, ja, richtig. Ja, zeig nochmal drauf. Richtig, drauf, das ist mit einem L. Genau, Allah, nur mit einem L geschrieben, her, nicht mit zwei L. Und eben, warte schön, und der Allah, was du sprichst, das ist Aramäisch, oder? Korrekt, Aramäisch, oder sagt man Allah, Allah. Ja, oder? Moment, Allah, genau. Allah, auf Aramäisch sagen dann. Aber genau. Du hast recht, ich wollte das klären, aber da du hast gesprochen. Schau her, hier schreibe das mit Allah. Weißt du warum? Weil Allah ist nur ein L. Wenn du auf Arabisch wirklich gehst, ist nur ein L. Deswegen haben die das Allah geschrieben, Allah. Okay, wenn ich zu dir sage, okay, sag mir bitte zum Beispiel Jesus auf Deutsch, auf Englisch, Jesus. Verstehst du? Das wird nur die Umlaut verändert. Aber das Problem hier, wenn die Missionare 1972 haben das gelesen, haben sie gesagt, was soll das jetzt? Warum gab es hier? Haben gesagt, ja, das ist der Original, was die Juden sagen. Was haben ist passiert? 1975, nach 3 Jahren, haben die das weg, das Wort hier Allah weg. Warum? Weil die gewusst haben, das wird ein bisschen kritisch, dann haben die es Allah weg. Danke, ja, darf du reden. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe nie verneint, dass das Wort Allah für Gott steht. Flex, kannst du mich mal bitte groß machen? Ey, ich war jetzt sehr, oh mein Gott. Ja, ich habe jetzt auch die ganze Zeit geschwiegen. Ja, aber ich rede mit einer nur, ich bitte euch. Ja. Sonst ich auch, ich hole mir auch einen anderen und dann debattieren wir bis morgen. Aber ich rede mit Raphael und ich finde mich dafür. Wenn ihr nicht wollt, dann geh raus, ganz einfach. Matt, gib mir ein paar Minuten, dann kannst du zu Ende machen, okay? Gut. Hamdi. Bitte. Kannst du dich bitte auf mich konzentrieren? Gut, ich habe nie verneint, dass Allah auf Arabisch für Gott steht. Das habe ich nie verneint, okay? Gut. Ich habe das nie verneint. Gut. Auch meinst du, die Christen auch sagen Allah auf Arabisch, oder? Das weißt du. Christen müssen Allah auf Arabisch sagen. Natürlich, ist doch auf Arabisch. Okay, danke. Auf Ghanaisch, warte. Auf Ghanaisch heißt es auch Enyame. Also auf meiner Sprache heißt es auch Enyame. Weißt du, was ich meine? Auf Englisch heißt es Gott. Weißt du, in Deutsch sagst du Gott. Weißt du, im Arabischen sagst du Allah. Okay, eigentlich, das ist eine. Ganz kurz bitte, ganz kurz. Eigentlich haben wir uns schon klar und deutlich ausgedrückt, ja, dass. Ja, kann ich Allah, dass Allah diese Namen nicht hat. Ja, also wie Elohim, Jehova, okay, Allah hat diese Namen nicht. Und Alex, deswegen. Ich habe die Beweise mit Rabbiner, mit alles, willst du, mit deiner Bibel, sogar Christen haben das rausgebracht, Covid Bible, 1960. Du willst das nicht einmal haben, das ist deine Sache, bitte. Ich mische mich nicht rein. Ich muss kurz aussprechen. Ganz kurz, Hamdi. Es geht darum, ich habe dir ja von Anfang an oder vor 20 Minuten habe ich dir klipp und klar gesagt, dass die Rabbiner nichts mit uns zu tun haben. Ja, sie legen es aus, ja, aber der Talmud, wieder nochmal, der hat mit uns nichts zu tun. Das ist ein Fakt. So, jetzt kann Raphael reden. Also, Hamdi. Also, wir sind uns eben gerade. Hamdi, hörst du mich? Bitte, ja. Gut. Ja, ich höre dich ganz gut. Wir sind uns ja eben gerade einig gewesen, dass in der Tora drin steht, es war Jehova, etc., etc. Ich muss mich immer wieder wiederholen, weil ich, weißt du, sonst verliere ich die Spur. Tut mir leid, dass ich immer wiederhole, Hamdi, okay? Also, wir sind uns einig gewesen, dass es Jehova ist und wir reden von
ich bin Jehova. Wir haben auch herausgefunden, wie es im Hebräischen geschrieben wird. Du warst dir einig, dass Jehova, Yahweh, JHWH, ne, ich bin, dass das so drin steht im Alten Testament. Wir waren uns in dem Bereich einig und wir waren uns einig, dass im Alten Testament steht, dass Gott zu Moses gesagt hat, mit dem Namen Yahweh sollt ihr an mich denken von, ja, also für alle Ewigkeiten steht da drin, ne? Gut, an den Namen JHWH sollt ihr an mich gedenken für alle Ewigkeiten, so steht es in der Bibel. Aber Raphael, vorbereite dich für eine Überraschung, gell? Wie Hamdi immer sagt, eine Knockout. Okay, gut, ich bereite mich für einen Knockout vor, wie du willst, okay? Gut, also kann ich weitermachen? Gut. Ja, sicher, aber mit Respekt, mit Liebe. Ich meine nicht böse. Ja? Ich bin immer lieb, ja. Ich bin immer da. Gut, jetzt gehen wir weiter, okay? Laut dem Koran gibt es ja Moses. Moses wird bei euch bezeichnet als Musa, wenn ich nicht falsch sehe, oder? Richtig, Musa, ja. Richtig, oder? Musa, gut. Allah hat Musa begegnet, oder? Und hat Musa auch gesendet, oder? Richtig. Gut, das heißt, wir sprechen hier gerade von derselben Person. Wir sprechen von derselben Person, Moses, Musa. Wir sprechen von derselben Person, ne? Gut, wir sprechen von derselben Person. Gut, nun ist meine Frage, die ich mir stelle, ne? Ne? Wir reden hier gerade von Musa, Moses, etc. Allah, okay? Also der Gott des Korans, okay? Die Frage, yeah, die ich mir jetzt stelle, ne? Okay? Ganz einfache Frage. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, weil der Koran ja die Vollendung von allen beiden Büchern ist, ne? Hörst du mich zu? Der Koran ist ja die Vollendung. Ja. Der Koran, kannst du dir wiederholen? Der Koran, wiederhol dich bitte. Nein, er hat doch gerade eben, egal. Okay, dann wiederhol dich nochmal. Nein, ich will nicht. Ich wiederhole nicht. Nur kurz. Nein, nicht alles. Der letzte Satz, bitte. Der Koran, weil ich will mich konzentrieren, ja, jeder Wort. Ja, der Koran ist ja die Vollendung von den beiden Büchern, ne? Das ist der Update. Das, weißt du, was ich meine? Das Abgesandte. Letzte Botschaft, ja. Letzte Botschaft, aber von den beiden Büchern, ne? Das ist die letzte Botschaft, ne? Du kannst das nicht so sagen. Du kannst das nicht so sagen, aber sag mal letzte Botschaft. Okay, das ist die letzte Botschaft, gut. Wie jetzt? Warte, bleib einfach so, wir bleiben bei der letzten. Gibt's, ihr sagt alte, neue Testament, wir sagen letzte Botschaft. Letzte Botschaft, wir sagen die letzte Botschaft. Okay, gut. Also stopp, ganz kurz. Das Neue Testament hat begonnen, als Jesus Christus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und da hat das Neue Testament begonnen. Das ist kein Update, sondern da beginnt der Neue Testament. So, jetzt kann Raphael weiterreden. Okay, gut. Also, Hamdi. Ja, also, ja. Alex, ich wollte nur sagen, Alex, der Jesus hat nicht nur ein Wort gesagt, sondern 7 Aussage hat das gesagt. Die Luftballon heißt es, die 7 Luftballon. Bitte studieren, es tut gut. Bitte weiter. Also, der Koran ist die Vollendung von allem. Okay, ich sag später. Allah ist doch derselbe gestern, heute und morgen. Er ist ja immer der gleiche gewesen, oder? Er kann sich nicht verändern. Ja. Oder? Allah kann sich nicht verändern. Gut. Nicht kann sich nicht, aber er tut. Okay, passt. Entschuldigung. Ja, okay, ja. Weiter. Allah ist ja, weißt du, er ist Existenz, weißt du? Er ist, zum Beispiel, Allah lebt nicht in der Zeit. Er ist nicht in der Zeit, weil er hat Zeit kreiert. Verstehst du, was ich meine? Richtig. Gut. Richtig. Glaubst du an das nicht, Raphael? Ich glaube daran, deswegen reden wir doch gerade. Okay, weiter. Gut, danke. Also, Allah ist doch über allem gut. Er ist Existenz. Er ist derselbe gestern gewesen, heute und morgen. Ne? Gut. Richtig. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, okay? Die möchte ich von dir wissen. In der Tora, ne, wenn wir von demselben Gott reden, okay? Wenn wir von demselben Gott reden, okay? Wir vergessen jetzt die Person Jesus, okay? Wenn wir von demselben Gott reden, okay? Im Alten Testament, ne? Der ist ja derselbe gestern, heute und morgen. Dann ist die Frage, okay, die ich dir jetzt stelle. Im Alten Testament hat sich der Gott offenbart als Jehova, ich bin. Meine Frage an dich,
Okay? Meine jetzt Frage. Die spezielle Frage, genau. Die Frage, die ich an dich habe, okay? Allah, kannst du mir das bitte aussprechen, weil ich will es nicht disrespekten, okay? Alles Allah, gut, richtig, du sprichst das Richtige. Allah, super, wie nennt man das? Subhanahu wa ta'ala. Ja, gut. Subhanahu wa ta'ala, ja. So, meine Frage, die ich dir jetzt stelle, ich bin auch so lange, damit ihr das versteht. Meine Frage ist, ist Allah, die Person Allah, okay? Weil für mich ist der Name Allah, das ist ein Titel. Für mich ist das kein Name. Das ist kein Name, das ist ein Titel. Oh ja, nein. Ist ein Name. Vater ist ein Titel, aber Allah ist sein Name. Danke. Aber warte kurz. Damit du weißt, warum ich sage, Allah ist kein Titel. Also, sorry. Warum ich sage, Gott, der Name Gott, kein Name für mich ist. Buddha nennt sich auch Gott. Bruder, du musst die Sachen kurz fassen. Du bist ein Zufall. Ich muss allein. Okay, gut, ich mach schnell. Okay, gut. Frag einfach, bitte. Ich mach schnell. Allah im Koran. Ist das dieselbe Person, die zu Moses in der Tora gesprochen hat und gesagt hat, ich bin Yahweh? Ja, ich antworte dir. Allah Azza wa Jalla sagte, wa ilahina wa ilahakum ilahin wahd. Unsere hier und eurem hier ist ein einziger Gott. Okay? Also, ich habe dir bewiesen und gezeigt, nicht bewiesen, gezeigt, dass die Juden auch selber glauben, dass Gott, die sagen Allah, Aluka, Al-Shaddai, alles Mögliche. Du willst das nicht wahrhaben? Ist okay. Die andere Religion zum Beispiel nennen. Flex, darf ich mal antworten? Ich brauche ungefähr ein Zehntel der Zeit. Was ist denn los, Matt? Du verlangst immer von mir Respekt und jetzt fangst du wie eine Katze, Maus. Was ist denn los jetzt? Stumm dich, ich rede mit Raphael, stumm dich bitte. Ja, nervt mich nicht. Das ist nicht mehr normal. Ihr ladet mich ein und dann, wenn ich rede, stummt mir jeder und dann wie eine Katze, Maus. Ich gebe Ruhe jetzt. Achso, Raphael. Nein, aber das nervt wirklich, Wallah. Ich bin stumme mich, bis Raphael sagt, Hamdi, und antworte und spiele leise. Ich gehe dann runter, flex nicht so ungut. Hamdi, ganz kurz, ich verabschiede mich nur, weil ich war das jetzt gerade ganz viel reden, ohne, Entschuldigung, Patrick, nicht, oder Raphael, nicht böse gemeint, aber du hast jetzt sehr lange geredet und wenig gesagt irgendwie. Du weißt ja gar nicht, um was es hier genau geht. Ja, aber du redest und redest. Passt schon, Matt, lass ihn. Ich glaube, er besitzt Wissen über seine Bibel, passt schon. Mach ihm nicht runter, passt. Also, Hamdi. Okay. Hamdi. Raphael, lass mal den Matt reden. Ich mach mal Matt groß, weil Matt will unbedingt. Nein, lass den Hamdi zuerst reden. Hamdi hat schon recht, er braucht auch Redezeit. Ich fühle mit Hamdi, das war jetzt gerade sehr lange, wo ich selber als Christ und bitte, Raphael, ich hab dich lieb als Bruder im Herrn, aber ich habe selber nicht verstanden, wo du landen wolltest. Also, Hamdi, bitte nimm das Mikro und danach komme ich. Ich bin gerade, egal. Andi, wir reden wann anders. Du redest, Entschuldigung, wirklich, aber du hast jetzt sehr lange geredet und ich als Christ selber habe nicht verstanden, wo du landest. Reicht. Andi soll weitermachen, dann kommt Matt. Alles gut. Ja, Andi, mach bitte. Nimm das. Ich erkläre dir später mal, warum. Dann. Alles Andi, nimm das Mikro, du bist gestummt, komm. Ja, Raphael, ich weiß deine Frage, ob diese der gleichen Gott. Das ist der zusammengefasst. Du willst das wissen. Ich habe dir gesagt, im Koran sagt, dass Allah ist der gleiche Gott. Wir haben die gleichen Propheten, wir haben den gleichen Gott. Die Juden aber bestätigen das. Ihr bestätigt das nicht. Ist kein Problem für mich. Ist alles gut. Aber die Juden selber bestätigen die das. Die Juden selber bei uns unten sagen Allah, Al-Uka, Al-Shaddai und so weiter und so fort. Amen. Aber du bringst du jetzt... Ganz kurz. Alex, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Ich werde das Stream verlassen, weil ich werde immer unterbrochen. Das mag ich. Nein, rede weiter, Andi. Alles okay. Gut. Nein. Das ist tausendmal. Schau, wann du kommst zu mir, Alex, Flex, du wirst gut behandelt und keine von den Muslimen traut sich, dies zu unterbrechen, bis du fertig bist. Schönen Abend wünsche ich euch. Aber ich mag das nicht. Tausendmal. Nein, ich rede nur, der wird unterbrochen. Das mag ich nicht. Weil ich bringe Argument, ich will euch zeigen sogar, dass Yahweh, da war eine Sekte, geglaubt haben, dass der Sohn von Elohim. Elohim, das ist. Egal, ich wollte euch was bringen, aber okay, vielen Dank, schönen Abend. Zeig uns das bitte. Oh Mann. Okay, lass mich mal einen Punkt trotzdem machen. Hier sind 700 Leute drin, einfach nur mal. Hamdi macht
folgende Aussagen. Haben die behauptet, die Juden sagen, ich war gerade online in der Zeit, hat ja genug Zeit gehabt. Nein, die Juden sagen das nicht. Es gibt einige, ganz wenige Rabbiner und dann gibt es so einen wie den Singer, die sagen solche Aussagen. Die Mehrheit der Juden sagt, dass Jahwe der Eigenname Gottes ist und dass er nicht gleichzusetzen ist. Und die nehmen dann als Beispiele solche Verse hier, um das zu beweisen. Psalm 68, Vers 20. Ja, ist leider in Englisch, aber es ist so hier. Escape from death, the Lord, Adonai, ja, das Wort kennen wir, and to God, Jahwe, the salvation, the God, our God is, und das ist hier das L, ja, wir sehen das L, the God, L, und dieses Elohim, L, ja, oder das Adonai, das wir hier haben, das Adonai, das ist übersetzt zu Allah, das ist Gott. Der Eigenname steht hier, Jahwe, in einem Vers, das ist der Name des Gottes, und deshalb ist der Name unseres Gottes Jahwe nicht der gleiche Name wie Allah, sondern wenn überhaupt, dann ist das das L hier, das übersetzt wird zu Allah. Das heißt, wenn man einmal reingeht und sich die aramäischen Sprachen anschaut, dann ist das dieses Alua oder Alua oder Elua oder Eli. Das sind alles in die gleiche Richtung geht das, weil auch das Aramäische ist eine tote Sprache, bis auf ein paar. Ja, es gibt noch welche, die sprechen das, aber es ist jetzt keine Sprache mehr, die in dem Sinne lebt. Da müssen wir sogar noch was hinzufügen, Matt. Ja. Ja. Es ging darum, dass den Gott, den sie haben, und meine Worte waren ja klar und deutlich, dass dieser Gott diese Namen nicht trägt. Somit fällt Allah komplett raus. Er trägt diese Namen. Ja, und das ist absolut richtig. Und das ist genau der Punkt. Der Name Jahwe ist der Eigenname. Das ist auch 5. Mose 18, 18 und dann auf 18, 20. Wer nicht in den Namen Jahwe prophezeit. Und dieser Name kommt im Islam nicht vor. Und es ist nicht nur das. Wir könnten jetzt viel weiter gehen und wir könnten sagen, die Attribute dieses Namens. Das heißt zum Beispiel, dass er ein Vater ist. Ja. Und ich habe hier eine ganze Liste. Wartet mal ganz kurz, ich brauche wenige Sekunden, um euch das zu zeigen. Ja, hier, eine ganze Liste von Versen, wo überall Jahwe der Vater ist. Überall. Ja, 5. Mose 32, Jesaja 63, Jesaja 64, Jeremia 3, Meleachi, 2. Samuel, 1. Chronike. Und ich habe bewusst nicht mal das Neue Testament genommen. Alle diese Verse hier präsentieren ihn als Vater. Und der Koran ist so kristallklar. Also wirklich ohne Frage, dass Allah kein Vater ist. Das heißt, wir haben nicht nur den anderen Namen, wir haben auch nicht die gleichen Attribute. Und dann kommt noch mal zum Abschluss. Ja, mach mal zum Abschluss. Ja, ich wollte das einfach mal machen. Nur mal zum Abschluss. Wir müssen eine Sache verstehen, dass den Gott, den wir dienen, diese Namen trägt. Würde der Koran oder beispielsweise Allah diesen Namen tragen, ja, dann würden wir denselben Gott dienen. Aber da Allah im alten Torah nicht existiert, fällt er komplett weg und hat, wie gesagt, diese Eigenschaften nicht, was Yahweh hat. Und somit ist das schon mal ein ganz klarer Knockout. Und das ist das, was ich eigentlich schon von Anfang an klar und deutlich gesagt habe. Der Talmud, nochmal, hat was mit der Bibel nichts zu tun. Ja, das müssen wir einfach sagen. Das ist eigentlich klipp und klar eigentlich. Da müssen wir nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, da bin ich mit meinen Worten eigentlich ganz klar. Flex und Matt. Wisst ihr eigentlich, wieso ich so ein Fundament gebaut habe für Hamdi und die ganzen da? Wisst ihr das eigentlich? Ja, wisst ihr eigentlich, dass wenn ich mit dem fertig geworden wäre, er von seinem eigenen Mund hätte er allen Muslimen gezeigt, ne? Er hätte allen Muslimen gezeigt, dass Allah nicht der einzig wahre Gott ist. So tief hätte ich ihn reingezogen. So tief. Ich wäre schon. Ja, es hat nur zu lange gedauert. Ich weiß, dass es lang dauert, aber denk, wenn ich mit einem Handy, so ein Handy, wenn du mit dem direkt klar auf Fakten, Bombe auf Bombe gehst, der Handy hat live hier gesagt, er hat zugegeben, ja, ich muss mich mit dem Namen Jahwe noch, wie heißt das? Ich muss mich mit dem Namen Jahwe noch
ich muss noch darüber recherchieren gehen. Der hat offen hier zugegeben, okay, dass drin steht Jehova. Er hat sogar selber gesagt, dass da drin steht J-H-W-H. Ne? Er hat das alles zugegeben. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er Dinge zugibt, die in der Bibel drin steht. Okay? Die sind, das sind, das ist nicht. Ja, also offen. eigentlich hat er sich selber. Ja. Eigentalk, genau. Flex, Amen. Eigentalk gemacht. Aber, ja. Deswegen habe ich dieses Fundament gebaut mit Propheten, mit Allah ist der Erste, derselbe gestern, heute und morgen. Dieses ganze Fundament habe ich aufgebaut aus dem gewissen Grund, weil die Antwort, die er mir gegeben hat, mit Allah, der Einzige, das ist eine Antwort, die nicht legitim ist, ne? Das ist keine legitime Antwort. Weißt du wieso? Weil in der Tora steht, das ist der Name, an den ihr gedenken sollt, aller Zeit. Und wenn in der Tora steht, dass Gott gesagt hat, alle Zeit sollt ihr an dem Namen glauben, alle Zeit, dann muss der Koran, ne? Dann muss der Koran den Namen Yahweh drin haben, weil da steht alle Zeit. Problem ist. Ja, aber er weiß es ja. Er weiß es ja. Ich habe ja gesagt, dieser Name muss, wenn dann Allah haben. Und wenn Allah diesen Namen nicht hat, ist es ein ganz klarer Knockout. Das wollte ich aus seinem eigenen Mund, weil als er gerade gesagt hat, ja, wir haben denselben Gott. Nein, ich hatte ihm gesagt, zeig mir, wo dein Gott, okay, den Namen Yahweh hat, weil ihr sollt daran gedenken, alle Zeit. Und was ist passiert? Jedes Mal, wenn ich den, guck mal, ich habe viel geredet, ich habe auch ein Fundament, ich gebe zu, ich habe zu viel geredet, weil ich auch ein Fundament gebaut habe. Aber hättet ihr mich zu Ende gelassen, ich hätte aus seinem Mund rauskratzen lassen, dass wir nicht denselben Gott haben. Und somit hätte ich ihn vor über 700 Leuten, hätte ich gezeigt vor über 700 Leuten, dass alle Propheten keine Muslime waren. Aber nein. Aber du weißt schon, eigentlich war das von Anfang an klar. Ja, also ich den wollte, Schlag aber, hat das von Anfang an schon bekommen, wo wir ihm den 2. Mose 3, Vers 13 gegeben haben. Da war schon der Knockout. Der Knockout war schon da. Aber ich wollte, dass er aus seinem eigenen Mund das rausbringt, damit jeder, der da ist, das sieht. Deswegen habe ich dieses Fundament bei ihm aufgebaut. Genau deswegen habe ich das Fundament gebaut, weil... Aber wie gesagt, hättest du es kurz gemacht, dann wäre er, glaube ich, darauf eingegangen. 100%. Der ist ja mit mir geflowt. Wir haben geflowt. Der hätte das bis zum Ende... Natürlich muss ich schneller machen. Aber hättet ihr mir noch diese Zeit gegeben, ich hätte das Ding glatt gemacht. Und dann wäre eskaliert. Aber nein... Aber egal, am Ende des Tages, jeder, der da war, weiß ganz genau, Allah ist nicht Yahweh. Und weil Allah, der einzig wahre Gott, ist Yahweh, weil der ist derjenige, der Mose sich begegnet hat. Plus, der Koran offenbart Dinge über die Bibel, die in der Bibel passiert ist, mit den Propheten. Wenn der Koran davon redet, okay, dass Allah mit den Propheten war, aber Allah nicht Yahweh ist, dann ist Allah ein Copy-Paste. Richtig. Und das dann wäre ist Allah noch, ein Copy-Paste, ja. Weil Yahweh hat mit denen geredet. Und wenn Allah, die Person Allah, weil Allah ist kein Name, ist ein Titel. Allah ist wie Gott. Allah ist Elohim. Also auf Arabisch. Das ist nur ein Name. Die Person Allah, der hat Namen, 99 Namen. Und das ist nicht dieselbe Person. Also ich fasse das mal kurz, weil mein Bruder Rafa, der macht Dinger Remix auf 20 Minuten. Ich mach mal kurz. Es geht darum, wenn der Gott, den wir in der Tora drinne haben, ja, Allah wäre, ja, dann müsste er den Namen Yahweh tragen, Elohim. Aber da Allah in diesen 99 Namen diese Namen nicht trägt, gibt es ihn nicht, denn es ist ein ganz anderer Gott, ganz einfach. Weil was Allah hat selber gesagt in Sure 3, Vers 3, das Buch, was vor ihnen war, ja, dass sie was an die Tora glauben sollen. Ganz einfach. Somit fällt Allah komplett weg. Allah gibt es erst seit 1400 Jahren. Ganz einfach. Das ist ein Fakt. Und das ist klar und deutlich auch. Ne? Dass Allah ich möchte doch mal was.
Flex, ich möchte mal ganz kurz was zu Hamdi sagen. Hamdi ist wirklich ein alter Hase. Der ist so erfahren in Debatten, der macht das seit so vielen Jahren. Den Hamdi aufs Glatteis zu führen, ist wirklich eine Herausforderung. In meiner Erfahrung ist es so, dass am Ende du nicht Hamdi überzeugst, sondern du arbeitest dich an Hamdi ab, um den Leuten unten zu zeigen, wo er falsch liegt und Wahrheit zu offenbaren. Und Hamdi, auch wenn er so erfahren ist und so gut ist, ich will das auch anerkennen, er ist ein hervorragender Debattierer, kämpft er doch, wenn er mit der Bibel arbeitet, gegen die Wahrheit. Und das ist halt wie gegen den Strom schwimmen. Du machst das eine Weile und dann bist du weggetragen, weil deine Kraft ausgeht. Und das sind normal in den Argumenten. Es geht ihnen dann nach einer Weile die Kraft aus, weil am Anfang kannst du täuschen, du kannst Cherry-Picking machen, du kannst Verse nehmen, aus dem Kontext bringen, kannst du Sachen behaupten wie, Jesus hat den Namen Jahwe nicht benannt. Wir wissen, dass Jesus aus Jesaja zitiert, liest aus Jesaja 61 in der Tora, in der Synagoge und dort steht der Name Jahwe. Und das sind dann diese Effekte, die er probiert. Ja, aber ich verstehe das auch, ich respektiere das, aber es zeigt am Ende, dass er die Wahrheit nicht bei sich hat. Und ich möchte mich, Raphael, das war nicht böse gemeint, ich wurde halt irgendwann ungeduldig, weil das war sehr lange einfach. Und das musst du verstehen, das war wirklich lange. Und wenn da so viele Leute sind, ne? Wenn da so viele Leute sind und alle, jeder hat was zu sagen und wir sind alle für uns auch selber. Ich verstehe dich, mein Bruder. Ich verstehe dich. Also sei bitte nicht böse, mein Bruder. Ich bin das letzte Mal im Live gewesen. Frag Schlomo. Ich wollte 4 Stunden lang was sagen, weil die Leute geflowt haben, weil sie so drin waren. Ich habe 4 Stunden lang meinen Mund gehalten. Ich habe kein Wort gesagt. So, ja, ich wollte, dass zwischen uns alles okay ist. Zwischen uns ist alles okay. Die Frage, die ich stellen wollte, ist, wann habt ihr das letzte Mal gesehen, dass Hamdi, in einem Raum ist und einem Christen in gewisser Art und Weise bei gewissen Dingen zustimmt, wie bei mir? Wann habt ihr das letzte Mal Zeit gesehen? Ja, ist gut. Ich hatte den heute da, wo ich ihn haben wollte. Ich hatte ihn. Und das ist, was mir wehtut. Ich hatte ihn. Aber wisst ihr, was ich wirklich traurig finde? Also er wusste, um was es geht. Ich denke nicht, dass er wusste, um was es geht. Der hat euch alle verarscht, Bruder. Der hat euch alle verarscht. Ich hab's gesehen. Deswegen bin ich ja bei dem Thema geblieben. Mit dem Jahwe und alles drum und dran. Und dann ist er zur Bibel gesprungen und hat was anderes erwähnt. Da hab ich gesagt, nein, Bruderherz, hättet ihr einfach ganz kurz gemacht. Er hat euch alle verarscht. Er weiß ganz genau, dass Jahwe der Eigenname ist. Er hat euch nur alle verarscht, Bruder. Nicht mehr und nicht weniger. Der hat mit euch gespielt. Aber Schlomo, deshalb wollte ich ja den Teil bringen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin auf deiner Seite. Alles gut, Matt. Ich wollte auch, dass du es erklärst, weil ich wusste, du hast auch die Quellen. Ich wusste das. Ihr habt viel zu viel mit ihm geredet über dieses Thema. Das kann man so schnell beenden. Nee, Bruder, das Thema ist echt, es geht ruckzuck, das Thema, es geht ruckzuck, ohne viel zu reden, Bruder, es geht ruckzuck. Der Vater von Mohammed ist Abdallah. Der Opa von Mohammed, der ist ein Götzendiener, ein Muschrik gewesen. Er nennt seinen Sohn Abdallah. Aber sind nicht mal Muslime gewesen. Ja. Allah war auch der Name von Hubal, das habe ich alles da, ich habe alle Quellen da. Allah bedeutet richtig Al-Ilah, der Gott, mehr nicht, aber es ist kein Eigenname, Bruderherz. Das ist einfach nur ein Wort. Auf Arabisch, was der Gott bedeutet. Genau, und das wird schon... Aber ich muss eine Sache dazu sagen, es ist tatsächlich verwandt mit Eloh und auch mit Aloho oder Allaha. Tatsächlich. Also, auch genannt, das ist alles semitischen Ursprung, aber das hat nichts zu heißen. Das hat aber nichts zu heißen, ja, dass es der Eigenname ist. Nein, das heißt einfach nur Gott. Genau. Egal ob Aramäisch, Hebräisch oder Arabisch, spielt keine Rolle. Das ist einfach, Schlomo. Arabische Christen, auch Juden, guck mal, auch jüdische Araber und christliche Araber sagen auch Allah, tatsächlich. Aber das heißt der Gott. Der heißt, danke, das ist doch, was ich sagen wollte. Und ich wollte, Aber dieses Wort, Bruder, guck mal, dieses Wort ist nicht, er ist nicht geschützt. Ja, das, er ist nicht geschützt. Schlomo, was ich sagen wollte ist, dieses Wort Allah, Elohim,
Gott, ich habe ja gesagt auf Chi, danach wurde ich gestoppt. Ich weiß, ja. Ich habe ja gesagt auf Chi, sagst du Enyame. Ich würde sagen, Allah ist das Wort Gott für auf Arabisch. Das ist kein Eigenname, das ist nicht die Person. Ich wollte gerade auf die Leute. Person gehen, auf die Person Allahs gehen. Der Bruder, hätte... Raphael, mein Bruderherz. Man könnte das auch rein philosophisch komplett beenden. Ja, ihr könntet einfach sagen, um es, es klingt jetzt zwar etwas lächerlich, aber es ist real talk, es ist ein Fakt. Ihr könntet sagen, wie nennt ein Brasilianer Gott? Haben die gesagt Allah. Wie nennt nein, voll Japaner nicht, Gott? Das stimmt also, gar nicht. Ein Brasilianer sagt auf seine Sprache Dio oder Dios oder wie auch immer. Der Iraner sagt Khudeh, Bruder, jeder sagt auf seine, Sprache. Stopp, Bruder. Nein, das meine ich doch gar nicht. Ich meine, wie nennt ein brasilianischer Muslim Gott? Da wird er sagen Allah. Wie nennt ein japanischer Muslim Gott? Dann sagt er Allah. Aber dann, und der Eigenname Gottes, er hat keinen Dialekt. Der Eigenname Gottes bleibt so, wie er ist. Wie nennt Jesus Gott? Alohu? Was sticht jetzt heraus? Das ist nur ein Titel. Das ist nicht der Eigenname. Das ist ein Beweis dafür, dass es nur ein Titel ist und kein Eigenname. Guck mal, Jesus hat es ja anders gesagt als die Hebräer, weil die Juden haben zum Beispiel Eloh gesagt. Er hat aber Aloho gesagt, ja. Das ist wieder, da merkst du, er hat es auf die aramäische Version und die Juden haben es auf die hebräische Version gemacht. Und das ist, wie gesagt, nur ein Titel, Bruder. Du kannst es Allah sagen, du kannst Eloh sagen. Das ist kein geschützter. Dieses Wort ist nicht geschützt, Bruder, weißt du? Es geht um den Eigennamen. Punkt. Er hat nur mit euch gespielt. Er wusste aber genau, dass ihr recht habt. Er hat nur mit euch gespielt, Mann. Er hat aber bei einer Sache wirklich gelogen. Flex, ganz kurz. Er hat wirklich gelogen bei einer Sache. Das ist nicht eine Mehrheitsmeinung der Rabbiner. Der lügt, genau, da hat er auch gelogen. Gib ich Matt recht. Das ist eine Lüge. Und da gehst du online und kannst es nachgucken. Matt, ich habe hier Quellen. Guck mal, ich konnte leider nicht, weil ich war gerade im Fitnessstudio. Ich habe nur zugehört. Ich habe sogar die Quellen von Rabbinern, die genau das Gegenteil sagen von diesen komischen Rabbinern. Ja? Also es ist erstens mal kein Dogma und es ist auch nicht von allen Rabbinern, also die haben nicht alle diese Meinung, tatsächlich nicht und das stimmt auch gar nicht. Die suchen sich immer nur ein, zwei bestimmte Juden aus, die das bestätigen und dann zeigt er Videos. Dann soll er mir doch mal zeigen, im Talmud oder irgend quasi, dass es bei den Juden ein Dogma gibt, ja, oder eine Bestätigung, dass Allah derselbe Gott ist wie Elohim oder wie Yahweh. Ja, dann wird es auch kein Judentum mehr geben, dann müssten die doch Moslems werden. Weil das ist wie wenn ich zu euch sage, ich zeige euch ein Imam aus keine Ahnung, aus Afghanistan, der sagt, dies und das ist so. Ja, ist er jetzt ein Maßstab für die Religion? Nein, das ist seine Meinung. Ja, mehr nicht. Ja. Also wir müssen auch ganz ehrlich sein, Shlomo, du hast eigentlich auf einer Seite recht, wir hätten da gar nicht viel rummachen sollen. Nein, null. Wir hätten einen Kurzprozess. Genau, weitermachen. Nächstes Yahweh, Thema. Yahweh machen sollen, dann wäre es eigentlich schon längst vorbei. Wir hätten bei Yahweh bleiben sollen, dann wäre es richtig. Richtig, Bruder. Nicht um Allah, Eloh, das ist alles Zeitverschwendung. Genau, weil das ist Zeitverschwendung, weil das Ding ist auch an Raphael. Wir hätten da bleiben sollen. Weißt du warum? Weil der sein Gott, ja, dieser Allah, der trägt den Namen Yahweh nicht. Und da hätten wir den schon ausgenommen. Ich bin gar nicht Flex. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Mir war dieser Name Allah Elohim, mir war das egal, der Name. Ich habe ihn gefragt, in 2. Mose 6, 2 bis 3 steht, der Name Yahweh, Jehovah, ist der Name, an dem man gedenken soll, alle Zeit. Ich habe ihn nicht gefragt, Allah oder so. Ich habe ihn gefragt, Jehovah ist Allah Jehovah. Das war meine Frage an ihn. Ich habe diesen Namen Allah Elohim, das war mir egal. Das hat er irgendwie reingelabert. Ich habe zu ihm gesagt, Wir haben es erfahren, ne? Ich wollte den Namen Raphael. Raphael, er wusste genau, Bruder, jetzt ganz kurz. Er wusste genau, wo du hinaus willst. Er hat nur mit dir gespielt. Er wusste genau, was du meinst, wo du hinaus willst. Er hat nur mit dir gespielt.
Aber das verstehe ich nicht, denn bist du ja nicht auf der Suche nach der Wahrheit, sondern natürlich bist nicht, Bruder, natürlich Bruderherz. Ich bin nicht auf der Suche, ja. Matt, du kennst ihn, Matt, du kennst ihn genauso gut wie ich. Und, ja. Und Flex, du müsstest eigentlich am besten wissen, ich sag dir eins, diese Gummibärchenbande, ich sag's nochmal, es bringt nichts, mit ihnen zu debattieren. Ich würde wirklich jeden Christ hier es nicht empfehlen, mit ihnen oder mit seiner Gummibärchenbande überhaupt zu debattieren. Die suchen nicht nach der Wahrheit, sie wollen nur verwirren. Sie wollen jetzt alles aufnehmen, alles zusammenschneiden, Bruder, wie im Bollywood. Die können wirklich Bollywood-Filme schneiden, ehrlich, drehen. Die können nur Clips das machen. Ja, Bruder, deswegen, denen einfach keine Plattform geben, weil, Bruder, du hast eine Reichweite, was sie niemals haben werden. Diese Reichweite, die du hast, werden sie niemals haben. Sie nützen dich als Plattform, verstehst du, um die Leute zu verwirren. Nimm jeden Muslim hoch, Bruder. Nimm jeden, den es gibt, aber nicht diese Gummibärchenbande. Sie sind hasserfüllt, das sind Christenhasser und Judenhasser. Offiziell, Bruder. Ja. Alle, die hier drin sind, ne, die bei dem Live, die dieses Live aufgenommen haben, wenn ihr ein Video habt, wo der zugibt mit Jehova, dass das alles stimmt und so, bitte mir senden, okay? Ich sag's nochmal, bitte, debattiert mit jedem Muslim, Bruder, egal wer, ne, aber diese Gummibärchenbande, ich sag hier, die sind hasserfüllt, das sind Christen und Judenhasser. Sie hassen Schiiten, Aleviten, Christen, sie hassen jeden, Bruder, jeden, der nicht ihrer Meinung ist. Und sie suchen nicht nach der Wahrheit, sie möchten nur verwirren. Nur verwirren. Überleg mal auch den Level der Argumente, die benutzen. Wenn du die anschaust, erotische mit Massage, Jesus kommt zurück und bringt... Was ist für ein Argument? Es sind alles, die Wahnsinn. Wissen, dass das... Richtig. TikTok-sportlich. Die wissen, dass das kompletter Quatsch ist. Genau, richtig. Die bringen das nur, um anzustacheln. Und ich weiß manchmal gar nicht, und jetzt bin ich mal ehrlich, bei Hamdi glaube ich es vielleicht nicht, aber bei einigen, ich glaube, denen geht das nicht mal um die Wahrheit, denen geht es einfach nur um Views und Geld. Genau. Weil das bringt ihnen Geld. Die Wahrheit ist ihnen komplett egal. Matt, ich kann dir sagen, bei Hamdi geht es nicht um Geld. Ich würde auch sogar, ich würde dir recht geben, ihnen geht es nicht um Geld, aber bei Hamdi geht es nur ums Prinzip. Guck mal, du musst auch überlegen, die Christen in TikTok sind sehr dominant, sehr, sehr dominant. Ja, die haben auch TikTok wirklich überrollt. Das wissen die. Und sie weinen, weil jeden Tag in ihren Streams, ich kriege auch Benachrichtigungen, sie hinterfragen und sagen, hey, heute hat mir ein Christ gesagt, so und so, so und so, was soll ich dazu sagen, stimmt das? Und sie kriegen Panik. Warum? Weil die Leute gehen zu ihnen hin und fragen, hey, stimmt das? Hey, warum? Und dies und das? Und die haben Angst. Da kann ich sogar noch was hinzufügen. Du hast tatsächlich recht, weil ich kriege sehr viele Nachrichten von Natürlich. Leuten, die selber sagen, hey, das, was du in deinem Stream machst, das ist wirklich die Wahrheit, das steht wirklich drinne. Und die gehen wieder rundherum zu denen und stellen die Fragen, hey, stimmt das? Und die kriegen Panik, die drehen durch. Richtig. Weil er sagt jedes Mal auch in seinen Streams, er sagt doch, geht nicht hoch, ihr seid unwissend, keine Ahnung, macht das nicht, ihr blamiert uns. Bruder, guck mal, ich sag's nochmal. Gibt diesen Menschen keine Plattform, Bruderherz, es geht an dich, Flex, es geht an Matt, an alle hier, gibt denen keine Plattform. Jeder von dieser Gummibärchenbande, das sind richtige Hasser, also die hassen wirklich alles, was nicht ihrer Arida bzw. ihre Lehre angehört. Sie hassen jeden. Jeden. Und hast du nicht gemerkt, Bruder? Egal was ist, sie beleidigen Jesus von A bis, der angeblich ihr Prophet ist. Wenn Jesus denn ihr Prophet ist, wie können die sagen, Pampas, dein Jesus ist ein Homo, du, er ist nass, dein Gott, ja. was ist für eine Redensart? Wo ist der Respekt? Ja, du musst ja auch so sehen, guck mal, während er gesprochen hat, habe ich gemerkt, er wollte wirklich den Turn nach links machen. Und ja, deswegen bin ich trotzdem beim Thema geblieben und habe Raphael auf Ghanesisch, auf unsere Landsprache, Raffi, Bruderherz, halte ihn genau da fest, weil du hast ihn schon, weißt du? Und dann hat er angefangen, Rabbiner zu holen und so, und dann habe ich mir gedacht, so Kerle, wir sprechen hier von Yahweh, die Rabbiner, die interessieren uns. Nein, nur einer, wer ist denn das, Bruder? Der ist doch kein Maßstab für die ganze Judentum, also... Und guck mal hier, ich habe jetzt gerade einen Kommentar gelesen, ihr beleidigt auch Mohammed. Nein, was wir machen ist, wir zitieren eure Quellen. Und wenn die euch beleidigen, dann ist das nicht unser Problem. Wenn ich die Quelle zitiere, dass Aisha 6 war bei der Hochzeit und 9 bei der Vollzug, dann ist das nicht mein Problem, wenn du beleidigt bist. Das ist ein Problem deiner Quelle.
Wenn ich zitiere, dass Mohammed Sklaven hatte, dass er zwei schwarze Sklaven für einen arabischen Sklaven getauscht hat, dass er erlaubt hat, dass die gefangenen Frauen TikTok sportlich benutzt werden durften, dann ist es nicht mein Problem, das sind eure Quellen. Und wir nehmen sie nicht aus dem Kontext. Wir haben sie nachgeprüft. Es sind Sahih-Hadithe, es sind Tasfire, die wir nehmen. Wir nehmen die größten Gelehrten, Ibn Kathir, Al-Jalalain. Das ist nicht unser Problem. Das ist, sind eure Quellen, ihr Lieben. Ja, das werden sie aber niemals annehmen, Matt. Die werden immer sagen, das ist eine Lüge, es ist eine Lüge. Für den ist alles eine Lüge. Ja, klar. Schiitische Quellen, die sagen doch, die sagen doch, Kathir, eben Matt, die sagen doch zuletzt, Bruder, die sagen doch zuletzt, das sind schiitische Quellen, aus Verzweiflung. Ja? Oder man kann Arabisch nicht übersetzen. Ja, das ist natürlich. Die letzte, ich kenne die Verteidigung. Die letzte Verteidigung ist, wir leben noch im 7. Jahrhundert, wir sind alles Vollpfosten und Hornochsen und es gibt keine Übersetzung, es gibt keine Unis, das gibt es alles nicht. Das ist die blödeste Ausrede am Schluss. Ihr versteht kein Arabisch. Hey Leute, ich will das nicht raushängen lassen, ne? Aber ich habe wirklich an der Uni studiert. Ich weiß, wie man mit einer antiken Sprache umgeht und wie man sie übersetzt und wie man Wörterbucher benutzt und wie man Kontext benutzt und wie man parallele Schriftstücke benutzt, um zu verstehen, wie die Wörter damals auch in anderen Schriftstücken. Matt, deswegen habe ich so Flex auch geschrieben. Ne? Ich habe auch Flex geschrieben, dass er dich bei diesem Thema sprechen lassen soll, weil ich wusste, du kennst dich da aus. Sonst wäre ich hochgekommen. Aber ist egal, Bruder, ist kein Problem. Egal, Gott segne auch Raffaello. Bruder, das Wichtige ist, guck mal, das Wichtige ist, Geschwister, ganz kurz, das Wichtige ist, auch dich, Raffaello, Gott segne dich auch für deine Arbeit. Die Welt geht nicht unter, ja, es geht weiter und man wird immer besser, man lernt immer was dazu. Ist kein Problem, es passiert. Es gibt immer ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal. Ist nicht schlimm. Guck mal, Schlomo, der schreibt, guck mal, Hamdi war hier, jetzt schreibt einer, geh mal Liebe zum Bürgergeld, jetzt sollen wir mit ihm. Also Hamdi reicht jetzt nicht mehr. Nein, ach was, Bruder. Also wie gesagt, die wollen auch nicht nach der Wahrheit, Bruder. Das sind wirklich hasserfüllte Menschen. Und wenn sie schon Jesus so beleidigen, mit denen bringt es nichts. Bringt es nichts. Deswegen sprechen wir doch nicht mit ihnen. Wir sprechen nicht mit ihnen, weil sie nicht auf der Wahrheit sind, beziehungsweise auf der Suche nach der Wahrheit sind. Lass lieber für uns bleiben, lass lieber mehr predigen. Ich sag euch ehrlich, ne? Ich habe schon diese Themen von Dingen komplett abgelassen. Ich rede nur noch über den Herrn, weil das ist mein Fokus im Leben. Wenn aber jemand meint, gegen mich zu debattieren, kein Problem. Ich bin hier, kommt hoch, wir debattieren. Aber mein Fokus ist der Herr. Und deswegen, wir müssen den Herrn preisen, loben, alle Ehre gebührt den Herrn. Nichts anderes. Nichts anderes. Lass mal die zur Seite, die, also, das ist ja wirklich, die interessiert, also, wer interessiert sich für die? Wirklich. Nicht, dass sich Leute für mich interessieren oder so, aber was interessiert es die Christen, was irgendwelche Ungläubigen über die Bibel sagen? Ich bitte euch, wenn du was über die Bibel wissen möchtest, geh zu einem Theologen. Hey ihr Lieben, ich möchte ins Bett gehen, ich möchte aber noch mit einem beenden, ganz kurz, wenn ich gerne, Bruder, darf. Gerne. Natürlich. Eine Sache. Hey, Yom Kippur ist wirklich ein ganz tolles Bild vorhergezeigt, auf den, wie Gott mit Sünde umgeht. Da gibt es zwei Widder. Es wird los über die geworfen, der eine wird geopfert und sein Blut wird vergossen und dann wird mit Handauflegung auf den zweiten die Sünde des Volkes Israel gelegt und dann wird er in die Wüste getrieben, damit die Sünde aus ihrer Mitte entfernt wird. Das ist unser Gott. Unser Gott ist derjenige, der unsere Sünde nimmt, wenn sie uns leid tut, wenn wir Buße tun und sie aus unserer Mitte entfernt. Und das ist, wofür er sich selber gegeben hat. Und das hoffe ich, dass das jeder hier versteht. Gott ist Liebe, Gott liebt uns und nimmt die Sünde von uns, anstatt wem Islam sie aufgerechnet wird. Auf der einen Seite Schulter ist ein Engelchen, auf der anderen ist ein Engelchen und dann wird aufgewoben. Das geht gar nicht, sondern Gott ist derjenige, der selber aktiv ist, um uns zu erlösen. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend, schlaft gut, alles Gute und Gottes Segen. Alles Gute. Sehr, sehr schön gesprochen. Und bevor, Leute, ich weiß nicht, Flex, wie lange du den Stream machst, aber Bruder, also einer muss sie predigen. Aber irgendwie. Bruder, heute, Leute, mach die 400.000 Likes voll. Mach die.
Er hat gesagt, er hat Energie. Was sagst du, Flex? Die Leute wollen wissen, was sagst du? Machst du die 400k heute noch voll? Die 400k? Also wenn alle richtig gemeinsam liken tun, dann ich glaube ja, das kriegen wir hin. Dingsflex, Bruder, ich gehe gleich kurz was essen, also ich gehe gleich runter. Ich möchte noch kurz was sagen, dann gehe ich runter. Ja. An alle, die hier zuhören, bitte hört mir mal genau zu. Bitte genau mir zuhören. Ja, ich möchte was sagen. Bruder, dein Netz ist katastrophal. Stumm mal ganz kurz, Bruder. Nein, seine ist Katastrophe wieder. Okay. Mir liegt was im Herzen, Bruder. Ich würde gerne was sagen. Ich möchte wirklich an allen Christen und Nicht-Christen. Hört mir mal bitte genau zu, was ich euch sage. Bleibt bitte in Liebe und immer mit Respekt, weil wir reden hier über Gott, wir reden hier über die Wahrheit. Bitte verbreitet keinen Hass. Wir möchten nur über die Wahrheit sprechen. Der Bruder Flex hat keine böse Absicht. Wir haben auch keine böse Absichten. Wir möchten wirklich nur über den Glauben sprechen, über die Wahrheit. Wir möchten niemanden beleidigen, wir möchten aber auch nicht beleidigt werden. Bitte redet nicht so über Jesus, es tut sehr, sehr weh. Wenn er doch ein Prophet ist für euch, wie könnt ihr ihn so beleidigen? Wie kann man jemanden so beleidigen? Jesus hat nicht mal eine Sünde, er hat niemandem was angetan. Warum beleidigt ihr ihn so? Hört auf, keiner von uns beleidigt auch euch. Das ist auch nicht unsere Absicht. Da hat einer geschrieben, aber macht bitte eure Sachen. Nein, ab morgen fange ich weiter an, über Islam zu reden. Nein, Bruder, das ist dein gutes Recht. Flex, guck mal, das ist dein gutes Recht. Du kannst sprechen, über was du möchtest, weil, ich sag auch warum, wenn die über deinen Glauben sprechen, dann kannst du dich verteidigen und dann aufklären. Ja? Richtig, und wir sind nicht die Einzigen, wenn die sagen, hört auf, über unseren Propheten, über Aisha und keine Ahnung was zu sprechen, hört mal zu. Wir haben nicht damit angefangen. Diese Geschichten, ja, diese Debatten gibt es schon seit 1400 Jahren zwischen Sunniten und Schiiten. Das sind eure Quellen, nicht unsere Quellen. Das sind nicht unsere Quellen. Wenn ihr euch schämt an die Sunniten, wenn ihr euch schämt vor eure Quellen, dann ist es euer Problem. Dann befasst euch mehr damit. Ja, und gesteht, dass es so Sachen drin stehen über Aisha und über Muhammad, was er gemacht hat. Das ist nicht unser Problem, das sind eure Quellen. Dann bitte lehnt Sahih Bukhari ab. Sahih Muslim und die ganzen anderen. Dann müsst ihr die alle ablehnen, ganz einfach. Das ist nicht die Schuld von Flex. Shlomo, Shimon, ich wollte mich verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich wünsche allen einen schönen Tag noch. Danke, Bruder. Gute Nacht alle, wir sehen uns, ja. Gesegnete Nacht. Gottes Segen. Friede sei mit dir. Deswegen an dieser Stelle, bitte, wenn ihr euch schämt dafür, weil ich merke das sehr, sehr oft in anderen Streams, auch in meinem Stream, Bruder. Sie schämen sich sehr für ihre Quellen und sagen immer, du lügst und du lügst und du lügst. Dann müsst ihr diese Quellen ablehnen. Schämen. Richtig, Bruder, ich merke es auch in anderen Streams, wenn andere debattieren, auch also quasi Schiiten gegen Sunniten. Du merkst, wie Sunniten sich schämen für diese Quellen. Dann hinterfragt es doch. Dann hinterfragt es doch. Und du, Hafsa, bitte, du schreibst die ganze Zeit hier wie so ein Internet-Rambo. Beschäftige dich doch lieber mit deinen Quellen. Du als Frau verstehe ich sowieso nicht. Er soll einfach hier hochkommen. Wenn er Bruder, was die schreiben nur, anstatt zu hinterfragen. Und bitte hört auf zu beleidigen. Meine lieben Sunniten, ihr könnt heute noch Schiiten werden. Das Ding ist, sie sollen einfach, bitte bleibt einfach im Respekt, bleibt höflich, bleibt sachlich, bleibt theologisch, bleibt rhetorisch. Und nicht persönlich oder sonst irgendwas. Wir sind doch Menschen, keiner sucht hier doch Streit oder hier geht's doch um die Wahrheit. Wir sprechen hier über Gott. Und diese Morddrohungen, Bruder, immer wieder hört man Morddrohungen, die wollen den leaken, hört doch auf damit. Was ist denn los mit euch überhaupt? Es gibt Menschen, die haben auch vielleicht Frau und Kinder. Was ist los mit euch? Jetzt habe ich letztens gehört, wie heißt die eine Schwester, Flex, wie heißt die eine Schwester, die sie exposen wollen? Oder ihre Familie exposen haben? Barbara oder wie heißt die nochmal? Victoria? Ich weiß nicht, wie der ist. Bruder, ist doch Wahnsinn, ne? Die zeigen ihre Kinder, ihr Mann, was verstehe ich nicht. Und das kommt komischerweise immer von derselben Richtung. Ne? Es kommt immer von einer ganz bestimmten Bubble, Bruder. Ja, von dieser Gummibärchenbande. Es kommt immer von dieser Richtung. Warum die das machen, verstehe ich nicht. Wenn doch euer Glaube, ja, so liebevoll ist, warum habt ihr aber so viel Hass in euch? Das verstehe ich nicht. Wen meinst du? Welche Frau meinst du denn? Bruder, die eine Christin, Shimon, wie heißt die eine da, die immer mit denen debattiert hat?
Deborah. Deborah, die arme Deborah, ehrlich. Aber warte mal, seit wann predigen Frauen? Bruder, ich weiß nicht, die haben debattiert oder sowas, ich weiß es nicht. Aber nee, die Frage ist, seit wann predigen Frauen? Ja, das ist ein anderes Thema, Bruder. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, das Ding ist, laut Bibel... Genau, absolut. Bruder, das ist natürlich, da gebe ich dir recht, aber für mich ist nur wichtig, Warte mal, stopp. Ja, Bruder. Hast du gerade eben gesagt, dass eine Frau debattiert? Ich denke schon, ja. Oder, Shimon, die debattiert doch, ja? Ja. Ja. Und die haben sie halt, wie gesagt, versucht zu exposen, Bruder, und okay, ihre Familie und Kinder. Ganz wichtig, wir sollten trotzdem auch über die Schwester, glaube ich, auch nicht weiter reden, weil sie ist eine Schwester. Gott soll sie segnen. Bruder, das macht man sowieso privat, Bruder, ist alles in Ordnung, das machen wir privat. Und das Wichtige ist nochmal, also wenn ihr euch schämt für eure Quellen, dann ist es ein Problem für euch selbst, nicht für uns. Dann habt ihr ein eigenes Problem. Ja? Beschäftigt euch schon mit den Quellen oder lehnt sie ab, ganz einfach. Ganz einfache Sache. Hört auf, Jesus zu beleidigen, bitte. Wir machen das auch nicht. Ja. Wir wollen es auch gar nicht und wir dürfen das auch nicht. Okay? Genau. An dieser Stelle, Gottes Segen an alle. Flex, mach weiter so, Bruder. Shimon, mach auch weiter so. Ich gehe leider jetzt essen, Bruder, weil ich war gerade eben trainieren. Ja. Macht weiter, ne? Ja, alles gut. Nee, das passt. Ich meine, Deborah ist ja auch eine von uns. Also von daher, ja, alles gut. Bruder, ich bin ehrlich zu dir, sogar wenn sie nicht von uns wäre, guck mal, ich bin ehrlich zu dir, auch wenn sie nicht von uns wäre, auch wenn sie eine Andersgläubige wäre, warum expost man ihr Mann, ihre Kinder, was ist denn das, was ist los überhaupt? Ja, also, dass man ihren Mann und die Kinder expost, das geht echt nicht, das ist scheiße. Bruder, sie muss nicht mal Christin sein, es geht ums Prinzip, sowas macht man nicht, wie gottlos ist man? Mhm. Sie sagen jedes Mal Allah subhanahu wa ta'ala, Bruder, sie redet immer von Gott, aber machen gottlos. Die haben jetzt von Deborah dann die Familie geleakt, oder wie? Ja. Boah, das ist Wahnsinn. Echt ekelhaft, ey. Natürlich, Bruder, und was hat sie getan? Die hat nicht mal einmal beleidigt, die ist so lieb, ich habe sie in anderen Streams gehört, eine sehr liebe, nette Person. Ich verstehe das nicht. Warum? Wie macht man sowas? Warum? Ja, da noch eine Frau. Die einfach die Familie von Deborah, warum machen die sowas? Ja, ich weiß es nicht, Bruder. Ich finde es sehr, sehr, sehr traurig, weil sie hat niemandem was getan, Bruder. Wie gesagt, es muss nicht mal eine Christin sein. Ich meine, im Allgemeinen, sowas macht man nicht. Ja, sowas macht man nicht, weil man redet über den Glauben, sie bleibt respektvoll, sie reden über die Quellen und dann kommt man so. Verstehe ich nicht, warum? Warum? Bruder, ich habe sogar letztens gehört, die haben sogar es waren Sunniten, also untereinander, ne? Sunnit untereinander. Das Mädchen war irgendwie nicht der Meinung von der anderen Seite, sag ich mal. Die sind vor ihrer Haustür gewesen. Sie waren vor ihrer Haustür. Was? Ja, die waren vor ihrer Haustür. Ein Mädchen. Was haben die gemacht? Ja, die haben mir gedroht. Der dann quasi sich dann entschuldigt öffentlich mit: Ja, ich halte mich jetzt da raus. Und dieser, der hat Angst bekommen. Ernsthaft? Ja, das war jetzt vor, ich glaube, ein paar Wochen. Alter, das ist richtig ekelhaft. Alter. Muslime, Sunniten untereinander, Bruder. Sunniten untereinander. Verstehst du? Und da denke ich mir genauso, wie krank muss man sein? Bitte alle, wo hier zuhören, was ist denn los eigentlich? Also ganz ehrlich, wenn das stimmt... Also ich war dann, Schock. Ehrlich, also da muss schon was unternommen werden, weil die denken echt, die können alles machen, was sie wollen. Das geht echt richtig. Nicht. Das geht schon viel zu weit. Da muss schon was gemacht werden. Das geht echt zu weit. Irgendwann langt es auch, Bruder. Guck mal, es langt dann irgendwann. Irgendwann mal platzt die Bombe, weil das geht echt nicht. Das geht schon zu weit. Flex, ja. Und ich sage dir, deswegen sage ich dir als Bruder, im Glauben sage ich dir, nimm vor allem diese hasserfüllten Gummibärchenbande, gib ihnen keine Plattform. Gib ihnen keine Plattform, Bruder, weil sie leben durch dich. Weil du hast eine Reichweite, die sie niemals bekommen werden im Leben. Das wissen die mit ihren 20, 30 Zuschauern. Sie sind, Bruder, zu siebt in einem Stream, ne, live, zu siebt, haben nur 50 Zuschauer. Sie träumen, wenn sie so eine Reichweite hätten wie du. Aber soll ich dir was sagen? Gott ist groß, Bruder, deswegen kriegen die keine Reichweite, weil sie so hasserfüllt sind. Also Gott ist wirklich allmächtig und wir wissen auch, Gott hat gesagt, führe die Gemeinde zusammen und deswegen wachsen wir auch alle gemeinsam zusammen. Richtig. Das ist ein Fakt. Guck mal, Leute, ja. Ja. Egal, was wir machen, Leute, ja, wir sind als Team zusammengewachsen, Leute. Nicht ich, sondern wir sind als Team zusammengewachsen, Leute. Ja. Und das ist ein Fakt, Leute, ja. Es geht nicht um
du, ich, sondern wir sind als Team zusammengewachsen, Leute. Und deswegen werden sie auch niemals an unseren Level herankommen. Ja, Ich gebe dir ein Beispiel. Schreibt einer Abu Khanzir. Guck mal, Abu Khanzir. Dann frage ich mich ganz, guck mal, ich frage mich eine Sache. Was bringt es dir, mich zu beleidigen? Du interessierst mich doch gar nicht. Ich sage sogar Frieden, 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 Bruder, mit Liebe, der sagt Abu Khanzir. Das kommt immer von derselben Richtung. Bruder, wir sprechen 24-7 über Frieden, über kein Hass, sondern über Respekt. Und man wird trotzdem beleidigt. Ey, was muss man denn noch tun? Ja. Bruder, du kannst reden, wie du willst. Du bist immer für sie ein dreckiger Bruder. Das ist das Problem, TikTok sportlich. Egal, du kannst reden, wie du willst. Du kannst so lieb reden, Bruder. Das ist kein Unterschied, ob du beleidigst oder lieb redest. Das ist kein Unterschied. Du bist für sie trotzdem ein dreckiger TikTok sportlich. Und das finde ich traurig. Weil sie reden immer von Liebe, ja? Immer Liebe und Frieden und immer von Allah, Allah, Allah. Bruderherz, ihr seid hasserfüllt. Ihr seid gottlos. Sorry, aber ihr seid gottlos, weil sowas ist definitiv, das ist kein Mensch, der an Gott glaubt. Leute, das ist kein Mensch, Leute, der an Gott glaubt. Ganz kurz, jetzt mal ernsthaft, ey. Wir sind schon so gut geworden, Leute, dass wir die 400.000 Likes geknackt haben. 450. Jetzt alle auf die 450. Also Leute, wenn wir heute auf 500... 500 wäre gut. 500 wäre gut. Dann sind wir wirklich maximal. Also ganz ehrlich, ich glaube... Leute, bei so vielen Zuschauern würden die schaffen, locker. Ich muss auch eine Sache sagen. Wir sind so eine starke christliche Umma, das ist brutal. das muss man sagen. Ne? Und das Schöne ist, Bruder, wir bleiben alle in Liebe. Weißt du, was ich meine? Bleiben alle in Liebe. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Gute bei uns ist, wir sind die Streamer, die... Jetzt bekannt ist das falsche Wort, aber ich sag mal, etwas bekannter sind aus der christlichen Szene, die sind alle gut miteinander. Wir haben hier keinen Streit unter. Bis auf eine Gruppierung, aber sonst sind alle gut miteinander. Das wollte ich nochmal erwähnen auch, weil wenn Schlomo und nee, sag Bruder. Wenn ihr beide euch nur kurz stumm, den kann natürlich. Ich auch fragen. Weißt, dann bin ich voller Konzentration. Mir ist es äußerst wichtig, Leute. Jesus Christus hat uns gelehrt, die Gemeinde zusammenzuführen. Jesus Christus hat niemals gesagt, hey, trenn den Katholiken. Jesus Christus hat auch nie gesagt, trenn den Orthodox. Jesus Christus hat auch nie gesagt, trenn den Evangelist. Ja, wer Jesus Christus im Herzen trägt, ja, der wird angenommen. Nochmal. Wer die Lehre Jesus Christus zu 100% folgt, der wird angenommen, ja. Wenn ein Bruder, ja, und ich erwähne das nochmal, ja, wenn ein Bruder oder eine Schwester einen Fehler macht, ja, dann korrigieren wir diese, ja. Privat am besten auch. Sagen nicht, hey du bist in einer Sekte, geh weg. Privat, auch noch privat am besten auch, wenn was ist, ja. Wir bringen diese Person zu uns und sagen was? Wir ermahnen ihn, ja. Wenn er Fehler macht, korrigieren wir ihn, ja. Ganz einfach. Aber jetzt zu sagen, ach, weißt du was, du bist ein Orthodox, du bist ein Katholik, du bist ein Freikirchler, hört auf damit, Leute. Wenn jemand einen Fehler macht, ermahnt sie. Jesus Christus hat selber, ich glaube, das müsste Korinther, welcher Korinther war das nochmal? Ich glaube, eins, boah, ich weiß jetzt nicht mehr. Da steht selber drinne, da wird es eine Gemeinde geben, die sagen, ich bin das, Kepas, dann kommt eine andere Gemeinde und meint, er wäre von Christus, dann kommt nochmal eine andere Gemeinde und meint, er wäre von was weiß ich was, ja. Und da sagt Jesus Christus selber in diesem Vers, was führt sie zusammen, spaltet nicht. Ganz einfach. Und das übersehen viele, ja, dass Jesus Christus klipp und klar ist. Satanische Lehre fängt erst an, wenn du sagst, ja, der Fürst und der Fürst oder XXY, ihr wisst schon, was ich meine. Das sind satanische Verse. Genau. Aber wenn jetzt einer, sagen wir mal, eine andere Lehre vertritt, dann können wir ihn trotzdem auf den geraden Weg bringen. Richtig. Ja? Und müssen diese nicht schalten. Das ist das, was viele vergessen. Ja, wir spalten sie nicht, sondern wir führen sie zusammen, damit wir was? Eine Lehre gehen, diese eine Richtung, Leute.
Bruder, das, ganz kurz, Leute, das ist nicht Flex seine eigenen Worte, seine eigene Philosophie, sondern das steht in der Bibel. Galater 3, Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Galater 3, Vers 28. Flex genau, erfindet nichts. Das kommt aus der Bibel. Richtig. Und deswegen, Leute, erwähne ich das immer sehr oft, ja. Mittlerweile, ja, wir wissen es, in TikTok gibt es gerade momentan Sekten, die unterwegs sind und ich hoffe nur im Namen Jesu Christus, ne, dass diese Sekten endlich mal wach werden und erkennen, dass das, was sie machen, einfach nicht gut ist, ja. Zum Beispiel einen das Heil absprechen, ach, du bist nicht getauft, ach, du bist nicht das, du bist nicht dies. Ich bin ganz ehrlich, das ist, richte nicht, sonst wirst du gerichtet. Ja? Genau. Steht in der Bibel. Richte nicht, sonst wirst du gerichtet. Richtig. Ganz einfach. Ja. Deswegen, Leute, bitte nimmt es zu Herzen, das ist auch nicht... Bruder, man fühlt sich auch wohl. Man fühlt sich auch wohl, wenn man dir zuhört in deinem Stream. Du redest sehr ruhig, liebevoll, weißt du, man merkt es. Dann hört man, hat man auch sehr, sehr Lust zuzuhören. Wirklich. Es ist auch wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir entspannt sind und darüber sprechen. Wenn es nach mir gehen würde, Leute, ich würde die ganze christliche Einheit, ich würde alle vereinen, ja. Aber ich habe gemerkt, ich habe diese Kraft nicht dazu. Ja. Die sind doch da, Bruder. Ich tue ja schon mein Bestes, ja, dass wir alle diesen einen Weg gehen, ja, weil ich habe gemerkt, wir sind gemeinsam, sind wir verdammt stark, ja. Das ist das, was ich gemerkt habe. Das, ich habe einfach gemerkt, dass es schwierig ist, ja. Warum? Es gibt eine andere Seite, die ja, aber du musst das machen. Mach jetzt das. Das ist eine Katastrophe. Jesu hat auch zur Samariterin gesagt, als sie am Brunnen waren, es wird die Stunde kommen, da werdet ihr nicht da beten, da werdet ihr auch nicht da beten, ihr werdet beten nur, wo ihr könnt. Und dann, wenn die Stunde da ist, dann ist die erste Frage, die ich einem Christen stelle, glaubst du daran, dass Jesus Gott ist? Glaubst du daran, dass der Vater Gott ist? Glaubst du daran, dass der Heilige Geist Gott ist? Glaubst du daran, dass Jesus Christus ans Kreuz ging? Glaubst du daran, dass er auferstanden ist? Und glaubst du daran, dass er wiederkommt? Wenn er diese Punkte mir nennt und sich mit mir im Einklang befindet, dann sind wir Geschwister. Und was die Lehre betrifft, ja, ich bin auch nicht ein Typ, wirklich der Ökumene, keine Ahnung, wie das heißt. Aber was die Lehre betrifft, da wird der Herr richten. Das wird der Herr klären, nicht ich. Ich werde das nicht klären. Das wird der Herr allein klären, wie er damit richten wird. Absolut. Wir müssen an die heilsrelevanten Punkte denken. Richtig. Wir haben fast die 500 geschafft, ne? Weiter so, Geschwister. Wir haben tatsächlich eine halbe Million geknackt, Alter. Das ist also, wir haben einfach eine halbe Million geknackt. Flex, deine Worte sind so geil. Das ist nicht, Leute, das ist nicht euer Ernst. Ey, Bruder, ich lass gleich DMX laufen, Mann. Stop! DMX, Bruder, gleich kommt DMX, Bruder. Nee, aber jetzt mal im Ernst, das ist der Wahnsinn. Wir haben einfach eine halbe Mille geknackt. Das ist schon heftig. Also, Leute, ihr seid wirklich die Besten. Ich meine das ernst. Also, wow. Und wenn ich noch reden darf, Bruder, du machst es nicht für dich, ja? Du machst es für alle. Genau. Ich sage das auch immer, mein Stream, das ist nicht mein Stream, das ist euer Stream. Ich mache das für euch, nicht für mich. Wenn es nach mir geht, Bruder, wirklich nach mir, ja, hätte ich gar keine Streams gemacht. Gar nicht. Ich mache das wirklich nur für euch. Mir fällt was ein. Wir sind zwar nicht die Stimme eines Rufers in der Wüste, aber auf Social Media. genau. Er
Erster Johannes, Johannesfest. Genau. Manche schreiben Fingerschmerzen, Bruder. Die Fingerschmerzen schon. Aber was ich hinzufügen kann, Leute, nochmal an alle. 500 geschafft, Bruder. 500 sind geschafft. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, eine Sache muss man sagen. Eine Sache muss man sagen, Leute. Wir haben es wirklich zusammen als Team geschafft, Leute. Und das ist krass. Ne? Gelobt sei Gott. Wirklich. Und das auch durch den Herrn, Leute, das ist der Wahnsinn. Also wir haben es wirklich geschafft als Team. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht hinzufügen. Ne? Wir sind genau. Ziemlich weit gekommen, alle. Die 500 wurden jetzt auch geknackt. 500. Gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott, dass wir so weit kommen mit der Predigt, mit der Dauer. Alles richtig. Lob gebührt den Herrn. Ohne ihn sind wir nichts, ohne ihn können wir nichts. Nur der Herr allein. Aber sag mal, ist euch mal aufgefallen, Leute, die christliche Dauer, also die christliche Predigt hier auf TikTok, wir sind verdammt stark geworden, Leute. Im deutschen Sektor meine ich. Wir sind, glaube ich, gemeinsam, ich meine jetzt wir alle, sind wir wirklich sehr, sehr stark. Ne? Also das ist meine Meinung. Im deutschen Sektor sind wir verdammt stark, Leute. Wirklich alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wenn Amen, Menzer, Amen, Amen, Bruder, Amen. Leute, nochmal, wenn Menzer nochmal kommt, ja, Shlomo, Shimon, wenn alle wirklich zu 100% wieder da sind, Leute, dann zerreißen wir das Ding, Leute. Deswegen, Leute, einmal alle ein Amen. Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und folgt bitte, folgt auch Flex, folgt auch Shimon, folgt mir, folgt auch Mensa. Macht super, super Arbeit, Bruder. Shimon redet, tut mir leid. Also wenn wir jetzt, guck mal, das Ding ist, der Bruder Shlomo und ich haben uns ja sehr, sehr zurückgezogen, weil es zeitlich bei uns nicht passt. Und der Bruder Mensa ist auch inaktiver. Aber so Gott will, dann starten wir hier wieder richtig durch und dann holen wir auch noch eine alte Legende dazu, die ihr alle kennt. Überraschung, lass, Bruder, Überraschung. Ich weiß schon, wer kommt. dann ist eine alte Legende hier. Ey, guck mal, das Ding ist, bei uns gelobt sei Gott. Harut kommt wieder zurück. Gelobt sei Gott, aber bei uns jeden einzeln läuft die Reichweite und Dauer super. Bei uns jeden einzeln, bei Shlomo, bei mir, bei Flexa, bei Mensa, da läuft es einzeln super und in einer Einheit, da sind wir wie die Marine von One Piece. Ja, absolut. da sind wir wie die Marine von One Piece. Hey Leute, aber eine Sache. Urban haben wir vergessen. Urban. Auch wir haben eiskalt Urban vergessen. Urban, maximaler Typ. Maximal Urban. Bitte alle Urban folgen, wirklich. Das ist eine Powerziege, ehrlich. Das ist auch ein Kaliber. Der Kerl ist wirklich. Ey, habt ihr mal seine Faust gesehen, wenn er seine Faust. Der macht noch so. Bruder, er hat seine Faust halbe Stunde an der Kamera gezeigt. Ich hab's auch gesehen. Der Urban hat hier so einen richtigen Bollen hier oben. Hier. Vor allem, das ist nicht normal. Oh Mann. Ey, das freut mich. Ey, das ist der Wahnsinn. Das freut mich so sehr, dass die Christen endlich mal aktiv geworden sind. Dass mal die Gedankengänge wieder am Laufen sind. Was ist die Wahrheit? Deutschland muss wieder ein christliches Land werden. Sollte ein christliches Land werden. Du, und was ich sogar noch hinzufügen kann, ja, das hat Shimon auch noch mal kurz erwähnt, Leute, durch Internet, ja, durch das Internet, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ist der Islam am Ende, Leute, die sind am Ende. Das ist wie Cyberattack. Das ist wie Cyberattack. Die sind am Ende, Leute. Die sind wirklich, ich mein's ernst, die sind am Ende. Kennst du den Film I, Robot? I, Robot, mit Will Smith. Kenn ich. Ja, du bist ein Will Smith, Bruder. So könnte man's fast sagen. Fast. Ja. Nee, aber da müssen wir wirklich ehrlich sein, Leute. Durch Internet, Leute, wirklich.
kommt die Wahrheit wirklich ans Tageslicht. Ja, es ist einfach so. Ne? Durch Internet predigen wir sprechen drüber. Und das können die auch nicht mehr aufhalten. Ja, weil erstens müssen wir das nicht auf der Straße machen, das können wir hier auch über TikTok machen. Und genau, richtig. Genau, wenn ihr alle. Ich hab. Ja, Bruder. Sag, Bruder. Nein, sag. Wenn ihr alle wirklich so scharf seid, das auf der Straße zu machen, dann Speakers Corners in Amerika, England, keine Ahnung, wo das immer alles stattfindet, ab dahin. Also Speakers Corner, ich glaube, da werde ich schon mal hingehen einmal. Da gehe ich hin. Bruder, ich bin dabei. Ich bin dabei. Den debattieren wir die Imame. Schick, Bruder, ich hab jemanden gerade in den Kommentaren gesehen, ich möchte gerne was dazu sagen. Tito, falls du mich hörst, ich wünsche dir wirklich alles Gute, gute Besserung. Du brauchst wirklich ärztliche Hilfe. Ich meine es wirklich ernst. Ich empfehle dir wirklich einen Arzt und das ist Jesus Christus, weil mit dir stimmt irgendwas nicht. Tito, ich meine das wirklich nicht böse. Wenn du mich hier hörst, ich empfehle dir einen Arzt und das ist Jesus Christus wirklich, weil mit dir stimmt irgendwas nicht. Gott segne dich auf jeden Fall, Tito. Wirklich, gute Besserung. Und das Traurige noch an der ganzen Sache ist, was ich hinzufügen möchte noch zum Abschluss später auch noch, oder ich füge das mal jetzt hinzu, wenn ich einen Dunkelhäutigen sehe, der Moslem ist, dann tut mein Herz sowas von weh, weil sie wissen nicht, was sie da tun, ja, dass sie eigentlich einen Gott dienen, der quasi zwei rechte Hände hat und dass sie quasi einem Propheten folgen, der quasi Dunkelhäutige in den Hadithen, laut Hadith, ja, Dunkelhäutige verkauft hat, ja. Also wir sprechen von der Schrift und das tut mir sowas von Herzen weh, wenn ich sehe, dass ein Dunkelhäutiger Moslem ist. Ich meine, man kann es eh nicht ändern, es ist leider... Und dann nennen sie sich alle Bilal, Bruder, dann nennen sie sich alle genau. Bilal, ich verstehe das nicht. Das ist eine Beleidigung sogar, das ist sogar eine Beleidigung, Bruder, ich bin ehrlich zu dir. Und das Traurige daran ist, ich hoffe einfach wirklich, dass diese dunkelhäutigen Brüder, auch wenn die meisten sagen, die sehen mich jetzt nicht als Brüder, weil ich gegen die schieße, ganz einfach, ja, die sollen ihre Quellen überprüfen, die sollen ihre Quellen lesen, die sollen bezüglich das N-Wort in den Hadithen mal schauen, kommt alles vor. Ja, das ist etwas, was natürlich ein Fakt ist, ja. Und ich hoffe, dass diese Brüder diese Sachen erkennen. Und bezüglich Manuelsen werde ich dann wahrscheinlich vielleicht noch ein kleines, kurzes Video machen über Manuelsen und... Bruder, in Liebe, ganz normal, in Liebe, weißt du, ist ja keine Kampfansage, ja, in Liebe einfach. Ich mache auch ein ganz normales Statement. Ganz normal, Bruder, weil er tut mir auch ein bisschen leid. Liebe mit Respekt. Ich bin auch ehrlich zu euch, er tut mir auch leid, Bruder. Meint er muslimhassende Prediger oder irgendwas, was er gesagt hat. Bruder, ich bin ehrlich zu euch an dieser Stelle, auch Manuelsen, falls du mich hörst, du tust mir wirklich leid, weil du bist eigentlich eine nette Seele, normalerweise, Bruder. Aber er ist selber, es geht nicht nur um die Identität bei ihm, Bruder, es geht auch um den Glauben. Er weiß nicht, ob er Sunnite, Schiite ist, er weiß es gar nicht. Er weiß nicht, an was er glaubt. Er hat wirklich Identitätsstörungen, Bruder, ich meine das ernst. Also nicht nur im Glauben, nein, ich meine das nicht böse. Also auch im Thema Islam, Bruder, ich habe ihn oft zugehört, auch in anderen Streams. Er weiß gar nicht mal, was da ist, welcher Aqida er angehört, welcher Strömung, ob er Schiite, Sunnit, das weiß er gar nicht. Er sagt einfach Muslim. Ja, ja, der kennt sich auch gar nicht aus, Bruder. Also der tut mir auch ein bisschen leid. Ich wünsche ihm auch an dieser Stelle Gottes Segen, mir ehrlich jetzt, auch gute Besserung. Weil Bruder hat sehr, sehr viele Probleme. Und was ich traurig finde, seine eigenen Glaubensbrüder nennen ihn das N-Wort. Hast du mal gesehen, wenn er live ist? Sobald er live ist, er hat sogar mal ein Video gemacht, er war, glaube ich, irgendwo im Interview. Er hat live gezeigt, guck mal, ich gehe jetzt live, guck mal, was passiert, Bruder. Der geht live, 99% von den Leuten, die ihn beleidigt haben, waren Muslime. Die selber immer schuld. Das N-Wort. Richtig, selber schuld, genau. Gegangen. Selber schuld. Richtig, die ihn beleidigt haben ständig. Bruder, die Kommentare, es ging so schnell, immer nur N, Schoko, Schoko, N und bla bla bla. Ne? Ich kann dir sagen, wo das Problem ist, Schlomo. Ganz bitte. Einfach. Diese Menschen, ja, das ist auch keine Beleidigung. Ich kenne diese Leute hinter verschlossenen Türen. Ja. Sind das die größten Widerlichen, die es überhaupt gibt. Das ist einfach so. Der ist gefangen, weißt du, Bruder, der ist gefangen. Vor dir sagen sie, Bilal war schwarz. Der erste, der den Muezzin-Ruf gemacht hat, war Bilal und so. Diese Bilal-Karte, die zieht einfach nicht mehr, weil der Kerl war bis an sein Lebensende Sklave. Der war nicht frei.
Genau. Laut Hadith war der Kerl nie frei. Das ist ein Fakt. Okay. Nummer zwei, hinter verschlossenen Türen, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, so widerlicher Rassismus wie, Bruder, ja. Ich sag dir ehrlich. Bruder, die beleidigen seine eigenen Glaubensbrüder. Ich sag doch, du siehst in den Kommentaren nur seine eigenen Glaubensbrüder. Ja, die ihn beleidigen, dann denke ich mir so, warum macht ihr das? Guck mal, Bruder, egal ob ich jetzt seiner Meinung bin oder auf seiner Seite oder nicht, spielt keine Rolle, es ist jetzt Menschlichkeit erstmal. Warum macht man sowas? Die beleidigen ihn, Bruder, sie beleidigen wirklich zu Tode, TikTok sportlich. Das ist abartig, Bruder, das ist wirklich abartig. Deswegen an dieser Stelle, Manu, wenn du uns hörst, der Flex hier, der Flex liebt dich. Wir lieben dich alle, wir haben nichts gegen dich, Manuelsen. Wir sind keine... Ich habe gesagt, ich gehöre nicht zu euch. Ob du willst. Der hat das klipp und klar gesagt. Der hat gesagt, ich gehöre nicht zu euch und ihr nicht zu mir. Also klipp und klar. Ja? Genau. Aber Manu, ob du es willst oder nicht, ja. Dein Flex, es ist dein Bruder, genau wie ich auch dein Bruder in Adam sind. Ob es dir gefällt oder nicht. Ja, wir würden dich auch niemals beleidigen. Aber eine Frage, die Leute sprechen die ganze Zeit von Ex-Muslim Army. Kennt einer den? Also ich kenne den gar nicht. Wer ist das überhaupt? Ich kenne nur Flex Burner. Ich kenne auch nur Flex Burner. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Also die Leute sprechen hier immer von einem Ex-Muslim. Ich habe keine Ahnung, wen ihr meint. Ich meine das ernst. I don't know. Kennt ihr das, Leute, wenn der Herr euch diese Liebe geschenkt hat? Ja, und ihr einfach Sabr, Achi, Sabr. Einfach nur Sabr, Bruder. Ihr wollt einfach für eure Ruhe haben und so einfach predigen und einfach die Liebe verbreiten. Kennt ihr das? Natürlich, Bruder. Bei dir merkt man das doch. Du willst nur Liebe verbreiten, Bruder. Nur Liebe. Ganz einfach, genau. Warte mal, Shimon, weil ich merke das auch, Bruder, wenn ich jetzt auch andere Streams anschaue, bei dir und auch bei Mensa, Bruderherz, wenn ihr über die Bibel spricht, ihr spricht so nicht so hasserfüllt, ne? Ihr redet gar nicht so dieses hasserfüllte Null. Man merkt, dass ihr wirklich viel Liebe im Herzen habt. Ja? Und es ist auch wichtig, dass man diese Liebe auch in sich trägt. Bruder, zum Beispiel mein Stream, jeder, der beleidigt, zum Beispiel, kicke ich raus. Ich stumme nicht, ich blockiere. Warum? Ja. Ich mache das zum Beispiel nicht für Reichweite, Bruder, sondern ich möchte eine Atmosphäre in meinen Stream, wo wirklich nur Liebe und Respekt verbreitet wird. Mehr absolut nicht. Bruder, das bringt doch nichts, Flex. Das bringt doch gar nichts. Mit dieses, ja, aber hier nass, dein Gott ist nass, mit Pampers. Was ist für eine Redensart, Bruder? So unzivilisiert. Das ist so unzivilisiert. Zeig mir aus der Bibel, wo prophezeit wurde, dass er aus Nazaria genannt wird. Bruder, ich ganz ehrlich, dieses Argument, ich hätte ihn so ein Knockout gegeben. Das ist so ein lächerlicher Argument. Wo steht es? Er weiß noch nicht mal, was Nazareth bedeutet, Nazarener. Er weiß noch nicht mal, was Nazarener bedeutet, aus dem Hebräischen. Hatte keine Ahnung. Sprosse, Nazarener heißt Sprosse. Das kommt im Alten Testament vor, er wurde prophezeit. Er weiß es gar nicht, Bruder. Spross Davids. Natürlich, Spross Davids, das heißt Nazarener. Jeremia 23. Bruderherz, auf die werde ich einen Spross erwecken. Und das Ding ist, Jeremia 23, Vers 5 bis 6 ist Bestätigung, dass der El-Messi, dass der Messias Gottes, weil da steht Gott sehr groß geschrieben, ne? Herr groß genau geschrieben. Richtig. Der Wahnsinn. Wo steht Nasri? Wo ist Nasri? Nasri hier, Nasara. Bruder, ich habe die Frage nicht mal verstanden. Aber ja, auch so. Ich wünsche Ihnen aber auch alles Gute, weil er ist am meisten. Den meisten hassen sich. An alle, die hier zuhören, aber Rosine, der hat den meisten hassen sich. Ich wünsche dir auch Gottes Segen und wirklich gute. Nur den Frieden und gute Besserung. Wirklich gute Besserung. Ich wünsche dir wirklich den besten Arzt und das ist Jesus Christus. Falls du uns hier hörst. Amen, Amen, Amen. Nur Jesus kann dir helfen. Wirklich. Hört auf mit dieser Hetze und mit der Beleidigung. Hört einfach nur auf damit. Ich verstehe, Bruderherz, ich verstehe das doch gar nicht. Lass doch einfach mit Liebe miteinander reden. Und guck, die würden sich jetzt über diesen Satz lustig machen. Haha, er sagt mit Liebe. Ja, wie willst du denn sonst? Er sagt doch, die sagen doch, euer Gott ist ein Lamm. Euer Gott ist ein Lamm. Also an Tito, wirklich, rest in peace, Bruder. Du hast ihn umgebracht.
damit zur Polizei. Rest in Peace. Nee, also ernsthaft. Alle in den Kommentaren bitte Rest in Peace, Tito. Also wirklich, ein bisschen Humor muss ja sein, ja. Also Rest in Peace, Tito. Ja, ich hoffe, dein Name. Jetzt schreiben alle Rest in Peace, genau, Rest in Peace, Tito. Oh Mann. Wahnsinn. Bruder, wirklich, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ich meine das ernst. Er tut mir auch sogar leid. Er tut mir sogar leid. Also eine Sache muss man sagen, ja, der tut mir schon leid. Der tut mir schon leid. Wahnsinn, ehrlich. Ehrlich, mir auch, Bruder. Ich höre ihn oft in Streams, ne? Also, der hat wirklich, also Gott verzeihen, wenn ich das sage, einen Schaden. Ich meine das ernst. Er braucht wirklich Jesus Christus, Bruder. Der Schaden liegt daran, Leute, guckt mal, ich gebe euch mal einen Vers, ja? Jesus Christus sagt, ich bin der Hirte. Okay? Ich bin der Hirte. Wisst ihr, wie Tito das auslegen würde? Der würde sagen, oh, guck mal, deine Gurt ist ein Schaf. Genau, richtig. Richtig. Richtig, eine Schaf. Ja. Ey, wisst ihr, was das Ding ist? Tito würde wahrscheinlich sagen, ah, guck mal, deine Gurt hat gesagt, das ist ein Schaf. Überleg mal, Leute. Das ist wisst ihr, was das Ding ist? Wisst ihr, was das Ding ist? Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, der ist mir sehr aufgefallen. Ja. Bruder, die haben, ich weiß nicht wieso, dein Hintergrund ist sehr laut, Bruder. Ja, irgendwie, das hat er gebracht, Bruder. Es gibt einen Punkt, den ich bis heute nicht verstehen werde. Warum machen sich die Ungläubigen über die Liebe von Jesu al-Messih in der Bibel lustig? Weil er über Liebe predigt? Richtig. Jesus predigt über die Liebe und sie machen sich darüber lustig. Warum? Über was soll er denn sonst predigen? Guck mal, wo sind wir gelandet, dass sie sogar jemanden auslachen, der nur Liebe verbreitet? Überlegt mal, die sagen, was ist das bei euch für ein Gott? Der ist schwach. Die sagen sogar, er ist schwach. Er braucht immer nur Liebe, 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 Liebe. Die machen sich lustig. Überleg mal, weil sie wollen jemanden haben, Bruder, der ein Krieger ist, der mit einem Schwert die Köpfe abhackt. TikTok sportlich. So einen wollen aber, die, verstehst ist du? Das ist aber echt so. Ja, ja. So. Guck doch mal ihre Hintergrund. Hast du mal bei denen ihr Hintergrund gesehen? Schwarz, Bruder? Alles mit Schwert. Vermummt, Schwert. Schwarz, vermummt und immer ein Schwert. Und ihre Naschids hörst du genauso, Bruder. Ich habe mich das immer gefragt. Ich würde gerne noch mal was dazu sogar noch sagen, Leute. Das ist äußerst wichtig, dass ihr, wenn ihr eine Religion beitreten tut, ja, achtet immer darauf. Ja. Die wahre Religion, ja, ist Christus. Ja. Nochmal. Ja. Dass wir die eine Lehre folgen, das ist alles gar kein Problem, ja. Das ist alles gut. Wir haben die Orthodoxie, wir haben die Katholiken, wir haben alle anderen, dass wir diesen einen Weg gehen. Alles kein Problem. Aber ist euch mal aufgefallen, die andere Seite, ja, die haben immer Hintergründe, schwarze Fahne, hier oben komplett vermummt, du siehst nur die Augen. Also, das sind Krieger. Ja, das sind alles Shahids, Krieger, die wollen kämpfen, wirklich, also den Gott, den wir haben, da geht es nicht um Kampf, denn der Kampf im Geiste. Bei uns ist Kampf im Geiste, hat Jesus gesagt. Kampf im Geiste. Richtig. Die wollen schlachten, die wollen wehtun, die wollen vor deiner Haustüre stehen, die wollen dich drohen. Haltet euch fern von so solchen Leuten. Haltet euch fern davon. Weil die sagen, die sind der Frieden, die sind vom Frieden weit entfernt, Leute. Sehr, sehr weit entfernt. Ist euch mal nicht aufgefallen, die wollen entweder deine Adresse, die wollen wissen, wo du wohnst, die drohen dir, ja. Also das sind Kämpfer, die wollen nur kämpfen. Es geht bei denen nicht um Frieden. Und falls ihr auch gemerkt habt, den Geist, was die da haben, Leute, ja, den Geist, was die da tragen, dieser Geist ist immer gleich auf 180 und ist immer ganz aggressiv. Weil du musst überlegen, ihre Sahaba, Bruder, guck mal, Abu Bakr, Umar, Uthman, ne? Die sind alle hasserfüllt gewesen, Bruder. Wenn man wirklich ihre Sira mal wirklich mal durchliest von ihren Sahaba, ich sag nochmal, Abu Bakr, Uthman, ja, ganz grauenhaft, Bruder. Muawiya, grauenhaft, was sie gemacht haben. Khalid bin Walid, Bruder, wirklich Massenmörder, TikTok sportlich. Und jetzt kommt's. Ich bin schockiert. Und jetzt kommt's. Bruder.
Jetzt kommt die Sache. Dann liest du dir einmal den die Briefe von Paulus durch und merkst, wie demütig er ist. Genau. Dann merkst du, wie demütig Paulus ist. Stell mal vor, Petrus macht sowas, Bruder. Stell mal vor, Petrus macht sowas oder Paulus. Ich würde einen Schock bekommen. Genau, was? Paulus hat das doch getan. Er hat damit aufgehört. Richtig. Paulus hat die Christen gejagt, die Andersgläubigen. Er hat die Leute gejagt. Paulus war ein Mörder. Das erschien ja Jesus. Richtig. Dann erschien der Herr. Richtig. Dann erschien der Herr. Und was lesen wir? Was lesen wir? Was finden wir heraus? Hier geht es um Liebe. Hier geht es um Frieden. Der hat die Muslime damals kaputt debattiert. Richtig, absolut. Und danach, aber der wurde so mies enthauptet, das ist schon krass. Stimme deinen Fernseher. Ja. Genau, also. Auf jeden Fall, Paulus war eine Maschine, Leute. Der Kerl hat die debattiert. Ich sag's euch, Mann. Hörst du das auch doppelt? Nee, ich höre nichts doppelt. Okay. Paulus hat die griechischen antiken Philosophen in den Erdboden gestampft. Ja, die kaputt debattiert. Das könnt ihr sogar in Apostelgeschichte lesen. Ich glaube Kapitel 18 oder so, 17, keine Ahnung. Ich muss euch kurz was sagen. Ich habe gerade Dings bekommen, eine Nachricht, ne? Die Gummibärchenmann, der hat gerade einen Stream, ein Christus bei denen, die sind zu fünft gegen ihn. Wisst ihr, wie er mit ihnen redet? Wenn ich rede, dann bist du richtig, du Kafir. Echt? Jetzt stellt euch mal vor, ja, die sind gerade live. Stellt euch mal vor, jetzt kommt ein Moslem, ne, hier hoch. Ja, irgend so ein Sunnite kommt hier hoch und wir sagen zu ihm, ey, hör mal zu, wenn ich rede, bist du ruhig, du Kafir. Was ist das, wenn der reden sagt? Ja, aber das ist normal, die benutzen das Wort bei uns immer, dass die Kafir sagen, das ist normal. Stell mal vor, du sagst, ey, hör mal zu, du Ungläubiger, wenn ich mit dir rede. Was ist das, wenn der reden sagt? So willst du Leute einladen zu eurem Glauben? So? Aber du kannst ja den Stream aufnehmen, Bruder, ja, und dann kannst du das mal mit unserem Stream vergleichen. Wir haben ihn reden lassen, wir haben ihn nicht gestummt. Absolut. Bruder, so reden wir auch nicht mit den Leuten. Das ist, so reden wir nicht. Wir dürfen auch nicht so reden. Wir müssen sogar unsere Feinden segnen, Bruder. Sogar segnen. Ich verstehe das nicht, Bruder, ehrlich. Die tun mir auch irgendwie leid, aber leider gibt es keine Entschuldigung. Weißt du, wenn Jesus Christus, Bruder, zurückkommt, ne? Dann gibt es leider kein Zurück mehr. Weil wenn die ihn jetzt nicht als Anwalt nehmen, Bruder, werden die ihn als Richter begegnen. Und sie werden zur Rechenschaft gezogen. Ob die wollen oder nicht. Wer Jesus Christus nicht annimmt, hat ihn mitgekreuzigt. Merkt euch das. Genau. Wer Jesus Christus nicht annimmt, hat ihn mitgekreuzigt. Oder anerkannt hat, der hat mitgekreuzigt. Ja. Bruder, guck mal, wir sind in der Gnadenzeit. Wenn die ihn jetzt nicht annehmen, ja, wenn die ihn jetzt nicht annehmen, wenn er zurückkommt, Bruder, das sind diese Leute, die ihn zum zweiten Mal gekreuzigt haben. Und für die gibt es nur eine Sache, Bruder, der zweite Tod. Oder der zweite Tod ist die ewige Trennung von dem Herrn. Da gibt es kein Zurück mehr. Ja. Der zweite Tod ist die ewige Trennung. Diese eine Stelle, die mich wirklich, wo ich echt Gänsehaut bekommen habe, Leute. Stellt euch mal vor, ich will euch mal diese Geschichte erzählen, okay? Stellt euch mal vor, ihr lebt in Sünden. Immer, immer, immer und immer wieder. Und ihr habt den Herrn nicht anerkannt. Ja, zum Beispiel wie die Muslime zum Beispiel. Ja. Und dann am jüngsten Tag des Gerichts, ja, stehst du vor dem Herrn. Und dann öffnet Gabriel, ja, oder Michael, ja, schaut, ja, ist der im Buch des Lebens zu finden? Dann guckt er. Leider nicht. Und dann sagt er, no, my Lord. Leute, ja. Das ist so eine Backpfeife im Gesicht, Leute. Stellt euch mal vor, das Buch des Lebens und eiskalt sagt der Engel, no, my Lord. His name is not found in the book of life. Du weißt, was es bedeutet, ne? Leute, das ist... Also ich sag euch ganz ehrlich, das... Wow, also da fehlen mir die Worte, weil... Kennst du die Stelle bei dem Film 300, als der eine da vor dem Loch steht und ihn sagt, Sparta, und er kickt ihn so in den Loch rein? So ungefähr musst du dir vorstellen. Ja, du wirst ins Feuersee geworfen, genau so, zack. So. Steht drin in der Bibel, du wirst in den Feuersee geworfen, wenn du nicht im Buch des Lebens eingeschrieben bist. Deswegen, Leute, ich sag's nochmal, nehmt den Herrn Jesus Christus ernst, denn wenn ihr nicht im Buch des Lebens eingetragen seid, ja, Leute, das ist...
Und wisst ihr, was das Schlimmste ist an der ganzen Geschichte, auch an Shlomo und Shimon? Die Leute oder die, die in der Hölle sind, werden uns im Paradies, also werden die im Paradies sehen, wie sie sich freuen und wie sie Spaß haben. Und die, die aber im Paradies sind, die kennen euch nicht mehr. Die wissen auch nicht mehr, wer ihr seid. Das wisst ihr schon. Da gibt's keine Trauer, nichts, gar nichts. Die wissen nicht, dass ihr da seid. Und das ist krass, Leute. Das ist krass. Deswegen nimmt das ernst. Bruder, an dieser Stelle, ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt raus. Ich muss jetzt essen. Ich habe mir schön leckere Falafel hier selbst gemacht von meiner Mutter, Bruder, richtig lecker, halal. Ich wünsche euch allen Gott, danke, danke, Bruder, ich wünsche allen Gottes Segen. Mach weiter, Bruder, wir haben gleich die 600.000, ne? Mach genau, weiter, genau. Bruder. Alle bitte schön tippen, tippen, tippen. Mach die 600.000 jetzt mal voll. Richtig. Dann predigen richtig. Dann haben wir noch eine Predigt hier raus. Genau. Dann preisen wir den Herrn bis zum letzten Atemzug. Richtig. Zum letzten. Vielleicht kommt ja Shlomo live in einer Stunde. Nein, Bruder, ich muss arbeiten morgen. Nee, guck mal, ich wollte schon eigentlich vor halbe Stunde essen. Ne? Ich habe extra sogar auf mein Essen verzichtet, Bruder, nur wegen euch, wirklich. Alles gut. Auf jeden Fall, Gottes Segen, Bruder, macht weiter so. Und ich gehe jetzt schön meine Falafel essen mit Hummus. Alles klar, Bruder, hau rein. Genau. So, an alle, die hier drinnen sind, macht die 600.000 Likes bei dem Bruder jetzt voll. Mach die 600.000 Likes jetzt voll. Jetzt machen wir noch und dann... Genau. Ich glaube, einen Gast haben wir noch, den holen wir. Einen Gast haben wir. Na. Ja. Einen Gast haben wir noch, mit dem können wir gleich noch reden. Was geht, Flex, alles klar? Oh, Omar, der mich beleidigt hat. Ui. Ich hab dir doch nur meine Meinung geschrieben, ich hab dich nicht beleidigt. Okay, ein Wort war daneben. Hast du mal gesehen, wie du geschrieben hast? Ich sage ja, ein, zwei Wörter waren... Willst du dich nicht entschuldigen? Habe ich doch. Ich hab im Stream geschrieben, dass es nicht richtig war. Aber der hat es wahrscheinlich überlesen. Wie gesagt, Flex, wir haben uns doch eigentlich am Anfang gut verstanden, oder? Richtig. Wofür bist du hier? Schnelle Welle, Bruder. Predigt es dann lieber besser. Shimon, ich glaube, bleib mal geschmeidig, alles gut. Ich habe mal eine Frage auf die schnelle Welle. Welche Sprache hat eigentlich Jesus gesprochen, Flexer? Aramäisch. Und was heißt auf Aramäisch Gott? Okay, raus. Bitte. Okay, raus. Bitte raus. Okay, lass predigen, raus. Bruder. Beantworte doch die Frage. Dieses Thema haben wir schon vorhin eine Stunde. Wer hat denn überhaupt dich gefragt? Ich habe dich überhaupt alles nicht gut. Gefragt. Ich wünsche dir, den inneren Frieden. Lass doch den Flex antworten. Bleib respektvoll. Sei nicht emotional. Ich bin nicht emotional, aber du lässt die Leute nicht aussprechen. Ich gerade eine Predigt. Flexer. Ich bitte dich. Flexer. Geh einfach raus. Lass ihn mal, Shimon. Flexer, antworte mir doch einfach bitte auf die Frage. Aloho, Yeshu. Ja. So. Aber hast du mir die Frage beantwortet? Du meintest Aramäisch und auf Aramäisch heißt Gott Allah. Nein, Aloho, falsch. Ja, Gott Aloho. Allah, Aloho. Gleiche Aussprache, nur andere Schrift. Ja, Aloho. Also hat Aramäisch er ja wohl... Bleibt Aramäisch. Wir sagen doch auch Allahim. Allahim, genau. Wir sagen auch Allahim. Ja. Auf Aramäisch bleibt das Wort Aloho. Und es war nie Allah. War nie Allah. Dann, Aloho, dann Yeshua, Mishnu. Okay. Stimmt nicht, was er da sagt. Steht das sogar in der Bibel drin. Ich kann dir sogar zeigen, welche Bibel. Schmeiß mich nicht raus. Guck mal, ich will... Das steht sogar übersetzt. Ich möchte einfach mit dir normal sprechen. Ja, ohne irgendwie... Omar, wenn du mich jetzt fragst... fragst. Bezüglich jetzt der Bibel, ja, die Frage ist, kennst du dich überhaupt mit deinem Glaube aus? Ja, sehr gut sogar. Okay, dann nimm mal dein Koran. In der Bibel steht sogar, ein Moment. Schrägstrich gleich Allah mit der Schreibweise, die wir das sogar haben, in der aramäischen. Kannst du ja aufschlagen, Flexer. Bitte Omar, sag mal bitte, deine Frau ist ganz wichtig, das nicht mit unserem Gott zu vergleichen. Und das ist auch keine Beleidigung. Ich weiß, dass ihr gerade Ramadan, ich respektiere das, ja. Aber den Gott, den ihr anbetet, hat mit unserem Gott nichts zu tun, weil euer Gott den Namen Yahweh nicht trägt. Und somit fällt Allah schon mal komplett weg.
Ja. Okay, also gut, das ist eure Interpretation halt, ne? Nein, nein, Yahweh ist 1. Mose bis 5. Buch Mose. Da kommt der Name Yahweh vor. Und den Gott, den wir haben in der Tora, wenn Allah diesen Namen hätte, dann würde was? Dann würde das auch im Koran stehen. Aber die 99 Namen, die Allah hat, nicht mal ein einziges Mal kommt Elohim, nicht mal ein einziges Mal kommt Yahweh, somit ist Allah raus aus dem Spiel. Das heißt also, Allah gibt es erst. Du weißt schon, dass alle Türken Allahin sagen, ne? Die sagen immer Allah. Ja gut, schön. Das ist also, Allahim, ist Allahim. Wir reden aber von Yahweh. Wen hat denn Jesus angebetet? Das ist nur ein Titel. Das ist kein Eigen. Lass sie ruhig reden. Alles gut. Nein, ich will nur wissen, weil es interessiert mich, wen hat Jesus angebetet? Zum Vater. Zum Vater, der Vater, den er selbst ist. Nochmal. Er hat ihn nicht angebetet, er hat gebetet, das ist ein Unterschied. Genau, danke schön, Shimon. Ich meine, ihr müsst ja quasi, wer hat denn seine Mutter erschaffen? Welche Mutter? Also guck mal, jetzt. Maria muss ja einen Gott geboren haben. Nein, du verstehst es nicht. Die Maria erschaffen, das ist so komisch. Ganz wichtig, Hanna, du darfst dich jetzt nicht selber begraben, weil laut deiner Schrift wurde Jesus Christus durch den Heiligen Geist sogar gezeugt, ja? So, jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, wo steht Heiliger Geist, Jibril, Heiliger Geist, kannst du mir das aus dem Koran bitte rausgeben? Kannst du mir den Vers bitte zeigen? Naja, der Jesus hat laut unserem Glauben keinen Vater, so wie Adam und Eva auch nicht. Doch, Josef. Ja, Adam und Eva haben auch keine Eltern. Du schießt dich gerade selber ab. Guck mal, nochmal. Wer war die Frau? Wer war der Mann? Ganz kurz. Wer war der Mann von Maria? Maria hatte keinen Mann, laut Islam. Aber laut deinen Koran war der Mann Josef. Also kennst du dich gar nicht aus. Doch, red aus, meine ich. Hanna, laut deiner Schrift, laut Koran, war der Mann Josef. Und du hast gerade eben gesagt, Maria hatte keinen Mann. Du hast dich selber abgeschossen gerade. Ja, Maria hatte keinen Mann. Sie war nicht verheiratet. Doch, laut Koran war das Josef. Es gibt im Koran eine Zeile, wo sie sagt, wie soll ich bitte ein Kind bekommen, lieber Gott, wenn mich doch kein Mann berührt hat. Sure 4, Vers 7, 3. Weil sie ja Jungfrau war. Ist ja klar. Ja, sie hat aber auch keinen Mann gehabt. Sie war verlobt. Sure 4, 37, glaube ich. Schlag mal ganz kurz auf. Sure 4. Ich habe meinen Computer gerade nicht. Weil ich die Verse kenne. Okay, kein Problem. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ganz kurz. Ich möchte vom Thema nicht wegspringen. Ich möchte genau da bleiben. Wenn der Josef der Vater ist. Ganz kurz. Dann ist es ja von Gott der Vater. Josef ist der Vater. Bitte, ganz kurz zuhören. Ja. Nicht Josef ist der Vater, sondern durch den Heiligen Geist wurde was? Jesus gezeugt. Aber da kommen wir auch nochmal dazu drauf. Meine Frage ist jetzt, ja, wenn Jesus laut Islam durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist, meine Frage ist, wo steht Heiliger Geist, Jibril, Heiliger Geist im Islam, also beispielsweise im Koran? Könnt ihr mir den Vers bitte geben? Im Koran wird Jesus nicht durch einen Heiligen Geist geboren. Allah haucht ihm die Seele ein, die es alle anderen auch. Doch, Hanna, du hast keine Ahnung vom Koran. Sure 2, Vers 87. Wie bitte? Sure 2, Vers 87. Du sagst zu mir, der hat einen Vater, aber der wurde von einem Geist gezeugt. Du hörst mir nicht zu. Was habe ich denn vor 3 Minuten gesagt? Genau das, was ich dir gerade eben gesagt habe. Nein, was habe ich denn vor 3 Minuten gesagt? Auf diese Körner zu essen. Alter, das nervt. Ich muss Körner essen. Junge. Genau das, was du eben gesagt hast, habe ich wiederholt. Nein, Hanna, nochmal. Wiederhol mal das, was ich vor 3 Minuten gesagt habe, bitte. Du hast genau das gesagt, was ich dir eben gesagt habe. Nein. Ich habe vor 3 Minuten dir was gesagt. Die Frage ist, was habe ich vor 3 Minuten gesagt? Weil im Koran kommt nicht vor, dass er von einem Geist gezeugt worden ist. Seine Seele wurde eingehaucht, wie bei uns auch. Okay, was habe ich denn gerade eben gesagt? Dass das dann von einem Geist irgendwie... Okay. Dann schlag mal Sure 2, Vers 87 auf. Kannst du mir nur einen Gefallen tun, Flexer? Die Leute in den Chat bitte
respektvoll zu bleiben, weil das sind einige Kommentare, die nicht in Ordnung sind. Also Sure 2, Vers 87, hast du gesagt? 87. Im Koran bezieht sich auf die Arroganz der Kinder Israels. In diesem Vers wird erwähnt, dass Moses die Tora gegeben wurde und ihm Gesandte folgten. Ebenso erhielt Jesus... Sure 2, Vers 87, habe ich genauso eingegeben. Ebenso erhielt Jesus, der Sohn Maria, klare Beweise. Dieser Vers betont die Bedeutung der prophetischen Botschaften, die an Moses und Jesus gesandt wurden und kritisiert die Arroganz und Unanständigkeit der Kinder Israels gegenüber diesen göttlichen Geschenken. Ganz kurz. Von dem, was du gesagt hast. Stopp, warte mal. Was für ein Koran hast du denn da? Also du liest was ganz anderes. Naja, keine Ahnung. Die Frage ist, was für eins hast du? Hä? König. Sure 2. Mach mal deine Kamera an. Ich kann das dir irgendwie nicht abkaufen. Warte mal, mach mal deine Kamera. Ich mach mal kurz. Wie mache ich denn hier die Kamera an? Warte mal. Wundert mich, da passt irgendwas nicht zusammen. Sehe ich denn die... Ach, hier. Wie macht man das denn, Flexer? Unten, da wo deine Kamera ist und dann akzeptieren. Wo meine Kamera ist und dann akzeptieren? Genau. Warte. Du bist rausgegangen. Bruder, ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, um zu predigen. Ja. Also. Oh, nee, nee. Also, ich hoffe, das war jetzt ein Ausversehen, weil ich habe das Gefühl, das war. Ja, naja, gut. Wie auch immer. Ja, ich hol mal den Urban hoch noch und dann. Ach, Leute. Ich hoffe, das war nicht mit Absicht. Gottes Segen, Flexer. Das war heute so stark mit Hamdi. Das hat so viel Spaß gemacht, zuzuhören. Und ich wusste, dass Hamdi nach so Strohhalm sucht. Nach eine halbe Stunde lang hat er einen Grund gesucht zum Gehen, weil er wusste, er hat verkackt. Also Hamdi, ja, das war klar. Das war ja klar. Das ist ja nichts Neues. Bruder, ich bin wegen anderes Thema auch gekommen, aber das Thema ist vorbei. Das Thema Sahaba, da dachte ich, vielleicht komme ich da hoch, weil ich die ganze Geschichte von ihm gelesen habe. Ach nee, bleib mal da, wo du bist. Wenn ihr jetzt predigen wollt, Leute, predigt. Ja. Ich wollte sagen, da, wo die Sahabis, die haben sich alle gegenseitig umgebracht. Da hat keiner 2 Jahre gelebt, nachdem Mohammed gestorben ist. Somit hat Mohammed denn irgendeine Rechtleitung gebracht? Keiner weiß welche, weil die haben sich alle umgebracht. Die Enkelkinder von Mohammed wurden umgebracht. Man hat mit ihren Köpfen Fußball gespielt. Hassan und Hussein, das war Jesid. Die Sunniten feiern diesen Jesid als Helden, der die Enkelkinder von Mohammed umgebracht hat. Das wirst du im Leben nie verstehen, wenn ihr euch das durchliest. Das ist so krank. Ja. Und Urban, ja. Es wird Zeit, dass ich auch mal von dir, Bruder Herz, auch mal Bibelverse höre. Und da wäre ich mega, mega, würde ich mich freuen, wenn ich mal Bibelverse höre. Gerne. Soll ich lesen? Lass mal den Koran komplett mal weg. Ja, lass also mal den weg. Den Hadith auch gut. Weg. Und greif mal das Johannesevangelium und lies uns mal bitte 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Ich habe eigentlich was Besseres, aber ich lese. Ah, das ist ein geiler Vers, glaub mir. Okay, warte. 1. Johannes Vers? 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. So. Was wusste ich, Leute? Also an Vicky, was wusste ich? Weil die Chats sind manchmal so... Meine Augen tun auch ein bisschen weh, Leute, deswegen wundert euch nicht. Ich bin noch leicht erkältet, mein Hals und alles tut mir so richtig weh. Betet alle für den Bruder, für die schnelle Genesung. Leute, bitte schenkt mir nicht so viel. Die Leute sind immer so spendabel. Okay, Leute, ich lese, ja? Soll ich noch so eine schöne Hintergrundmusik machen? Bruder, mach wie du denkst.
Mach. Ey, Flexer, ich bin so froh, dass du auf TikTok bist, glaub mir. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich glaub dir, Bruder, danke. Oh, oh je. So. So, Leute, schließ die Augen, ne? Ich mach auf meine tiefste Stimme, die ich habe. Wir hören dir zu. Warte. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Hütet euch von dem schwarzen Stein, den sie siebenmal umrunden und denken, dass er Sünden vergibt. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten, um Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist eine Sünde, aber es gibt eine Sünde nicht zum Tode. Oder habt ihr noch mehr Verse? Bro. War sehr schön. Sehr, sehr schön. Du bist ein Freestyler geworden. Was ist los, Mann? Warum? Ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, ich mache Livestream nur Bibel lesen. Bruder, ich fühle mich so gut. Ein Bibelvers. Boah, das ist wie Balsam. Das geht so gut. Und dann fühlt man sich viel besser, ne? Ein Bibelvers, und dann fühlt sich schon viel besser. Liest du so viele Satansbücher? Nachdem du das gelesen hast, du fühlst diese Kraft der Käferun. Diese Kraft. Nee, wirklich, das ist schön. Das ist wirklich schön. Das fühlt die Seele. Das fühlt die Seele. Gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott. Gelobt sei der Herr. Roman, das war das Beste von dir bis jetzt auf TikTok. Hörbuchstimme. Ja, Leute, ich kann weiterlesen. Wir haben jemanden, der konvertiert ist. Jesus ist der Friede. Bin vor kurzem konvertiert. Oh, okay, sehr schön. Gott segne dich. Zeig alle Faust, Bro. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Leute, ich kann euch was über die heilige Dreifaltigkeit lesen, geschrieben von Gregor dem Erleuchter, der ganze Länder zum Christentum konvertiert hat, ohne Schwert, mit seinem Buch in der Hand. Ist er nach Armenien und hat 10 Millionen Armenier zum Christentum konvertiert, mit einem Buch, nicht mit einem Schwert. Das ist krass, oder? Ohne Nackentherapie. Aber, Urban? Ja? Lass uns an dieser Stelle Pause machen, weil ich merke es selber. Warte, nicht nur Bibel lesen.